Herzlich willkommen zur Folge 824 des Sneakpods. Stefan ist immer noch abwesend und wir armen Dinger besprechen diese Woche Poor Things mit dem geistig noch nicht ganz erwachsenen Jan Linnemeyer. Herzlich willkommen. Ja, Grüße gehen raus. Vielen Dank für die Vorstellung. Und dort am Kopfende des Tisches sitzt Blasen aus seiner eigenen Magenflüssigkeit schlagend, der Frankenstein-Arzt Robert Krüger. Ja, ich habe den ganzen Morgen Ziegenchloroformiert. Ich habe vielleicht ein bisschen zu viel eingeatmet. Ja, und Christoph Perner ist hier der Playboy, der hier die Damen versucht zu verführen und zu entführen, möchte ich sagen. Oh nein, der möchte ich nicht sein. Obwohl, dann bin ich wenigstens der Hulk. Das, wer möchte man denn sein in diesem Film? Ich bin nicht ganz sicher. Das ist eine gute Frage. Der Hulk, ich möchte der Hulk sein. Ja, aber du hast recht, wer möchte man sein? Ja. Ja. Da ist er wieder, der Jan. Da ist er und wieder. Mitgebracht hat er uns Poor Things. Nachdem ich mich ja schon reingeschmuggelt habe beim vorletzten Mal inzwischen. Ja, das war sehr überraschend. Ja, das war sehr lustig. Ich war ja nicht dabei, aber ich hab's ja gehört. Und ich glaube, ich habe letzte Woche schon gesagt, ich hatte wirklich gedacht, dass es erst eine Aufnahme ist, die eingespielt wird. So lustig. Und dann wart ihr wirklich da. Poor Things. Du hast es mitgebracht, Jan, du darfst es zusammenfassen. Ja, ich möchte, das ist meine Schuld. Ist ja schon wieder so ein bisschen so ein Kunstfilm, ne? Also ich glaube, wir hatten, oder beim letzten Mal hieß es noch so, ja, was sucht der eigentlich auf Disney Plus? Aber die versuchen ja auch ihr Angebot zu erweitern und für jeden was zu machen. War auch, glaube ich, durchaus bei den Oscars ein Thema, oder? Poor Things, ich guck ja sowas nicht. Ich glaube, das können wir gleich mal durchgehen, was er gewonnen hat und was er nicht gewonnen hat. Was davon wirklich preislich war, ja. Ist jedenfalls der aktuelle Film von Yorgos Lanthimos, der auch irgendwie so ein Star unter den ganzen Letterboxd-Leuten ist. Ich kenne nur The Favorite von ihm, fand ich eigentlich ganz gut. Von 2018, sonst habe ich nichts gesehen. Auch den Lobster habe ich mir jetzt nicht noch reingeprügelt, was ich eigentlich vorhatte. Poor Things. Ich fürchte, ich soll das zusammenfassen, ja? Ja. Okay, ich glaube, gerade schon angeklungen und so, eigentlich die einfachste Art, den Film zu erklären, ist, es ist eigentlich eine Art von Adaption, Remake, moderne Version des Frankenstein-Mythos. Der Dr. Frankenstein, der komische Experimentchen macht, ist Willem Dafoe als God. Und was er tut, ist, er ergreift die Leiche einer jungen Frau nach ihrem Suizid auf und pflanzt ihr das Gehirn ihres ungeborenen Kindes ein. Und das ist Emma Stone, das ist Bella, unsere Hauptfigur im Prinzip, die eben noch so ziemlich, ziemlich kindlich unterwegs ist und vieles erst so Stück für Stück erwirbt. Außerdem mit den beiden im Haus wohnt noch der Mitarbeiter von God, wie heißt der? Max? Max McCandles, ne? Super Name. Genau, die Namen sind geil. Ja. Der Mitarbeiter und so ein bisschen Pfleger von Bella, der sich dann aber auch irgendwie in sie verliebt und sie heiraten soll und so weiter. Sie entscheidet sich aber dann erstmal dagegen und möchte lieber abhauen und wilde sexuelle Abenteuer erleben mit einem Freund, der von Mark Ruffalo gespielt wird. Und die beiden sind dann so unterwegs in verschiedenen europäischen Städten und bumsen jede Menge. Und sie sieht eben, sie lernt nach und nach, lernt sie viel von der Welt kennen, von den Personen kennen, vom Zustand der Welt. Ja. Macht viele Bekanntschaften, viele neue Perspektiven, bumst auch jede Menge und landet zwischendurch in einem Bordell und schafft es am Ende auch, sich von diesem Mark Ruffalo-Mann loszusagen und schließlich zurückzukehren nach England. Soweit vielleicht, ohne gespoilertes Ende? Ja. Ja, bei allem, was man so über diesen Film sagen kann, ohne ihn komplett nachzuerzählen, kann man immer, glaube ich, irgendwie einen falschen Eindruck gewinnen. Ist das so? Findest du nicht? Ich hatte mir vorher was völlig anderes vorgestellt und... Naja, aber also man so Bilder daraus hat man ja schon gesehen, so wie der so in der Optik ist, das wusste man ja ungefähr, oder? Ich hatte nur Sachen gehört, ich hatte keine Bilder, okay, und keinen Trailer gesehen. Das hast du schon mal Lanthimos gesehen? Ich vermute nein. Alles, was ich bisher überflogen habe, habe ich nicht gesehen von ihm. Weil, also ich habe ja auch nur Favorite gesehen und war da ziemlich weggehauen von der Optik, weil die halt schon erschlagend und auffällig ist. Und
ich meine, jetzt, der legt natürlich noch einige Schippen drauf, was so Ausstattung und Kulisse angeht. Das sieht alles super aus. Und halt so hyperrealistisch. Aber dieses Fischei ist halt so ein Landimus-Ding, gell? Also auf jeden Fall. Fischei und dann schwenken, dass einem auch ja kotzübel wird. Wird dir da kotzübel? Nee, das ist natürlich übertrieben, aber es ist schon verstörend irgendwie, gell? Und das war bei Favorite auch und jetzt verstehe ich, aha, das ist halt das Landimus-Fischei. Und dann kann ich es halt auch als Masche abtun, gell? Wenn ich ihm böse will. Die Frage ist, will ich ihm böse? Wie wollt ihr ihm denn? Also das Fischei fand ich zum Beispiel, es ist ja nicht nur ein Fischei, sondern es sind auch ganz viele. Ja, ich kenne mich dazu wenig aus, ich nenne das einfach Fischei. Ja, er hat Fischei benutzt, er hat auch solche Kameras benutzt, die fast noch drüber hinausgehen und dann nur noch so einen Kreis im Grunde abbilden und außen abschatten, was ja noch krasser ist, wenn du so willst. Und dann hat er aber auch sonst fast den ganzen Film über enorm viel Weitwinkel und Ultraweitwinkel benutzt, also so die Vorstufen von einem Fischei, so das bisschen längere Objektiv, aber eben auch nur ein bisschen länger, weil damit immer alle Räume sehr weit aussehen und immer sehr nah an Sachen rangehen kann. Sieht aber wirklich großartig aus, muss man sagen. Also ich mag ja Stilmittel und auch bewusste und wiedererkennbare so, deswegen ja. Und eigentlich ist ja immer die Frage, was erzählt man das gerade oder sagt das was aus? Und bei den meisten Stellen im Film hatte ich das Gefühl, so diese Fischaugenoptik oder dieses Aufgeblähte, dieses Langgezogen, das will auch was, das kann auch was erzählen, gerade so in dieser Schlägerei oder so, fand ich super eingesetzt. Man hatte dann manchmal doch das Gefühl, okay, hier machst du es jetzt nur, weil du es gerne machst, oder? Ja, genau. Also gerade wenn man hier Filme gesehen hat. Ansonsten die Optik müssen wir, glaube ich, noch mal kurz beschreiben, wenn man es wirklich noch nicht gesehen hat, weil ich hatte auch keine Bilder vorher gesehen. Also es sieht sehr künstlich aus, habt ihr gerade schon gesagt, und sehr absichtlich nach Kulisse. Gerade London ist auch am Anfang noch irgendwie in Schwarz-Weiß viel und so. Und so so sehr, sehr überfarbig, so überbunt, so ein bisschen wie ja die Vergnügungspark zu die Achterbahn zu Lissabon oder so sieht es dann aus. Oder wie man Portugal im Europapark darstellen würde oder so. Ja, alles mit es so, ist halt immer so, hallo, hier, das ist Kunst, das ist Kunst, so. Ja, das ist jetzt ein immer Urteil, an, das habe ich ja so noch gar nicht bringen wollen. Genau, so sehr viel alles sehr bunt, sehr kugelig, so ein bisschen Steampunk, da kommen wirklich so giftige Abgase total aus den Schloten und so und alles sehr, ja, überspitzt, aber zwischendurch sehr farbig. Zwischenbilder am Anfang des Kapitels sind auch so geil. Ja. Also das hat aber alles schon irgendwie so seine, also das kannst du alles deuten. Da steckt ja ganz viel drin. Klar. Ich meine, am Anfang ihre, wenn sie noch nichts von der Welt weiß, dann ist alles schwarz-weiß und alles irgendwie trist und sie ist eingesperrt. Und wenn sie dann rausgeht und in Portugal ankommt, dann ist alles hyperbunt. Und wenn sie dann so ein bisschen von der Welt ernüchtert wird, dann werden die Farben wieder etwas gesetzter. Und, Wird sie denn wirklich ernüchtert? Naja, ein bisschen, ja. Richtig ernüchtert wird sie nicht. Das ist also eine Sache, die ich. Nach der Sache mit den sterbenden Babys? Na, wenn sie zum ersten Mal in Armut sieht. Monströsen Heulkrampf und ist erstmal komplett desillusioniert. Aber alles, was ihr so widerfährt, ist sie so sehr. Also untraumatisierbar eigentlich. Also es nimmt sie alles so. Oh. Das ist ein Punkt. Auch wieder eine Erfahrung. Genau, ja. Sie, also in einem Interview hat Emma Stone immer gesagt, dass sie, she experiences no shame. Aber ich finde, das ist ein Aspekt, aber ein anderer Aspekt ist auch, sie nimmt alle Erfahrungen, alle Experiences erstmal so hin. Das ist erstmal so, das kann man auch erleben. Das kann man auch erleben. Und wenn ihr dann die Puffmutter sagt, hier muss mal SM und so, dann so auch so, ja, das kann ich auch noch erleben, ja, dann machen wir das auch nochmal so. Also kann man ja alles mal ausprobieren so und sie nimmt alles erstmal so hin und saugt auf und ohne direkt erstmal zu, wie soll man sagen, so zu judgen oder so. Ist einfach also bei jedem zweiten Ding etwas so interesting, so ungefähr. Ja, und ohne halt irgendwie Schmerz zu empfinden, also jetzt seelischen Schmerz, ne, was ihr halt in die Rolle geschrieben ist, also Ja, wobei das eben in der Szene, wo sie die Armut der Armen da draußen das schon, mitnimmt, das schon, aber das die, schlägt sich schon selbst betrifft ordentlich halt rein, genau, ja. Ja, wobei das auch so, weiß nicht, auf aber dieselbe Weise halt hier sie trifft, wie es ein ganz kleines Kind treffen würde, was sie auch eigentlich ist, dem du sagst, hier, guck mal, da draußen sterben Leute oder so, ne? Also so richtig eine Bearbeitung des Themas findet auch nicht statt und sie, weiß nicht, auch aus dieser reichen Welt kommt, sagt sie, dann geben wir denen jetzt ganz viel Geld und dann wird es schon wieder gehen. Das ist ja auch irgendwo leicht, glaube ich, dann ist auch das Armutsthema eigentlich vorbei. Ja. Okay, Jan, ich höre bei dir so raus, dass deine
deine Rezeption des Films in eine ähnliche Richtung geht wie meine. Ich habe nämlich noch gar nicht richtig losgelegt. Ich auch nicht. Ich warte so ein bisschen auf dich oder auf vielleicht gucken, Hass, reden wir noch ein bisschen allgemein. Ich habe den Film so krass gehasst. Das ist der so furchtbarste Film, den ich seit langem gesehen habe. Ganz ehrlich. Oh Mann. Ich glaube, ich habe noch nie einen Film so angeekelt. Wirklich. Danke, dass du es genauso siehst. Ekelhaft. Ich kann es nicht verstehen, warum der so gehypt wird. Ich auch nicht. Es ist so widerlich. Es ist halt nicht mal Male Gaze, es ist Pedo Gaze. Es komplett ist so, von, weißt du, dieser Film. Jetzt fangen wir an. Ja, dieser Film stellt sich die Frage, was ist, wenn Einjährige bumsen könnten, und zwar legal. Ja, genau. Und nee, das ist alles. Wenn ich Einjährige bumsen könnte. Und ich nicht traumatisierbar bin. Ich brauche wirklich keinen Film zu der Frage. Das kann ich mir, wenn ich das unbedingt möchte, selber überlegen, und das möchte ich nicht. Und das Schlimme ist, es kommt auch keine Bearbeitung des Themas vor. Null, überhaupt nichts. Null. Wir gucken einfach dabei zu. Und irgendwie, ich weiß nicht. Und nicht mal in der Rezeption kommt eine Bearbeitung. Ja, also ja? Die 90% von denen, die den Film besprechen, reden darüber nicht. Ich verstehe es nicht. Da heißt es dann immer, es tut mir leid, Becky, ich muss jetzt auch, sorry, weil das hat Becky hier vor ein paar Wochen fallen lassen. Es geht halt nicht um eine, das ist alles selbst gewählt, bla bla bla, das ist ihre freie Entscheidung alles. Das ist ja keine Frau, die frei sich entscheidet für Sexualität, für sich prostituieren, sonst was, ja. Darum geht es ja gar nicht. Sondern hier wird praktisch einem Kind, einem sexuell nicht reifen Kind unterstellt oder hineingeschrieben, in die Rolle hineingeschrieben, dass es ja gerne mit den Männern eben in die Kiste steigt. Ja, wie ich halt gesagt habe, Pedo Gays halt. Also auf jeden Fall, halt, für mich ist das auch, also erzählerisch, ist das für mich die Legitimierung von, ja, wenn Kinder bumsen dürften, dann würden sie es die ganze Zeit machen, dann ist es auch okay. So, genau. Das ist der ganze Blick, den der Film hat. Und ich verstehe im Prinzip den Gedanken von, ja, da steckt eine Emanzipationsgeschichte drin, und da sind auch irgendwie die interessanten Ansätze sind da, von, hey, wenn Frauen immer Sexwork selber gestalten würden, würde es anders aussehen, als im Patriarchat gelebt wird oder so. Hier geht aber auch halt das wird Frau. Halt, ja genau, auch das wird da nicht erzählt, es wird auch nicht thematisiert. Und weißt du, jeder Film hat einen Blick und jeder Film hat auch seine Moral. So, und dieser Film, auch wie er Figuren in Schutz nimmt oder uns nicht als irgendwie bösartig darstellt. Ja, der Gute am Ende des Films ist halt derjenige, der wartet, bis sie geistig 7 ist, bis er sie heiratet oder so. Ne? Und das mit dem sollen wir dann da so entspannt aber im Garten sitzen. Da würde ich voll widersprechen. Warum der die über heiraten will, das habe ich auch nicht verstanden. Der ist erstmal, ist er ihr Aufpasser, ihr Pfleger, was schon das nicht gut so ist. Plötzlich, dann ja, gehen die so dann, plötzlich durch, ja, und heiraten dann. So, hä, und dann auch noch jetzt? Mit dem Aspekt, sie ist halt ein Kind. Ja, aber ja, ist genau. Sie denn am Ende des Films noch ein Kind? Also du sagst jetzt geistig 7, aber zwischendurch hat sie Philosophiebücher verschlungen. Ich glaube nicht, dass ja, das so, das, so aber auch zu das lesen ist. Na, aber auch das ist dieses, ja, wenn Heranwachsende, egal welches Alter jetzt, ja, Teenager von mir aus. Sie war so reif für ihr Alter. Genau, so reif für ihr Alter. Hat halt viel gebumst und deswegen ist sie halt auch im Kopf irgendwie schneller gereift oder so. Das ist doch alles Bullshit. Das ist doch genau das, was sich halt so Typen einreden dann, um das zu rechtfertigen, dass halt eine 14-Jährige vögeln. Also, und ich finde, es geht auch nicht darum, dass wir jetzt diese Frau infantilisieren oder so, wenn wir das besprechen, sondern das ist das, was der Film nahelegt und es immer wieder zeigt. Ich ja, meine, ja. Es ist, ne, sie ist ja, sie, eindeutig sie kann der Film. Nicht mal Sie kann auch nicht mal richtig laufen, ja? Genau, sie lernt gerade erst zu laufen, sie lernt gerade erst wieder zu sprechen. Das Schauspieler, da kann man nämlich auch noch drüber reden, aber genau, sie wird eindeutig so dargestellt auf dem Stand von einem Toddler, ja? Also ja, am Anfang, aber das endet doch relativ schnell. Na komm, auf dem Schiff läuft die doch immer noch nicht richtig. Findest du? Ja, oder so gerade erst. Also wie sie schon in Portugal über die Promenade geht und einfach draußen rumläuft, da kam sie mir im Grunde dann vergleichsweise normal vor. Ja, aber ja, auch gut, das aber ist ja, also selbst das ist ja ein Argument auf dem Level von, ja, jetzt warte ich, bis sie endlich 18 ist, dann kann ich sie ficken. Nein, nee. So, weißt du? Also ich weiß nicht, das legt der Film halt irgendwie nah. Und das nervt mich sehr. Und vor allem, weil es überhaupt nicht thematisiert. Und es findet davon keine Besprechung also statt und auch keine Verurteilung. Dass der Film, dass diese Entwicklung größer und schneller und also länger gedacht ist, dass das nicht mehr ein Kind am Ende ist. Und also am Ende schon mal gar nicht und zwischendrin auch irgendwann nicht mehr. Diese Entwicklung ist ja enorm schnell. Am Anfang kann sie überhaupt nicht sprechen und dann innerhalb von wenigen Filmminuten formt sie komplexe Sätze und unterhält sich auf also das passiert ja alles noch, während sie am Anfang eingesperrt ist und da wird noch nicht gefickt.
das passiert alles erst später. Und diese Entwicklung, die ist Zeitraffer. Und ich glaube nicht, dass wir in Portugal oder auf dem Schiff oder dann danach irgendwo, wenn sie dann zur Hure wird, dass wir da noch über ein Kind reden. So habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen. Aber wir sehen doch parallel die andere Figur, der das Gleiche widerfährt, ganz langsam reifen. Also wir haben doch da praktisch eine Zeit. Also die ist mir ehrlich gesagt so vorgekommen, als ob das so ein Zweitexperiment ist, was man irgendwie nicht richtig ernst genommen hat, was ein bisschen schief gegangen ist, und die ist halt leider so auf dem Niveau von diesem, weiß ich nicht, von so einem Huhn übrig geblieben oder so. Also die schien mir so vorgestellt zu werden, als ob das hat nicht geklappt, die ist leider ein bisschen dumm. Ich habe das so verstanden, dass die im Endeffekt zeigt, wie die normale Zeit verläuft und dass halt die Emma Stone-Figur einfach schneller sich entwickelt, weil sie halt gebumst wird. Ich finde, also überhaupt nicht so. Also erstmal ist hat auch am Ende bei dem Gespräch, bei dem sich entscheidet, ihn doch zu heiraten, ist immer noch nicht ihr Spracherwerb fertig. Also ich weiß nicht, wieweit sie sein soll. Zweitens ist es eigentlich auch völlig egal, darüber zu reden, wie alt sie jetzt genau ist oder ob sie dann schon irgendwie mündig ist oder was auch immer. Sondern die Erzählung von dem Film bleibt trotzdem noch, ja. Die Männer finden es halt alle geil. So, natürlich bumsen die mit ihr oder und entführen sie da dieses Kind, das noch nie die Welt gesehen hat, weil sie es auch geil finden, das zu zeigen oder so. Und natürlich, natürlich hat dieser Doktor da sein Experiment total lieb und möchte, dass sein Mitarbeiter sie heiratet oder so. Ne? Und das wird alles als völlig normal hingenommen. Das ist auch eine Art von Weltsicht, die einfach mal so reinkonstruiert wird in dieses, weiß nicht, fiktive 19. Jahrhundert oder so, einfach hingenommen wird von allen Figuren. Also ich glaube, also es gibt dieses berühmte Trope, das Manic Pixie Dream Girl, so quasi. Und das so, also sie kann ja dann irgendwie genau das, was man von ihr braucht und das, was man von ihr verlangt oder so. Und dann, also ich finde das super unangenehm. Ich finde es wirklich von vorne bis hin unangenehm. Ja, da sind Fragen drin, die man besprechen kann und die der Film auch stellen sollte. Und ich fand es eigentlich ganz interessant. Ich bin da super positiv rangegangen, weil ich dachte, es wird ja offenbar besprochen. Meine ganzen Freundinnen geben dem 5 Sterne oder so. Ich habe dann bis zum Schluss gewartet, wann der Twist kommt, wann der Film das umframed oder diese Fragen stellt und bearbeitet. Hey, ist nicht eigentlich komisch, wenn wir diesen Geist, diese Person so behandeln? Und es passiert nicht. Es passiert bis zum kompletten Ende nicht. Es war komplett verstörend und da war nichts dran. Und ich habe mir auch schon gesagt, ich hätte sagen lassen müssen, ich hätte den Film verstanden. Man hat mir auch schon gesagt, ich hätte ihn als Horrorfilm sehen müssen. Und ganz ehrlich, wenn ein Horrorfilm es nicht schafft, mir in 2,5 Stunden zu sagen, dass es ein Horrorfilm ist, dann ist es vielleicht kein guter Horrorfilm. So, also es war irgendwie, natürlich ist das eine bizarre Zerrwelt oder so, aber trotzdem funktioniert die in sich für den Film und macht einfach ihre Erzählung. Das fand ich furchtbar. Das fand ich komplett furchtbar. Ja, ich auch. Ich komplett überhaupt nicht bei euch. Dann erzähl doch mal, was bei dir ist. Also wie gesagt, ich habe diese Entwicklung von ihr schon so gesehen, dass sie relativ schnell, nachdem sie da rausgeht, eigentlich schon mit der Entscheidung, da rauszugehen, selber das Heft des Handelns in die Hand nimmt und dann ja schon von sich aus bestimmt entscheidet, welche Erfahrungen sie macht und welche nicht. Klar wird sie von der Mark Ruffalo-Figur sozusagen, der versucht sie auszunutzen oder nutzt sie ein Stück weit auch aus, aber sie befreit sich davon relativ eindeutig und der Film bietet ja dann für ihn auch kein wahnsinnig gutes Ende. Und also, wie gesagt, das, was ihr da jetzt seht, das sehe ich so nicht. Das kann ich jetzt aber auch nicht weiter ausführen, warum, wieso, weshalb. Ich sehe das einfach so nicht. Es hat auf mich nicht so gewirkt. Und ich habe dann eher sie fängt an, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Sie fängt an, sich mit verschiedenen, also sie fängt ja an, Philosophiebücher zu lesen, aber sie fängt dann auch an, sozusagen die Welt zu verstehen, und dass die Bilder zeigen das ja auch, wie sie sich beschäftigt sich mit Klassensystemen, was ziemlich eindeutig in diesen Bildern mit den toten Babys da unten, wo du sogar, wenn du dir die Bilder genau anguckst oder das mal freeze-framest, wo dann irgendwie diese Treppe abgebrochen ist, das ist alles enorm plakativ gemacht, aber irgendwie auch einfach in diesen Bildern interessant eingebaut. Und sie beschäftigt sich später mit Kapitalismus, wenn sie im Bordell ist und sie kommentiert das ja auch irgendwann, wenn sie dann ihren Ex-Lover da wieder abblitzen lässt und sagt, we are our own means of production. Und dann, sie geht durch diese verschiedenen Stufen durch, sich mit der Welt zu befassen und verschiedene Philosophie-Betrachtungen da aufzusaugen und ja, dann am Ende
muss sie sich halt noch von dem Letzten sozusagen noch befreien, der ihr noch sozusagen das Happy End kaputt machen will. Und ich weiß nicht, ich fand das insgesamt eine runde Sache, eine sehr weirde Erlebnisreise, auf die man da mit ihr gehen kann, die enorm voll ist von Sachen, die du versuchen kannst zu interpretieren und die du versuchen kannst zu verstehen, was will mir das hier sagen. Und ich fand den enorm dicht von so aufsaugbaren Sachen und dass da enorm viel gevögelt wird, ja, das, ich fand es auch ein bisschen viel, muss ich sagen, dass den Part hätte ich nicht so explizit und so ausgiebig gebraucht, aber die Art und Weise, wie sozusagen ein die Welt entdecken und kennenlernen in allen Facetten, die das so mit sich bringt, in Zeitraffer hier gezeigt wird, aus Sicht einer Frau, fand ich interessant. Bei mir hat der gefallen. Ich meine, ja, also ich will da auch meine Meinung nicht aufzwängen oder so, aber irgendwie, ich sehe ja das, was du siehst, und ich finde auch, also ich habe auch nichts gegen den Sex an sich, so. Ich liebe Sex und auch einen Film, der eine sinnliche Sexszene hat, so, weiß nicht. Es geht darum, wie er damit gespielt wird und auch in einem Kontext der Infantilisierung, ne? Das wird ja eigentlich als Witz gespielt, zu sagen, haha, guck mal, wir bumsen hier und sie weiß nicht mal, was das ist. Sie sagt dann Furious Jumping oder so, weißt du? Mhm. Das ist für mich auf dem gleichen Level wie auch bei der ganzen Entwicklung, von der du gerade erzählt hast, die ja durchaus da ist, das streite ich gar nicht ab. Selbst dabei wird es immer wieder als Witz gespielt oder sie infantilisiert. Der ganze Film ist ein einziger, also das ist eine Komödie, ja, genau, also das ist kein Horrorfilm, das ist eine Komödie. Ja, aber Komödie. Weißt du sowas, nehmen wir als Beispiel dieses am Ende, sie hat festgestellt, es sind Ungerechtigkeiten in der Welt, also gibt sie da viel Geld hin. Und dann, haha, sie kommt nicht drauf, dass irgendwie den Leuten, denen sie einfach das Geld gibt, sie hintergehen können. Das ist dann irgendwie witzig, weil sie weiß nichts von der Welt, sie ist so kindlich, so, weißt du? Und so geht das ja weiter. Was heißt, sie ist so kindlich, sie hat diesen Aspekt der Welt einfach noch nicht kennengelernt? Ja, dann kannst du mir auch nicht den Zeitraffer verkaufen, dann kannst du auch nicht das als Rechtfertigung nehmen, zu sagen, sie macht ja die ganze Entwicklung durch. Weil offenbar ist es immer noch dabei, auch sie rezipiert ja auch Philosophie offenbar so, dass sie nicht ganz versteht oder wie ein Kind das macht. Und das wird immer wieder als Witz erzählt, so, ich weiß nicht. Sehe ich auch so. Und dann in der Welt zu sagen, das ist trotzdem eine Figur, die alle geil finden und auf die alle stehen, und das wird auch nicht weiter hinterfragt, finde ich einfach. Also so ist es ja in der Realität. Die Leute bumsen andauernd mit Minderjährigen und suchen sich jüngere Freundinnen, so klar. Aber dann lässt sich das halt auch thematisieren und das auch irgendwie bearbeiten. Und der Film erwähnt es irgendwie, macht es aber nicht. Und das finde ich, also wir haben eine lange Geschichte davon, wie irgendwie, weiß nicht, Love Interest und sexuelle Beziehungen in Filmen auch infantilisiert werden. Es gibt dieses, das ist das nächste Trope, das Born Sexy Yesterday. Ich glaube, das bekannte Beispiel ist das fünfte Element zum Beispiel, wo quasi ein Wesen, ein frauliches Wesen jetzt gerade in die Welt kommt und die Männer nehmen das zum Anlass, das geil zu finden, ihr die Welt zu zeigen und zu erklären. Und das machen die ja bis zum Schluss. Und klar ist da eine Emanzipationsgeschichte von ihr irgendwo drin, aber die wird halt auch nur, also die wird richtig verkürzt dargestellt. Ich weiß es nicht. Also das macht mir alles sehr große Magenschmerzen. Gerade wegen dieser Witze immer noch, dass sie halt am Ende doch noch ein Kind ist. Ich weiß es nicht. Ja. Super unangenehm fand ich das zu gucken. Super unangenehm. Mhm. Das war für mich mehr Männerfantasie für mich. Was sagt dir am Schluss noch, dass sie immer noch ein Kind ist? Also wo liest du das raus in den Schlussszenen, jetzt in dem Garten da? Also die späteste Szene. Die letzte Szene meinst du jetzt? Ja. In diesem Hieronymus Bosch Gemälde Garten. Oder... Also die späteste Szene, in die ich es auf jeden Fall reinlesen kann, ist das Gespräch, was sie mit ihrem Max führt, bevor sie dann doch heiraten oder so. Da ist es für mich sogar im Text drin. Und dann auch danach noch, wo es über diesem anderen Kerl mitgeht, ist es so, dass er trotzdem eigentlich der Gag ist, dass sie zu impulsiv für diese Welt einfach so quatschig entscheidet, ich gehe da jetzt mit oder so. Also auch da könntest du noch sagen, ihr Verhalten auch dazu ist irgendwie nicht. Du könntest genauso gut sagen, das ist nach wie vor ihre Neugier auf alles und einfach zu erfahren, wer sie mal gewesen ist. Weil sie wusste ja zu dem Zeitpunkt schon, was mit ihr passiert ist. Deswegen sage ich, dann nimm nicht die, sondern die letzte sichere ist die davor, wo sie immer noch nicht ihre Sprachentwicklung fertig hat und immer noch nicht richtig gehen kann. So. Und von mir aus ist es danach so, und selbst dann ist es vielleicht nur ein bisschen adventurous und schön. Also ich mag ja eine neugierige Figur und ich mag eine Erzählung auch, von Entdeck die Welt. Also das, aber auch, was du genannt hast mit dem, die Sache mit der Armut und dem Geld und so, da wird sie einfach als naiv dargestellt, also als noch nicht reif an Erfahrung. Ja, natürlich, weil du ihr dabei zuguckst, wie sie die alle aufsammelt, aber das heißt doch nicht, dass ihr, wenn du wirklich jetzt ein Hirn hättest, was die geistige Entwicklung von einem Kind zu einem Erwachsenen oder zu meinetwegen zu wenig zur Volljährigkeit innerhalb von 30 Filmminuten durchmacht und oder in diesem Fall von 10 Tagen oder was wir da gezeigt kriegen an Timeframe. Also du gehst davon aus, dass das tatsächlich
da nur wen, also in deren Welt nur 10 Tage vergehen, aber dass ihr Gehirn da von einer 2-Jährigen zu einer 18-Jährigen reift, oder was? Naja, die Geschwindigkeit, mit der es uns gezeigt wird, dass sie ist völlig infantil und schlägt auf irgendwelche Sachen ein und kann keinen geraden Satz sagen, nicht mal 3 Wörter aneinander rein, bis zu sie diskutiert und gibt Leuten Kontra und kann einigermaßen gewitzt auf Leute eingehen mit Sprache. Und klar spricht sie, aber das ist auch dieses Victorian Age Englisch. Also ich habe das Ding auf Englisch geguckt und mein Eindruck war, spätestens auf dem Schiff spricht sie völlig vernünftig. Vielleicht habe ich da irgendwie was übersehen oder was nicht verstanden, aber ich habe das abgehakt unter, die reden halt komisch in der Zeit. Und sie, dieser Zeitframe, der nimmt sie mit und dann fährt sie da so ein bisschen Schiff. Und wie lange soll das dauern auf dem Schiff? Das ist 2 Tage und dann sind die da. Ja, das ist tatsächlich die Frage. Wie lange soll das dauern? Sollen da 2 Tage dargestellt sein oder 5 Jahre? Also selbst wenn es 19 Jahre sind, dann ist der Witz immer noch, dass sie infantil ist. Und mir geht es auch gar nicht darum, dass das so ist. Mhm. Ich habe das Problem nicht damit, dass sie naiv ist, dass sie kindlich ist, dass sie die Welt entdeckt, dass sie infantil ist. Darum geht es mir gar nicht. Das kann eine gute Geschichte sein, das kann ein interessanter Charakter werden. Mir geht es darum, dass der Film das zum Anlass nimmt, eine Welt zu erzählen, die deswegen, weil sie naiv und kindlich ist, das zum Anlass nimmt, dass alle Männer sie ausnutzen und weiß nicht, für ihre Zwecke verwenden, betrügen, sexuell ausnutzen, missbrauchen, alles. Sie das auch größtenteils mit sich machen lässt und wir davon, und das einfach auch die Guten, ja, das wird nicht irgendwie vom Film eingefangen oder geframed. Und das ist für mich keine Komödie. So, wenn das, also darum geht es für mich eigentlich. Ich kann mit einer naiven Figur leben. Also das kann natürlich auch witzig sein, das kann natürlich auch Spaß machen, so. Und das kann auch eine Emanzipationsgeschichte erzählen. Aber das ist nicht das, was ich hier gesehen habe, das für mich im Vordergrund steht. Gerade als hier der God, das ist doch auch einer von den Guten. Und der hat mit die problematischen Handlungsweisen, die standen jetzt bei uns nicht so im Vordergrund in der Erzählung, weil sie halt nicht so sexuell und nicht so frappierend sind. Aber trotzdem ist komplett furchtbares Verhalten. Also selbst wenn sie ein Kind ist, sollte er sie nicht so einsperren und einfach an seinen Mitarbeiter verheiraten. Nein, ihr wisst, was ich meine, ne? Also erst an. Ganz abgesehen davon, dieser ganzen Operationskram und Zeug, das er mit ihr macht, ist natürlich nicht so geil. Und natürlich ist das, also sie liebt ihn, alle lieben ihn und lieben ihn in den Arm. Der ist ein bisschen quirky, haha, Willem Dafoe. Natürlich ist einer von den Guten. Und genauso ihr komischer Max McCandles, auch einer von den Guten. Und selbst der Mark Ruffalo-Boy kommt ja nicht komplett schlecht weg, sondern auch so quirky. Er ist im Irrenhaus am Ende, also schlecht wegkommen, weiß ich jetzt nicht. Ja, der Einzige, der uns wirklich als Arschloch verkauft wird, wirklich als Antagonist von dem Film, ist ihr Ex-Mann am Ende. Und der ist halt so überzogen böse, dass er halt, weiß nicht, da Leuten wirklich, wirklich Wunden zufügt und sie halt irgendwie bewusst vorführt und so, klar. Aber auch da passiert nichts. Und dann haben wir so ein bisschen, ja, auch ein Trope, das wir aus so Rape-Revenge-Filmen kennen eigentlich, ja. Er wird halt dann, also dass sie dann so schlimm behandelt wird, erlaubt ihr dann halt auch, weiß nicht, körperliche Gewalt anzuwenden. Am Ende, haha, jetzt ist aber er in einem Ziegenkörper. Nein, umgekehrt, ihr wisst schon so. Und das, dann ist es okay, weil ihm auch was Grauenvolles angetan wird. Und das ist der Einzige, der wirklich so böse wegkommt oder als irgendwie Schurke in dem Film gilt. Und das finde ich eigentlich so fatal. Das ist so, also der ja nicht ihr Ex-Mann ist, sondern ihr Vater eigentlich. Beides, genau. Ja. Genau, ist ein bisschen von beidem, auch super weird eigentlich. Ekelhaft, ja, genau. Super ekelhaft alles. Aber sonst nimmt der Film seine Grausamkeit überhaupt nicht zur Kenntnis und untergräbt diese Grausamkeit komplett unter einem Schleier von, es ist alles pink und witzig in Lissabon. Und alles, märchenhaft. Und alles, was da an Gewalt, Gewaltverbrechen und furchtbarer psychischer Gewalt auch passiert, verschweigt der Film uns komplett und lullt uns damit ein. Das finde ich fatal. Und findest du, dass das halt so da, dass ihr das alles nicht nahe geht? Dass also diese fürchterliche psychische Gewalt, der sie ausgesetzt wird, rinnt halt einfach an ihr runter, ja? Es ist einfach, ja, was du einem 5-jährigen Kind antust, ja, das ist halt irrelevant, weil das nimmt da keinen Schaden von, ne? So, das verkauft er mir irgendwie. Oh, ekelhaft. Ich fand's wirklich widerlich. Interesting. Und es gibt ja noch mehr. Das ist jetzt so die offensichtliche Lesart. So, weiß nicht, ich habe auch viele Rezensionen gelesen. Ich glaube, darauf wolltest du eben noch zu sprechen kommen, so mit dem Schauspiel von ihr. So, was will das eigentlich? Ich kann es auch lesen als, ja, das ist eigentlich eine Metapher für verschiedene körperliche oder geistige Behinderungen. So, sie spielt auch total viele Autismus-Klischees ab oder so. Ja, stimmt. Ja. Und auch dann, da müssen wir drüber reden. Ja, ich habe auch eine sehr gute Rezension dazu gelesen, die das bespricht, die nochmal darauf hinweist, dass natürlich werden
werden behinderte Menschen noch häufiger Opfer von sexueller Gewalt als andere, so, weil es häufig leichter ist, sie auszunutzen, aus verschiedenen Gründen oder so. Und hier ist eigentlich, wenn du das als Behinderungsmetapher liest, dann passiert genau das auch, so, weiß nicht, das ist also, da weiß das hilft ich nicht mir auch mal, nicht. Da weiß ich nicht mal, ob das so bewusst ist, also weil, gut, es ist bekannt, ich bin nicht der größte Fan von Emma Stone, aber für mich kam das häufig so rüber, so, das hatte so Schauspielkurs-Vibes, so Emma Stone wurde gesagt, so jetzt tu mal so, als wärst du ein einjähriges Kind, was gerade laufen lernt. Und dann hat sie halt die Gliedmaßen steif gemacht und sich wie ein Roboter bewegt und gedacht, ja, okay, und das, und die Augen aufgerissen oder irgendwie sowas. Und das ist dann eben einjähriges Kind. Also für mich kam da, also mag sein, also das eröffnet jetzt schon wieder was Neues, was du eben gesagt hast, dass es eben auch so andeuten soll, dass da eben, ja, Autismus-Dinge oder sowas, keine Ahnung, mit angedeutet werden soll, aber für mich kam einfach, das ist einfach furchtbar schlecht geschauspielert, also es ist einfach so, oder so übertrieben geschauspielert, was natürlich dann auch wieder zu dem Film passt, weil, ja, der ist halt übertrieben in allem, insofern ist es vielleicht richtig, aber also, ja, auch das mochte ich nicht. Ich fand das Schauspiel sehr überzeugend. Sowohl von ihr als auch von Mark Ruffalo. Ich glaube, das, was William davor gemacht hat, war jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Der sieht aus, wie er aussieht. Ja, ja, der sieht aus, wie er aussieht und läuft dann halt da rum und sagt Texte, aber das war jetzt, glaube ich, keine große Kunst. Das am Anfang, wo sie das Baby im Erwachsenenkörper spielt, quasi, okay, da ist der Film, da war ich noch so früh in dem Film und habe noch gar nicht gewusst, wo oben und unten ist. Da war einfach alles noch sehr weird, vom Schwarz-Weiß angefangen bis zu ihren Bewegungen und überhaupt die ganzen Kulissen und alles und dann Frankenstein und überhaupt, also wenn du da, musst du dich ja erstmal zurechtfinden. Und ich habe ihn nur einmal geguckt, vielleicht muss man ihn mehrfach gucken, um sich das nochmal genau zu betrachten. Kein Interesse. und später dann, wenn spätestens ab Portugal, wenn man so ein bisschen den Film zu greifen kriegt, fand ich das großartig gespielt, was sie da macht. Wie sie so, ja, dieses sich mit den Wundern der Welt vollsaugen, positiv wie negativ, wie sie das spielt, fand ich großartig. Ich glaube, da war ich schon zu schockiert, um darauf noch zu achten. Und den am Anfang sehr von sich überzeugten und der jeder Situation, in der er ist, so im Griff habenden Lebemann und Charmeur, den Mark Ruffalo hier gibt, dem dann so langsam der Zugriff auf seine vermeintliche Naive, die er sich da abgeschleppt hat, entgleitet und die ihn langsam in den Wahnsinn treibt, auch das fand ich gut gespielt. Ja. Getan. Wir kommen da nicht zusammen, müssen wir aber auch nicht. Nee, müssen wir auch nicht. Nicht nötig. Ja, habt ihr noch irgendwas, wollt ihr noch über irgendwelche Aspekte oder habt ihr euch ausgerantet? Ich glaube, ich habe mich ausgerantet. Ich wäre auch fertig. Also ich weiß nicht, wenn man genug gräbt und auch ein bisschen liest, dann findet man auch die Rezensionen, die irgendwie sowas ansprechen. Ich war vor allem schockiert davon, wie gut der so, weiß nicht, wie, also mich wirkt es unkritisch, wenn wir so in unserer Bubble wegkommen. Ich habe mir auch schon versucht, ihn mir erklären zu lassen oder ob es doch noch einen Twist gibt, den ich einfach nicht sehe oder das doch immer zur Satire macht. Aber es gelingt mir nicht, überhaupt nicht. Ich glaube, Satire ist tatsächlich nicht das, was angedacht ist. Also ja, weiß nicht. Ich habe eine Interpretation gelesen, wo jemand sagt, dass da wirklich irgendwie die fünf Strömungen von Philosophie der Welt oder so, es fängt an mit, ach Gott, ich kann das nicht wiedergeben, weil ich es auch nicht verstehe, aber irgendwo hinten kommt Marx und davor kommt irgendwo Kapitalismuskritik und ganz vorne kommt irgendwie Aufklärung und der Film würde diese Phasen der Menschheitsentwicklung an ihr durch exerzieren. Das ist vielleicht ja, ist schon rein interpretiert, oder? Ja, weiß ich nicht. Oder, das war ja, oder, enorm schlüssig ja. dargestellt in einem 40-minütigen Video. Kann man schon rein interpretieren, ja. Und ich war zu müde und bin zu psychologisch, nicht psychologisch, wie sagt man, philosophisch, so das Wort habe ich gesucht, ungebildet an der Stelle, um dem nachgehen zu können. Und ich habe das irgendwie gestern Nacht um 2 geguckt, dieses Video. Aber ich, ja, weiß ich nicht, ich sehe das nicht so wie ihr, von daher. Ja, ist auch nicht schlimm. Dann geben wir jetzt mal Punkte. Von euch kriegt dann 0,5 und 0,5 und oder? Nee, gar nicht mal. Gar nicht jetzt mal. Kommt's. Ah, ihr wolltet noch über die Oscars reden und was davon verdient ist und was nicht. Ich hab eben mal in die Oscars reingeschaut. Ich habe nur ein Problem mit der besten Hauptdarstellerin, weil ich einfach ihr Schauspiel nicht toll finde. Ich finde es
Ja, ich habe es ja gesagt, Schauspielkursniveau. Aber sonst, bestes Szenenbild, beste Kostüme, bestes Make-up und Frisuren, das ist schon verdient. Und das ist auch das, was ich dem Film zugute halte. Er sieht toll aus. Also da kann ich gar nichts sagen. Auch wenn es natürlich eine Masche ist, wie was Dantimos da macht mit der Kamera. Also ich würde sagen, meistes Szenenbild ist noch nicht bestes Szenenbild. Die haben ja wirklich alles als Sets gebaut, ne? Also dieses... Echt? Cool. Ja, ja, also da ist fast nichts irgendwie, also Portugal ist gebaut, dieses Schiffs. Ja gut, es sieht halt auch immer nach Kulisse aus, weil es halt auch nach Kulisse aussehen soll. Gell? Genau. Es soll ja nicht echt aussehen, genau. Sondern es soll nach Theater aussehen und das tut es dann halt auch. Ja. Ja. Und so ein bisschen steampunkig, also so dieses Schiff und diese komischen... Das Schiff ist krass, ja. Das Schiff, sowohl außen als auch innen. Das Schiff ist sehr wild, ja. Das Schiff auch mit diesem, wie du schon vorhin gesagt hast, mit diesem grünen... Eiterrauch. Ja, genau, aber es ist halt auch so, denn, wenn sie dann anfängt, Kapitalismus und Umweltverschmutzung und solche Sachen irgendwie, dann hast du dieses Schiff plötzlich mit seinem grünen Rauch. Ja. Also ja, ich gebe ihm einen Punkt fürs Aussehen, für die Kulissen und die Kleidung. Aber sonst finde ich ihn extrem ekelhaft und also wirklich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so einen ekelhaften Film gesehen habe. Und deswegen kriegt er von mir dann diesen einen Punkt. Guckt ihr manchmal so einen Film und seid damit dann fertig und denkt euch danach, Film gucken ist vielleicht gar kein so gutes Hobby? Nee, das nicht. Ich glaube, dann hätten wir Baby nicht in Folge 824, wenn das so ist. Das ist für mich dieser Film, ich weiß nicht, also... Ja, manche Leute, gerade in der Horrorfilmszene, sagen auch immer sowas wie, ja, wenn er so ein starkes Gefühl in dir vorruft, dann muss er aber auch, dann ist er ja eindeutig dadurch schon gelungen oder so, was ich auch für Quatsch halte, weil nach der Argumentation wären ja Reißnägel mein Lieblingsessen, weil sie das stärkste Gefühl in mir hervorrufen. Also ich würde sagen, ich bin auch bei einem Punkt. Mhm. Alright. Also die Argumentation mit dem starkes Gefühl, den wir vorrufen, dann wären irgendwie diese Rob-Zombie-Horrorfilme oder wie heißt der? Rob? Heißt er so? Den gibt es, ja? Ja, ja. Ich glaube, den haben wir damals mal so, hat man uns in der Sneak damit Musiker? Gefüttert. Ja, Rob auch. Zombie? Auch, ja, ja. Macht dann. Der macht egal, beides, der, mit dem seinen komischen, absurden Machwerken hat man uns damals in der Sneak mal gefüttert. Und dann müsste das auch irgendwie so der krasseste Film, den ich die meisten Punkte geben, sein. Und der ist es definitiv nicht. Das hier hat mir gefallen. Ich habe gelacht. Ich wurde zum Nachdenken angeregt und ich habe tolle Bilder gesehen. Und gute Schauspieler und ich gebe dem 8 Punkte. Krass. Das ist ja krass. Bisschen Schnitt hochziehen, liebe Leute. Wow. Das ist mal ein krasser Unterschied, ja. Ja, naja, sonst machst du das immer in die andere Richtung. Vielleicht gewinnen wir mit der Folge den Preis für den größten Abstand, der hier mal vergeben wurde. Ich weiß es nicht. Nee, wir hatten vor kurzem schon mal so extreme Abstände. Gab's schon, okay. Ja, ja. Ja, und wenn man da in der Gesamtrückschau durchguckt, da findet man sicherlich noch krassere Ausreißer. Ja, aber viel krasser geht es schon nicht. Ja, das wird schwierig, ja, ja. 7 ist schon sehr viel, ja. Also auch wenn es dir gefallen hat, möchte ich mich jedenfalls quasi entschuldigen, dass ich diesen Film mitgebracht habe. Ich wusste nicht, was uns erwartet. Ich meine, gut, aber wir haben ihn dadurch gesehen. Und ich hatte schon ein bisschen Angst vor dem Thema, weil ich wusste eben, was der Plot ist und hatte da schon Bauchschmerzen und hatte ihn deswegen... irgendwie Anfang des Jahres stand zur Auswahl, in welchen Kinofilm wir gehen. Und da hatte ich mich aus diesem Grund schon dagegen entschieden, weil ich schon das Gefühl hatte, so, oh, du bist schon mit so einer Hasskappe auf dem Kopf nicht so, in das Ding rein. Nicht, doch, aber doch, ich natürlich. Hatte das Gefühl, so easy watching wird das nicht. Und hatte mich damals für Argyle entschieden, der jetzt übrigens bei Apple ist. Den Bob hier, Zwinker, Zwinker. Ach, du bist doch jetzt auch bei Apple, ne? Habe ich das schon richtig verstanden? Ja, genau. Ich werde den auch nochmal schauen. Lass uns den die nächsten Wochen nochmal besprechen. Alles klar. Und bin sehr froh, dass ich mich für den entschieden habe und nicht für Poor Things. Ich meine, ich bin, wie gesagt, super positiv da reingegangen. Ich dachte, es kommt der Film des Jahres. So, wirklich überall 5 Sterne. Ich mag auch Lanthimos. Ich mochte The Favorite. Dachte, das wäre ja total geil. Und habe nichts mehr drüber gelesen. Und vielleicht war das abermals... Na, vielleicht sollte man doch mal Trailer gucken. Nein, keine Ahnung. Also ich habe vorher gar nichts gewusst. Das hat man gesehen. Außer das, was Christoph in der Sendung, wo ihr, glaube ich, wir hatten mit Becky über die Oscars geredet, glaube ich. Mhm. Und bei der Gelegenheit kam der ganz kurz, da hast du irgendwie mal so 2 Sätze, dass du das alles auch hochproblematisch findest und bla bla bla. Nee, das habe ich nicht gesagt. Doch, ich habe gefragt. Ich habe gefragt, ob das so ist, oder? Ja, aber da war das deutlich zu hören, dass du das alles schon mal sehr problematisch vorab findest. Das hat man, glaube ich, mal nicht zu überhören.
Und ich glaube, Becky hat dagegen geredet, nee, wenn ich mich recht erinnere. Ja, 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 natürlich hat sie dagegen. Ich habe halt mich gewundert, weil ich dachte so, okay, das, was ich gehört habe, war eben diese Pedo-Sache. Und deswegen hat es mich gewundert, dass alle so positiv davon reden. Und deswegen habe ich Becky gefragt, so, sag mal, Becky, genau. Und, wie aber jetzt? Warum jetzt? Der Inhalt dieses Gesprächs, diese 30 Sekunden, die ihr darüber geredet habt, war alles, was ich davor darüber wusste. Ich hatte kein Bild gesehen, keine Kritik gelesen, kein gar nichts. Ich wusste nichts über diesen Film. Und wie ich es letzte Woche angekündigt hatte, als du gesagt hattest, dass Jan diesen Film auswählt, hatte ich ja gesagt, dass ich ihn ohnehin gepickt hätte, weil ich dann gehört hatte, also durch diese Besprechung von den Oscars, wie viele er gewonnen hat und so weiter, dachte ich, okay, der kommt auf die Liste, den will ich dann sehen, ich will wissen, worum es da geht. Aber ich hatte trotzdem keinerlei weitere Informationen gesucht und ich gucke in letzter Zeit auch irgendwie keine Trailer. Ich lese dann immer nur Anrisstexte und entscheide, ob ich das sehen will oder nicht. Ich muss wirklich nochmal mit Becky sprechen. Also ich würde ja jemandem wie ihr auch niemals unterstellen, so einen Film unreflektiert zu gucken oder so. Und gerade deswegen interessiert mich irgendwie die Sichtweise. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt übrigens ein bisschen recherchiert mit den größten Abständen von Punkten bei uns im Filmpod. Okay. Wie hast du das denn gemacht? Ich habe einfach in meinem Buch zurückgeblättert. Ach so, okay. Also jetzt so vom so das letzte Jahr betreffend. Okay. Und zwar, wir hatten vor kurzem einen Film, wo wir auch den Abstand 7 hatten. Da hatte ich allerdings 8 und der Stefan 1. Das war die Schneegesellschaft. Ah, geil, ja, natürlich. Dann hatten wir einen Film, da hatte ich 1,5 bis 2 und Bob, du hattest 8. Das war The Batman. Oh ja, auch schön. Dann hatten wir auch einen relativ großen Abstand. Da hatte ich 2,5 und Jan, du hattest 8. Genauso wie Stefan, They Clone Tyrone. Super den mochte Film. Ich auch nicht. Ja, mochte ich nicht. Und dann den höchsten Abstand, wenn ich das richtig berechne, ja doch. Bin gespannt. Da hatte ich 2,5 und Bob, du hattest 10. Oh, Dune. Nee. Nee. Keine Ahnung. Kein Pardon. Ah. Fantastisch. Weißt du Bescheid. Stehe ich zu den 10 Punkten jederzeit, Tag und Nacht. In die Reihe reicht mich gerne ein. Das war der größte Abstand. Fantastisch. Ja, ich wette, dass wir irgendwo noch mal irgendwo was finden. Die 9,5 kriegen. Ja, oder wo 1 irgendwo, zu 10, Ahnung. Ich weiß nicht. Na, das vielleicht nicht, aber irgendwo, wo... Ja, oder vielleicht haben doch, ja schon keine fast, Ahnung, ja. dass irgendwo Claudia irgendwo 12 Punkte vergeben hat, weil sie die Skala sprengen wollte und einer von uns irgendwie... Ja, das gilt ja nicht. Ja, nein, aber dann könntest du das, selbst wenn es auf 10 runter... Heißt das, ich darf Minuspunkte vergeben? Nein, natürlich nicht. Der Christoph ist da sehr strikt. Das machen ja Leute, die nichts verstehen. Das lässt sein OCD nicht zu. Das passt nicht auf die Jan-Skala. Nee, genau. Zu der kommen wir ja nachher noch, wie ich hier schon entnommen habe. Was? Oh Gott, aber ich habe gar nicht in die Themen geguckt. Ich muss jetzt gleich erstmal kurz hier weg, weil warum? Ich trinke nämlich eine Droge der Wahl, die ich nicht hier vorbereiten kann. Da muss ich zum Gefrierschrank gehen. Okay. Deswegen mute ich mich jetzt kurz und versuche die Kopfhörer abzusetzen, bevor ich jetzt loslaufe. Denk an das Kopfkabel, hätte ich dem Stefan jetzt raten müssen. Den Kopfrad. Das meinte ich, ja. Ja, genau. Gut, dann fangen wir doch einfach schon mal mit der Droge der Wahl an. Du hast ja heute in deinem Be Real die Frage schon mal aufgeworfen und ich fand, der Film hat mehrere Optionen gegeben, oder? Der hatte ein reichhaltiges Bukett, also was da alles getrunken wurde zwischendurch. Ich habe auch, natürlich, wenn ich jetzt für euch einen Film gucke, dann mache ich mir jetzt auch mal schon Notizen, was getrunken wird oder so. Mhm, und irgendwann, gut, also, irgendwann einfach, es hat sich dann, oh ja, okay, jetzt ist ja eh alles dabei, damit noch Champagner gebechert und dies und das. Ja, es werden Austern gegessen, Champagner wird getrunken. Ja. Aber ich habe mich für eine Sache entschieden, die immer wieder vorkommt, die eine Figur immer wieder trinkt und das ist Portwein. Oh, sehr gut. Sehr ja, gut. Ich glaube doch, hier unser God trinkt immer Portwein, glaube ich, ne? Richtig, literweise wird ihm vorgeworfen. Literweise. Ja. Ich kann ein Literweise kann ich hier Portwein trinken. Ich weiß nichts über Portwein, vielleicht kannst du mir da ein bisschen mehr erzählen oder ihr. Ich kann es versuchen, mein Portweinwissen ist jetzt auch etwas beschränkt, aber so grundsätzlich... Ich weiß, dass ich Whisky aus dem Portweinfass liebe, was aber meistens nicht so ein gutes Zeichen ist, weil ich liebe auch Whisky aus dem Rumfass, mag aber nicht so gern Rum und liebe Whisky aus dem Madeira-Fass, mag auch nicht so gern Madeira. Ich habe jedenfalls den einen Portwein genommen, den es in jedem Rewe gibt, den billigen Tawny Port, weil ich wusste, ich mag Tawny irgendwie lieber als Ruby, aber mehr weiß ich auch nicht. Porto, Valduro, Tawny Port. Das wird jetzt vermutlich
keine Qualitätsoffenbarung, weiß ich nicht. Ich habe den schon sehr lange nicht mehr. Einen anderen gab es spontan nicht. Ja. Was wissen wir jetzt über Portwein? Nee, Süßwein aus Portugal. Ja. Aus dem Douro-Tal meistens und gibt diese wahnsinnig vielen unterschiedlichen Typen, die ich jetzt auch nicht alle aufzählen kann. Ist nicht nur ein Süßwein, ist der nicht gestoppt durch die Zugabe von Alkohol? Also der hört dann, also der ist übersprittet, damit er nicht mehr weiter verdingt, den Zucker nicht weiter vergärt. Genau. Ja, ist also das der ist überspritzt. So wie wir gleich. Nee, normalerweise würde ja der Zucker wahrscheinlich mehr oder weniger verbraucht werden durch die Hefen. Und irgendwann wird halt der Alkohol so hoch, dass die Hefen eingehen. Genau. Und du kannst das aber theoretisch auch vorher, und das machen die, glaube ich, hier, die geben dem Wein, genau. wenn er noch gar nicht fertig vergoren ist, also noch Zucker drin ist, hauen sie dann einfach Alkohol dazu, irgendein Neutralalkohol oder sowas. Und dadurch sterben die Hefen auch. Und du hast aber diesen Restzucker, der dann theoretisch noch gewesen wäre und noch verstoffwechselt hätte werden können, der bleibt dann halt drin. Und dadurch hast du eine Süße drin, die und trotzdem einen relativ hohen Alkoholgehalt, die normalerweise so nicht zusammenkommen würden, wenn du das zu Ende laufen lassen würdest. Also er hat 19% und der riecht auch schon mal richtig kräftig. Und irgendwie so, ja, ein bisschen Richtung Rotwein, aber auch sowas, weiß nicht, fast sowas Vergorenes wie so, weiß nicht, irgendwas Fermentiertes. Interessanter Geruch. Portwein, habe ich das richtig mitbekommen? Ja. Portwein. Ja. Tawny. Bob, hattest du schon gesagt, was du trinkst? Nee, wir waren beim Portwein noch hängen geblieben. Sehr gut. Dann bitte. Mhm. Ich fand, das Einzige, was mir heute so richtig sofort wieder in die Erinnerung gekommen ist, ist das, was sie gegen Ende mit dem Gin, ein Dry Martini macht. Und deshalb will ich Dry Martini trinken. Ich habe da jetzt kein Chloroform reingemacht. Da frage ich mich aber, weil ich trinke auch Dry Martini, wie hast du das jetzt gemacht, ohne irgendwo hinzulaufen? Was meinst du? Ich habe einen. Wie machst du deinen Dry Martini? Einen Thermobecher hier stehen. Mhm. Und in diesem Thermobecher sind Eiswürfel drin, die ich jetzt gerade hier, hoffentlich so, dass man das gehört hat, in ein Rührglas gebe. Dann steht hier eine Flasche Wermut und eine Flasche Gin. Die Wermutflasche wirft hier sehr professionell einen Schatten auf mein Rührglas. Das sollte reichen. Und genau. Und dann habe ich noch einen Rührlöffel und einen Strainer und dann habe ich da noch einen Cocktailspitz. Ich hätte sogar alles da, um auch Dry Martinis zu machen. Fällt mir da auf. Aber jetzt habe ich Portwein. Ja, wo bin ich jetzt falsch abgebogen? Nee, bist du überhaupt nicht falsch. Es war reines Interesse. Es war überhaupt nicht. Ach so. Ich musste allerdings weggehen, weil ich trinke meinen Dry Martini anders. Du frostest ja immer die Zutaten, ja, genau. Ne? Ja, okay, das genau. Für mich ist das selbstverständlich beim Martini, den ich trinke im Endeffekt keinen Dry Martini, ich trinke im Endeffekt gefrosteten Gin, in den ich ein paar Tropfen Bitter hineinmache. Und den Wermut, das funktioniert ähnlich wie bei dir, also homöopathisch. Ja, ich habe jetzt durchaus von dem Wermut auch was reingemacht, allerdings wirklich nur 1 cl gegen 6 cl Gin. Und ich habe tatsächlich auch einen Tropfen Grapefruit-Bitter reingemacht. Ja, genau, ich habe auch Grapefruit-Bitter. Und ich habe Tanqueray 10, aber eben gefroren, der schön ölig ich ist. Auch Tanqueray 10. Ebenfalls gefrorene Glas hineinlief. Ja. Aber auch ohne Olive trinke ich den. Also normal würde ich da, also gerade bei Tanqueray 10 eher auch eine Zitronenschale reinmachen. Also ja, ein bisschen New Style. Bei Tanqueray 10 auf jeden Fall die Zitrone. Aber ich mag das mit der Olive auch. Wenn man einen anderen Gin hat, gerne. Das Einzige, was ich jetzt nicht habe, ist ein gefrostetes Glas, weil dieses Glas hätte nicht mit in den Thermobecher gepasst. Ja, das war das, wo ich vorhin drüber gestolpert bin. Weil halt bei Martini brauchst du halt ein Martini-Glas, obwohl ich das auch nicht habe. Ich habe eine Cocktailschale, muss ich gestehen. Aber es ist immerhin gefrostet. Also ja, ich. Weil aus dem Tumbler, Martini aus dem Tumbler trinken ist schon ein bisschen gemein. Ich habe auch eine Cocktailschale, aber sie ist halt so groß, dass sie nicht ich habe so einen kleinen Thermobecher, der hier bei mir gut zwischen Tastatur und die ganzen Elektroniker hier passt. Und da hätte die nicht mit reingepasst. Ein Tumbler geht da rein in das Ding. Man kann viel aus dem Tumbler trinken, aber keinen trockenen Martini. Eben, oder? Deshalb. Also. Wenn ich so irgendwie... Ich hab schon bei der Cocktailschale ein schlechtes Gefühl, muss ich sagen. So. Ich kann demnächst meine erste Zitrone von dem kleinen Mini-Zitronenbäumchen auf meiner Terrasse ernten. Aber die wollte ich jetzt nicht verzesten, diese eine erste Zitrone. Die muss ich dann auch auspressen und für irgendwas anderes benutzen. Der wollte ich jetzt nicht die Schale rauben.
Das ist schon cool, weil man dann wirklich weiß, dass die Schale unbehandelt ist. Ja. Und sie selber. Die wächst schon seit letztem Jahr, diese Zitrone. Die ist über den ganzen Winter im Hausflur weitergewachsen. Ist wahrscheinlich auch nur die Zeste zu gebrauchen. Das Innere ist vollkommen holzig. Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Aber es ist beeindruckend groß und sieht aus wie so eine richtige Zitrone aus dem, die wie sie auch im Supermarkt liegen würde. Also sie ist nicht irgendwie klein und schrumpelig oder irgendwie komisch oder so, sondern sie ist richtig eine stattliche große Zitrone. Sehr schön. So, dann gehen wir weiter. So, ich habe das auch verbe-reelt natürlich und wir haben natürlich nachher noch Instagram, da könnt ihr auch sehen, wie ich habe natürlich schon fair reagiert. Genau, wie wunderbar gefrostet die Flasche und das Glas ist. Das sieht wirklich sehr schön aus. Dann poste ich jetzt noch das Gegenstück dazu, diese ungefrostete Glas. Be-reelen kann ich nicht mehr, da muss ich hier gleich. Ich habe leider alle meine Be-reels heute schon im Ossetisch-Seminar aufgebraucht. Kann ja mal passieren. Von daher kann ich nicht, ja. Was ist denn Ossetisch? Ossetisch machen wir gerade bei uns im Oberseminar der vergleichenden Sprachwissenschaften. Ist so, ja, eine indogermanische Sprache, von der man sehr wenig hört. Ist iranisch. Südossetien sagt mir irgendwas. Wo ist denn das? Das ist in Georgien und der Norden ist in Russland. Und der Süden ist aber auch von Russland okkupiert, genau. Wo sie immer Krieg rumführen, ja. Mhm. Genau, und da sprechen sie eine iranische Sprache, die da sehr lange schon isoliert ist. Sehr, sehr lange schon. Und die einzige Vertreterin ihres Zweigs der iranischen Sprachen. Deshalb sehr, sehr spannend. Und wir haben heute so uns ein bisschen die ältesten Texte angeschaut, die so aus dem 12. Jahrhundert vielleicht sind. Das sind sehr, sehr wenige. Und später erst dann geht das wirklich los. Wird auch bis heute gesprochen. Gibt auch Sprachaufzeichnungen, mit denen man arbeiten kann und richtig viele Infos. Ist wenig zu geforscht. Und wenn natürlich vor allem auf Russisch. Und ja, kein besonders beliebtes Feld, obwohl uns natürlich so eine Sprache sehr viel über die Geschichte dieser Sprachfamilie und der ganzen Region erzählen kann. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Was, oder was? Oder ist ein Seminar? Nee, das ist einfach, genau, Seminar. Es gibt so immer Semester bei uns, das Oberseminar, das dann der Professor gibt, wo halt die ganzen Graduierten sitzen, also Doktoranden und so weiter. Und da haben wir halt entweder so aktuelle Forschungsfragen, wo man sich dann was rauspickt oder manchmal auch nur so Vorträge, jemand stellt seine Arbeit vor und man redet darüber oder so. Oder eine Mischung aus beidem. Jetzt gerade dieses Semester ist Ossetisch. Also wollten uns mal gemeinsam einer Sprache widmen, für die niemand von uns Experte ist, bei dem man aber dann ein bisschen lernen kann, vielleicht auch schnell an den Punkt kommt, wo man auch gute Infos hat, gute Erkenntnisse hat und vielleicht auch mal was daraus publizieren kann oder so. Einfach ein bisschen was drüber lernt. Und da haben wir uns für Ossetisch entschieden, was ich eine coole Wahl finde, weil ich auch vorher noch nie was, also ich hatte davon gehört, aber ja, genau, noch nie was Wort drüber mal gelesen, gehört. So. Und genau, weiß, ja. So richtig zuordnen kann man es nicht. Und, ja. Also vor heute um 14 Uhr wusste ich auch einfach nichts über die Sprache und jetzt weiß ich zumindest ein paar Sachen. Und das wird sich jetzt über das Semester noch. Toll. Ja, das wird sich über das Semester noch ein bisschen erhöhen. Super spannendes Thema. Ja, dein ganzes Fach ist super spannend. Brenne lichterloh für dein Fach. Ich habe schon den Unmut meiner Frau diese Woche wieder auf mich gezogen, als ich so fallen ließ, du, also Mittwoch wäre gotisch abends. Ja, ich hoffe, das klappt. Das ist ein bisschen komischer Termin geworden, Mittwochabend. Also ein furchtbarer Termin. Ja, diese Woche klappt es leider nicht, weil ich diese Woche nicht nur meine Kinder, sondern auch noch ein fremdes Kind zur Beaufsichtigung habe morgen. Aber ich habe den Dozenten schon angeschrieben heute, ob er mich auch nächste Woche noch teilnehmen lässt. Das heißt, nur über Zoom klappt bei dir auch nicht oder so. Ach, wird das auch über Zoom gemacht? Auf Nachfrage. Also es ist bei uns immer optional Hybrid zumindest, genau. Ah, das wäre natürlich geil. Was ich eine schöne Sache finde, also, ja, ich habe es mit reingeschrieben in die Mail, die ich heute geschrieben habe. Also vielleicht, das wäre natürlich super, wenn ich dadurch teilnehmen könnte schon an der ersten Stunde. Ja, genau, weil wir häufige Leute haben, die nicht immer da sein können, von woanders kommen oder nicht ins Gebäude oder wie auch immer. Und deswegen versuchen wir zumindest das mal anzubieten. Das ist natürlich cool, ja. Geilo. Ja, das ist eine schöne Neuerung, die so über die Pandemie kam, finde ich, dass man das so beibehält. So ein paar Sachen, da kann ich sehr ein Lied von singen, hat die Pandemie uns doch Gutes gebracht auch. Und ja gut, wir sind halt jetzt auch in der Zeit, wo sowas gehen sollte im Studium, gell? Also. Ja genau, und inzwischen auch hat jetzt halt jeder Raum auch so seine Technik und jeder Dozent hoffentlich auch ein bisschen die Kenntnisse und dann passt das schon. Ja, schön. Ja. So, da verabredet hier schon wieder Dinge. Aber lass uns mal weiterkommen. Jagged Mind steht hier noch auf der Liste. Nicht alle brennen so für Ossetisch und Gotisch wie wir beide. Wer weiß. Übrigens, Ossetisch und Gotisch hatten offenbar auch Kontakt viel heute am Rande. Natürlich. Das fand ich ganz spannend. Hat ja alles mit allem Kontakt gehabt. So gut. Die Ostgoten und so weiter, ja. Mhm. Okay, Jagged Mind. Jan hat uns noch einen Film mitgebracht. Jagged Mind. Auch auf Den, Disney.
Auch auf Disney, ganz anderes Programm. Mhm. Würdest du den versuchen zusammenzufassen? Einfach weil mir das wesentlich schwerer fällt und ich mich nicht darauf vorbereitet habe. Ja, ich habe mich natürlich auch nicht darauf vorbereitet, aber mir fällt sowas natürlich leicht, weil ich sowas ja immer mache und vorbereitet dummes Zeug reden. Ja, es ist im weitesten Sinne, es ist eine, was ich ja sehr mag, eine Murmeltiergeschichte. Also so eine Zeitwiederholungs-Zeitschleifengeschichte. Allerdings hier bisschen anders, als man das so kennt. Hier findet das in einer Beziehung statt zwischen unserer Protagonistin und einer anderen Frau, die sehr offensichtlich, ja, böswillig ist oder irgendwas im Schilde führt und die wohl die Zeitschleifen irgendwie herbeiführen kann. Und unsere Protagonistin hat solche Flashbacks oder wird dann auch irgendwie von Zeitebene zu Zeitebene geworfen. So ganz versteht man das am Anfang nicht. Und ja, es geht dann darum, sich daraus irgendwie zu befreien. Oder sich dessen überhaupt erstmal bewusst zu werden. Vielleicht Informationen mitzuretten in diesen Zeitsprüngen. Und sich dann vielleicht irgendwann daraus zu befreien. Mhm. Ich hoffe ja, es ist dir nicht zu horrormäßig gewesen. Nee. Ich weiß, dass du nicht so gut abkannst. Du standst zumindest als Genre-Tag auch dran. Nee, so schlimm ist bei mir mit Horror auch nicht. Es gibt okay. So manche Horrorsachen, die mag ich nicht so, genieße nicht so, aber ich hab schon auch eine Horrorgeschichte. Also ich habe früher auch schon Horrorfilme geschaut. Okay. Ist nicht. Ist jetzt nicht mein Lieblingsgenre, aber nee, das war ja, also es war schon sehr spannend. Ich habe auch, es nicht in einem Durchschnitt, es kommt dann irgendwann der Zeitpunkt, in einem Film manchmal, wo ich mir denke so, ah, das ist mir jetzt irgendwie unangenehm, ich möchte das jetzt gar nicht weiter, so die innere Anspannung ist zu groß. Mhm. Dann so im letzten Viertel, würde ich sagen, war das so, wo es dann darum geht, so, man weiß eine Lösung und schafft man das jetzt, das durchzuführen und so, ja? Ja. Wo sich dann so sehr, sehr stark verdichtet hat, was auch die Offenbarungen anging. Da habe ich es dann mal verschoben um einen Tag. Und nee, aber ich konnte das gut schauen. Also ist jetzt nicht irgendwie, ist ja kein Splatter oder so. Es ist ja, eher so der Horror ist da, aber eher so auf der psychologischen Ebene. Ich finde es witzig, ja, ich muss ihn auch an zwei Tagen gucken, einfach weil ich am Montagabend so müde war. Hab's nicht geschafft, aber ich glaube, ich habe ungefähr an derselben Stelle unterbrochen. Also genau, Murmeltiergeschichte. Ich finde das Spannende oder das Besondere an dem Film ist ja erstmal, dass er dieses Konzept halt so komplett auf eine Beziehung und auf eine Liebesgeschichte eigentlich umlegt, wie du auch gesagt hast. So, ne? Also sie lernt diese Frau kennen, Alex. Und von Anfang an merkt man, irgendwas ist da komisch, weil diese Schleife wiederholt sich immer wieder und manchmal in diesen Flashbacks taucht Alex auf und ist irgendwie ganz anders, gewaltsam, es bricht aus ihr raus oder so, ne? Ja, die ist manchmal so richtig extrem ekelhaft toxisch. Ja. Und dann aber nur für 3 Sekunden und dann wird das, was sie gerade Toxisches gesagt hat, zurückgespult und sie sagt es nochmal auf nett. Mhm. Das heißt, du weißt von Anfang an, da ist irgendwas komisch? Ich fand es ganz witzig, weil eigentlich ist das so der Film, nicht den ich mir immer gewünscht habe, von dem ich mir immer gedacht habe, der müsste doch existieren. Weil ich dachte so, okay, wenn wir Science Fiction haben, es gibt jetzt dieses Element, man kann Zeitschleifen machen, man kann in der Zeit zurückreisen, wie auch immer. Zurückdrehen, dann wäre doch das Erste, was Typen irgendwie machen würden, das wäre so, ja, das zu missbrauchen für irgendwie, ich kriege jetzt eine Frau. Das ist so, ich denke sofort an diese Pick-up-Artist-Szene, die denkt, so Frauen sind Maschinen, man muss nur das Richtige reintun, dann kommt Sex bei raus oder so, du weißt ja, schon. Was oder so. Murmeltier ja damals auch erzählt hat im Endeffekt. Ja, ne? Genau. Also, und, also genau das macht er ja. Genau das. Er überlegt sich, was muss er Richtiges sagen und dann kann er es nochmal neu machen und dann hat er es von Anfang an richtig gesagt, also liebt sie ihn oder so. Mhm. Und ich dachte, dass, also es gibt auch diesen komischen mit Adam Sandler, wo er mit so einer Fernbedienung vor- und zurückspulen kann oder so. Da wird das auch so ein bisschen gemacht, wo halt das Thema ist, ich mache das, um irgendwie meine Chance bei Frauen zu erhöhen und werde dadurch aber auch ein besserer Mensch, ja. Weil ich dann Klavier spielen kann. Ich genau, also die positive Variante davon ist so, ich nutze es jeden Tag, um ein bisschen besser im Klavier spielen zu werden. Die negative Variante ist, ich nutze es irgendwie aus, um Leute zu hintergehen oder so. Und so ein bisschen ist es hier. Und das Spannende an diesem Film, finde ich ja, also an Jagged Mind, auch so die Perspektivumkehrung. Also sie sieht ja, da, was macht es von der anderen Seite? Weil sie merkt ja an Alex mit der Zeit, dass sie irgendwie inkonsistent ist, irgendwie nicht sie selber ist und irgendwie ihr was vorspielt. Also auch ohne diese Flashbacks. Das finde ich ganz spannend. Ja. Und gleichzeitig halt so diese Beziehungsdynamik nutzt der Film ja. Also der Film nutzt dieses Sci-Fi-Magie-Element irgendwie, um eben eine Geschichte über Gaslighting zu erzählen. Also diese Alex ist ja super manipulativ in dem Sinn. Von einerseits ja,
sie erzählt ihr ja immer, dass es an ihr liegt, dass es nicht stimmt. Ja, du hast ja eh nicht mehr das beste Gedächtnis. Es ist ja auch Alzheimer in deiner Familie. Und also da würde ich, wenn wir beide jetzt eine unterschiedliche Erinnerung haben, dann würde ich mir aber eher glauben. So, weißt du, einerseits das. Ja, reines Gaslighting, klar. Ja, genau, reines Gaslighting plus eben noch dieses Element von, was da auch reingehört, von ja, ich mache das doch für dich. Du hast ja das doch eigentlich gewünscht. Ich will doch nur dein Bestes oder so. Ne? Und dadurch entsteht diese beklemmende Horroratmosphäre eigentlich. Diese Sache, von der wir von außen schon eine Weile länger als die Hauptfigur wissen, dass sie sich befreien muss oder so. Und dann diese Mittel rausfinden. Das finde ich ganz spannend, weil es natürlich ein sehr reales Phänomen und Problem ist. Aber auch vermischt mit diesem magischen Element. Und genauso, also ich dachte mir immer, auch so bei Murmeltier oder so, wenn es das gäbe, dann würden die Leute das doch genauso machen. Das finde ich ja ganz spannend, auf diesen Film umgelegt, aus der Gegenperspektive. Genau, wenn es das gäbe, dann wäre es ein fucking Horrorfilm. Ja. Ja, genau. Und hier ist halt mal nicht der Gaslighter die sympathische Hauptfigur, sondern hier ist genau die Person, der es passiert, die Hauptfigur. Die merkt, was stimmt denn da eigentlich nicht? Und ist das vielleicht problematisch? Also fand ich eine kluge Umkehrung dieser Erzählung. Ja, auch nochmal ein Kommentar auf das Genre, den ich so noch nicht gesehen habe. Deswegen davon von mir schon mal Lob. Obwohl ich schon finde, dass man das nicht so plakativ offensichtlich hätte machen müssen, dass die Gaslighterin, dass die eben, dass sofort klar ist, okay, die ist ultra sinister, ja, das war halt einfach zu deutlich vom ersten Moment an, hätte nicht so sein müssen, aber ja, insgesamt doch von der Story, bin ich bei dir, ja, hat mir auch gefallen. Also, ich sag das selten, aber ich finde insgesamt war der Film zu kurz. Also hätte sich mehr Zeit nehmen können, so ich hätte, genau, wie du es eben meintest, am Anfang noch so zumindest 20 Minuten brauchen können, wo es mir als Zuseher auch noch so erscheint, als sei die Beziehung gesund oder als sei das eine gute Sache, ne? Dann hätte ich vielleicht mehr noch diesen Twist, den sie ja erlebt, auch mitgefühlt als Zuseher, das ist durchaus wahr. Da kommt er sehr schnell zum Punkt und am Ende eigentlich auch. Sobald wir wissen, dass es Magie ist, geht es zack, zack, Schlag auf Schlag und sie kommt da raus, fertig, so, ne? Also da finde ich, an beiden Enden hätte ein bisschen mehr sein können. Ja, und es geht auch so schnell, dass man es selber kaum versteht. Also da waren so Fragen, wo ich so das Gefühl hatte, da würde ich eigentlich jetzt gern nochmal kurz hinterfragen oder so. So zum Beispiel dieses Thema, wie funktioniert denn diese Welt? Wie wird denn da zurückgespult? Wer wird da alles zurückgespult? Auf wen zieht sich dieses Zurückspulen? Da spielten dann ja auch noch andere Figuren mit eine Rolle. Ja, so, wie ist das mit diesem Zurücksetzen? Das habe ich gar nicht richtig alles verstanden. Das ging so hoppla hopp. Ich glaube, es gibt nichts zu verstehen. Ich hatte das Gefühl, der Film hat ein bisschen Angst davor, sich selber mit diesen Fragen zu beschäftigen. Also dann gibt es hier diese Schatulle, die ist magisch. Hier gibt es diese zwei Leute, die sind magisch, die stehen da drüber, die verstehen das. Und dann wird es schnell gelöst und dann ist auch schon zack, Endkonfrontation. Also ich will nicht sagen, dass jeder Sci-Fi-Film, wenn dann einer ist, immer erzählen muss, wie jedes seiner Elemente funktioniert. Ich bin auch mit ein bisschen Fantasy-Magie zufrieden. Aber hier ging es mir auch zu schnell. Ich hätte mir ein bisschen mehr Mut von dem Film gewünscht, zu sagen, okay, das ist das Element und so funktioniert es. Und vielleicht so funktioniert es auch für den Anwender, dass wir es zumindest auch selber verstehen. Und das hätte auch, glaube ich, dem Film noch ein bisschen mehr Konsistenz gegeben einfach. Ja, war halt auch unter 90 Minuten, gell? Stimmt, 82 Minuten oder so, das war sehr flink. Das ist schon echt richtig kurz, ja. Wie gesagt, die Beats waren gut. Ich mochte das. Ich mochte auch die Konfrontation am Ende und wie sich das alles auflöst. Aber ich hätte ein paar mehr Zwischenschritte gebraucht, tatsächlich. Definitiv. Ja. Ja, gut. Und manchmal auch halt massiv vorhersehbar. Ja, klar. Aber. Ja, ich fand trotzdem nicht schlecht. Also, ich fand es ein interessantes Teil. Auch das Vorhersehbare kann man ja auch so deuten, dass man sagt: Ja, das ist vorhersehbar, weil wir das alles schon mal erlebt haben, was einfach nur zurückgesetzt wurde, wo einfach Erinnerungen in meinem Gedächtnis sind. Also da hat man dadurch eben so ein bisschen ein ähnliches Empfinden wie die Protagonistin gehabt. Gell? So dieses, nee, ich gehe nicht ins Wasser, weil da habe ich halt Träume von gehabt, dass ich ersäuft werde. Gell? So insofern ist es gar nicht so verkehrt, dass es ein bisschen vorhersehbar ist, weil es eben dieses Gefühl auch so mittransportiert. Das schon. Ich meine, Anklänge sind auch da von irgendwie noch mehr Komplexität, allein so Nebensätze, wie die Antagonistin dann sagt, ja, hey, wie oft ich dich schon umgebracht habe oder so. Weißt du, so, wow. Also einfach ein krasser Gedanke in so einem kleinen Nebensatz. Und dann würde ich eigentlich noch mehr wissen, was macht das mit ihr oder löst das jetzt noch mehr bei der anderen Figur aus diesem kurzen Flashback. Also es ist schon, da ist noch Stoff da, ja. Ja. Ja, nee, aber cooler Film. Also ich mochte dann auch, kanntest du irgendjemanden, der da mitspielt? Nee. Ich nehme mich, glaube ich, gar nicht. Glaube nicht. Nee, ich glaube, nee. Also kleines Ding wird es auch nicht weiter beworben. Die Regisseurin Kelly Cardi sagt mir auch gar nicht. Ich glaube, der hat doch erst einen Film vorher. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber sag mal, in welchem Land soll der Film überhaupt spielen? Ich vermute, das ist, also es ist immer von, sie reden ja, glaube ich, immer über Haiti und Haitian Creole, aber es ist, glaube ich, Little Haiti. Ah. Das ist dann in, wo ist denn das? Florida? Ah, okay, ja, Florida könnte sein, ja.
Little Haiti, so, Miami, ja. Das ist Miami. So afrikanische Anklänge, das lag aber auch daran, dass man die Musik, das habe ich auch erst nicht verstanden, die Musik, die man gehört hat, war nicht Filmmusik, sondern war das, die war die Musik, die sie beim Joggen hört. Und das war so, hatte so afrikanische Anklänge. Also jedenfalls in meiner, ich kenne mich dazu wenig aus, aber es klang für mich so. Und dann wurden auch irgendwelche Flaggen gezeigt, die ich nicht so richtig zuordnen konnte, so schnell, aber du hast recht, ja, es könnte ein... Also so, soweit ich es beurteilen kann, waren sowohl in der Kunst als auch der Musik waren irgendwie sehr viel so, ja, karibisch, französisch, Kreol eigentlich. Also ich würde da auf Haiti auch irgendwie setzen. Aber dann plus eben dieses, eigentlich das Diaspora-Element. Also ich würde sagen, ich würde jetzt Miami irgendwie vermuten, dass dieses Little Haiti gemeint ist. Ja gut, was ja auch passt, was die... dieses ganze Drumherum und die Alex-Figur angeht. Ja. Die ist halt nicht in Afrika, sie ist halt ja, deutlich nicht afrikanisch. Südafrikanisch passt nicht so. Ich habe auch drüber nachgedacht, ob ich von dieser Exotisierung irgendwie was komisch finde, so im Sinne von, ja, das ist halt dann so, also die Magie, die da stattfindet, ist natürlich irgendwie karibisch Haiti, so, weiß nicht, also andererseits wird auch das nie ausgesprochen oder weißt du, so, sogar die Figuren, die dasselbe machen, weigern sich gegen das Vorurteil und sagen, nein, das kommt nicht von uns, das ist irgendwas von außen so. Also vielleicht das auch elegant umschifft einigermaßen, diesen Vorwurf, ne? Dass man immer sagt, ja, weiß nicht, diese Region, die ist so magisch oder so, wie es ja gerne passiert. Oder, ne? Das billige Beispiel ist ja, das ist hier so gruselig, weil das wurde auf einem Friedhof von amerikanischen Natives-Ureinwohnern gebaut oder so. Ne? Ist so das billigste Beispiel für Exotisierung. Aber genauso gerade im Kolonialkontext, so ja, das kommt aus dem tiefsten Afrika oder so. Ne? Ist bei Voodoo immer so ein Thema da bei solchen Filmen. Deswegen habe ich mich kurz gefragt, ob damit hier gespielt wird und ob das bewusst oder unbewusst ist. Ich habe übrigens gerade gegoogelt, es ist tatsächlich Little Haiti in Miami. Okay, es ist Miami, ja. Ja. Ich weiß nicht, ich war auch nie da, aber ja. Die Sprache, die da gesprochen wird, ist auf jeden Fall dieses französische Kreol aus Haiti. Ah ja. Was halt auch, glaube ich, viel vertreten ist. Stimmt, es wurde auch französisch gesprochen, gell? Ja. War das hier? Ach nee, das war auch in Poor Things. Ach, das wollte ich den Bob noch fragen. Was war in Poor Things? Da, das fand ich schön, hat mir gefallen in Poor Things, dass da Französisch und Englisch so gemischt wurde. Die haben da in Paris haben die auch Französisch gesprochen und haben es einfach nicht untertitelt. Das finde ich immer sehr angenehm. Das ist übrigens, ja. Finde ich natürlich nur deswegen angenehm, weil ich halt Französisch verstehe. Das macht natürlich für jemanden, der, Bob, du kannst ja kein Französisch. Wie war das für dich? Hast du dann da Untertitel angestellt oder hast du bis darüber hinweggegangen? Hast gesagt, naja, egal, verstehe ich halt mal drei Sätze nicht oder? Ich habe einen 360-Tage-Streak bei Duolingo. Du willst mir sagen, du kannst jetzt Französisch. Okay, also damit das habe ich nicht gesagt. Ich offiziell am schlechtesten Französisch in dieser Runde. Das habe ich, nicht gesagt. Jan, wie war es für dich? Du verstehst eh alles, du zählst nicht. Nein, also du darfst es ruhig auch erst beantworten. Nein, ich habe vieles von dem, was da gesagt wurde, nicht verstanden. Allerdings einiges auch einfach aus dem Kontext geschlossen. Ja. Und so ein paar Brocken vielleicht hier und da ein halbes Wort und da noch ein halbes und dann wird das mit dem Kontext einfacher, wenn dann so drei halbe Worte auch verstanden werden. Das ging mir ähnlich. Aber es hat mich nicht, ja, ich hatte das Gefühl, ich verstehe den Sinn der Szene auch so. Das ist übrigens mein letzter Hinweis darauf, dass sie immer noch ein geistiges Kind ist, weil wer so schnell eine Zweitsprache erwirbt, muss unter 7 Jahre alt sein. Das gibt's also mal radikal so ganz schnelle Hirnentwicklung. Ja, nee, ganz grob sagt man, okay, am besten lernst du, also auf Muttersprachniveau lernst du eigentlich nur unter 7 eine Sprache oder und dann so richtig gut eigentlich nur bis 14 und dann ist so ein Plateau. Also mit 15 lernst du genauso gut wie mit 60. Das heißt, das ist für mich ein eindeutiges Argument. Egal. Radikal schnelle Hirnentwicklung. Radikal schnelle Hirnentwicklung. Okay. Haben wir denn zu Jagged Mind noch was? Ich sehe schon, dass ihr dem, also Poor Things hat übrigens in der IMDb 7,9, Jagged Mind 4,4. Ja, 4,4, das finde ich gemein. Also das ist. Ich wollte es nur einfach mal hier so dazwischen werfen, gucken, was das macht. Gesehen, ne? Mal gucken, was passiert, wenn man das hier reinwirft. Darf man dem Film, auch, ja? Ist jetzt kein Film, dem ich 9 Punkte gebe oder so. Nicht an, aber gut. Aber so 7 oder 6,5 halt schon. Also ich gebe ihm 7, komm. Ich gebe auch 7. Ich habe auf Letterboxd hier 3,5 gegeben. Das sind ja umgerechnet dann 7. Ja. War schon ein interessanter Film. Ja. Genau, ich mag halt das Genre. Das ist halt, ja, das ist halt ein Heimspiel. Aber ich fand es gut umgesetzt. Und wie du sagst, er hat Dinge gezeigt,
die normalerweise in diesem Genre naheliegend sind, aber normalerweise nicht bearbeitet werden, weil man normalerweise immer Rom-Coms sieht, ja, genau, bei diesem Thema. Ich fand gerade da den Perspektivwechsel wirklich spannend. Das ist was ich mir zumindest schon mal von dem Genre gewünscht hätte. Und das fand ich hier mit interessanten Twists erzählt. Also durchaus. Ja. Ja. Mhm. Gut, dann übernehme ich die Überleitung, die mir da hingelegt wurde, mal wieder. 3,5 sind 7 umgerechnete Skala in der Jahn-Skala oder der anderen Skala und damit sind wir bei der Jahn-Skala. Wie hat sie sich weiter evolutioniert oder was möchtest du? Es gab da Diskussionen bei uns in den Kommentaren. Ne? Ja, genau. Deswegen komme ich drauf. Ich dachte, wir bringen das nochmal vor. Ich glaube, es war auch der Karel. Ne? Richtig. Ich habe das Gefühl, auch so über die letzten Sendungen hinweg, vielleicht ist Jahn-Skala auch zu so einem Wort geworden. Einfach wird häufig vielleicht auch falsch verstanden. Ich möchte auch nicht völlig hier als... Völlig falsch. Ich möchte hier nicht in die Geschichte eingehen als die Person, die immer nur alles Scheiße bewertet. Darum geht es ja bei der Jahn-Skala, genau, nicht? Genau, als würde Jahn-Skala bedeuten, man gibt den Dingern einfach nur ein Drittel der Punkte. Gell? Also das finde ich auch gemein. Weil genau das ist es ja nicht. Sondern man gibt einfach dem anderen zwei Drittel der Skala eine Bedeutung, die sie vorher nicht hatte. Ja, genau. Wobei, also einerseits, ich verstehe auch den Punkt von Karel, der quasi sagt, wenn er meinen Gedanken weiterdenkt und der Gedanke lautet, ich möchte mehr Platz für gute Filme haben, dann mache ich halt für schlechte Filme nur die 1 und alles andere ist gut. Und das ist ja auch nicht, also das ist ja auch Quatsch, ne? Also einerseits bin ich froh, auch im schlechten Spektrum unterscheiden zu können, weil ein 1-Sterne-Film für mich völlig anders ist als ein 5 dann 3, umgerechnet, ja, so, ne? Oder, ja. Ein 5er-Film würde ich noch oft empfehlen, tut es auch, der passt nur zu mir vielleicht nicht so gut. Und andererseits möchte man ja auch, also ich möchte auch vor allem verstanden werden. Ich möchte irgendwie weiterhin, soll diese Skala ikonisch sein. Und du kannst halt niemandem verkaufen, dass eine 3 von 10 gut ist, sondern... Jan, dank uns ist sie ikonisch. ikonisch im sprachwissenschaftlichen Sinn von das, was ich sehe, steht für etwas. Ja, so wie wenn da eine Toilette abgebildet ist, dann geht es da zur Toilette. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich so. Aha. Genauso hier, wenn ich einfach für mich sage, jetzt festlege, okay, Mittelmäßiges kommt in die Mitte, dann stimmt damit nicht jeder überein, aber jeder versteht zumindest sofort, was Sache ist. Wenn jemand meine Bewertungskurve bei Letterboxd sieht und das ist so eine Glocke und in der Mitte ist am meisten, dann weiß jeder sofort eigentlich, okay, Mittelmäßiges ist da in der Mitte und eine 2,5 oder eine 3 von 5 oder dann eine 5 oder 6 von 10 ist mittelmäßig oder so. Das heißt, obwohl das schon komisch ist, gell? Weil normalerweise... Das ist ungewöhnlich, ja? Und darum würde man ja, so, ja... Also nicht nur, was die Bewertung angeht, ungewöhnlich, sondern was die Entscheidung, Filme zu schauen angeht, weil man ja oft doch schon so ein Vorgefühl hat, wie man Filme finden wird und dann eben eventuell doch eher Filme schaut, die man gut finden wird, oder? Also, ja, aber natürlich. Ja, aber ich dachte auch, ich mag Poor Things. Ich gucke ja nur Filme, von denen ich denke, die könnten mir gefallen. Trotzdem gefallen mir nicht alle Filme. Wir nicht. Und selbst, wir gucken Filme, die irgendwelche Randos hier eintragen. Irgendwelche Randos. Tut mir leid, für so einen Lacher verkaufe ich meine Oma. Na, selbstverständlich. die keine Körperspannung hat, wie ich jetzt weiß. Nein, das war nur... Das war deine Mutter. Das war deine Mutter, egal. Der Bob schafft es, mehrere Generationen seiner Familie unter den Bus zu werfen in einer Sendung. Sehr gut. Na genau, also das ist dann das Argument, das mal kommt, dann also als Tipp, so gut gemeint, von oben herab, ja. Also ich habe da einen Tipp, ich gucke einfach Filme, die mir gefallen. So, ja, danke. Ja, ich etwa nicht. Nein, natürlich. Natürlich suche ich mir Filme raus, wenn ich vorher denke, die könnten mir gefallen. Und man liegt halt da nicht immer richtig. Und ich finde ja auch, wie gesagt, also auch eine 6 von 10, das ist ein Film, der mir gefallen hat am Ende. Da gebe ich auch mein Herz raus hier oder so auf Letterboxd. Voll okay. Also einfach die Skala ein bisschen neu zu definieren, weil bei den meisten Leuten, guck dir Christiane an, die wir hier so gern haben, oder andere Leute, die auch gar nicht mit deren Bewertungen wir uns auch gar nicht anlegen wollen. Trotzdem würde ich sagen, wenn da einfach von bei einer 10-Punkte-Skala von 1 bis 4 ist einfach nix und bei 5 nur ein bisschen, dann kann ich das stretchen. Das ist wie bei Amazon. Die 1 und die 2 gibt es eigentlich gar nicht. Die braucht keine Sau. Ne? So, das heißt, kann ich das alles ein bisschen rausziehen und sagen, ich habe dann mehr Raum für meine guten Filme. Und das ist ja die Idee von der Jahn-Skala. Ich bin da voll bei dir und ich glaube, ich mache das intuitiv schon lange so. Weil ich glaube, ich bin auch hier, Stefan hat neulich mal gesagt, dass er irgendwie 80% der Filme eine 6,5 gibt und das Gefühl habe ich selber bei mir auch manchmal. Ich bin da, glaube ich, eher so bei 5,5, 6,0 irgendwie so. Was ja die Mitte wäre. Also, ja, genau, was irgendwo so die Mitte ist. Und bei mir war auch immer, und das habe ich, glaube ich, auch schon ganz, ganz oft bei Bewertungen von Filmen gesagt, irgendwie so,
ja, der ist knapp oberhalb vom Mittelfeld so und dann kriegt er 6 Punkte, weil er war halt so, in der Mitte ist wie so eine Nadel und die Frage ist, fällt er rechts oder links runter? Und das finde ich und, richtig gut, das macht Spaß, oder? Also ich finde auch, dass irgendwie bei Letterboxd oder so, bei einer 10er-Skala ist eben die Null nicht möglich ist, dass du quasi nichts unten hast, sondern du musst dann, du hast eine gerade Zahl. Du kannst nicht einfach in die Mitte gehen. Das lernt man auch so bei Studiendesign, wenn ich Umfrage mache und machst eine Skala 1 bis 5, mach's nicht, mach niemals eine 3, sondern die ProbandInnen müssen sich entscheiden auf der Skala, nach links oder nach rechts. Ja, gut, das geht natürlich bei uns, wir kann eine 5-0 geben, man kann aber auch eine 0,0 geben, insofern ist die 5 eigentlich okay. Ja, also, aber hätte ich das gewusst. Nichtsdestotrotz, das wird mir, ich werde ja immer hier von meinen Mit-Podcastern gescholten, dass ich dann irgendwie Filme über den Klee lobe und dann am Ende 7,5 Punkte gebe, weil ich mir halt auch immer denke, so ein Zehner, der muss halt auch so den Test of Time bestehen. Auf da jeden bin Fall. Ich mir sehr selten sicher, dass ich eine 10 einfach so rausrotzen kann. Ich schaue jetzt mal, ja. Und bei Christoph ist es, glaube ich, da sitzt die 10 lockerer einfach und vielleicht jetzt. Ein richtiger, ein Lebemann, ein Gefühlsmensch. Ja, wenn ich von Liebe überschäume, ja. Ja, dann merkst du zwei Wochen, auch mal eine 10 raus. Dann merkst du 2 Wochen später, dass es dir peinlich ist, eine 10 gegeben zu haben. Das mag ich auch immer bei euch im Podcast. Zwei Wochen später nicht, aber dann 10 Jahre später frage ich mich dann, warum Stiefbrüdern oder. Ich weiß nicht, ob Stiefbrüder war. Oder, das gehört ja auch zum Erlebnis. Das gehört ja auch zum Erlebnis. Vorbilder oder sowas? Irgendwie, keine Ahnung. Dieser Larp-Film. Du willst mir also vorwerfen, ich bin zu reserviert und zu wenig emotionsgetrieben. Ja? Reserviert nicht, aber du hast halt kein Herz. Ja, das steht ja lange fest schon. Da stehe ich ja zu. Der Herz ist ja auch ein Muskel und der ist bei euch in der Familie tendenziell nicht angespannt. Ja, Bob, du bist halt so ein Berliner. Du bist halt so ein bisschen schnodderiger. Das ist, vielleicht ist das so. Vielleicht kann ich meine Herkunft doch nicht ganz verleugnen. Ich habe jetzt mal geschaut hier. Ich pflege ja mein Letterboxd-Profil. Und wenn es nach dem geht, habe ich 4.300 Filme geschaut. Wow. Und davon haben nur 31 eine 10 von 10, also eine 5 von 5 hier bei Letterboxd. Mhm. Und das ist also für mich so schon, ich sitze, bin ja eigentlich eher bei dir, Bob. Das ist schon so ein, das ist ein spezieller Club. So, da kommt auch nicht jeder rein. Da fliegen auch Sachen mal wieder raus, wenn sie sich nicht bewähren oder so. Mhm. Das ist schon ein spezieller Club. Den halben Stern übrigens genauso. Da ist jetzt gerade mit Poor Things der 24. Film dazugekommen. Ja. Also ich hab da noch so drin? Ich mach mal auf, ja? Ja. Ah, schlimme Sachen. Oh, hier. Also wie heißt er? Pedro Almodovar, All About My Mother. Oh, das ist der Kerl, der Transpersonen hasst. Da sind mehrere hier drin. Mhm. Hier, Lolita, Kubrick. Eigentlich ähnliches Thema wie Poor Things. Mhm. American Sniper von Eastwood. Fast and Furious Tokyo Drift, schlimmer Film. Der erste Jurassic World. Antichrist ist hier drin. The Wolf of Wall Street, High Life. Welcher kategorisieren wir gerade? Ein Stern oder was? Ein halber Stern, also unterste. Okay. Warum? Climax von Gasparné war auch schlimm. Ja. Warum Antichrist? Ja, Antichrist war auch einfach nur so, weiß nicht, zwei Stunden Lust am Ekel und dann war der Film vorbei. Ja. Brauche ich nicht in meinem scheiß Leben. Auch so, ja, das Frauenbild und von ihm und sowieso schwierig. Tokyo Drift hat mich einfach nur genervt. Also, einfach nur genervt ist vielleicht zu kurz gesagt, weil da geht es auch ganz viel um, ja, guck mal, also erstmal ist es der langweiligste Hauptcharakter auf der ganzen Erde. Du könntest dich nicht, wenn ich jetzt sage, spiel einen langweiligen Hauptcharakter, das wird dir nicht gelingen. So, weiß nicht. Und dann ist es halt auch noch so dieses Meme von, ja, schau mal, haha, der Weiße kommt nach Japan und zeigt den Leuten mal richtig, wie man Auto fährt oder so. Das war alles so von vorne bis hinten uncool. Ich wollte nur, dass es ganz dringend vorbei ist. Ich finde, hat das verdient, auch in einer Kategorie mit Birth of a Nation zu sein oder mit, was haben wir hier noch? Oh, die Verfilmung von Atlas Shrugged, rechtskonservative, furchtbare Scheiße und dann auch schlecht verfilmt. Uncut Gems, mein größter Hassfilm, den mochten viele, das weiß ich. Ja, da bin ich dabei. Aber das, holy shit, Mann. Das war, also das da überhaupt Film dabei. Zu nennen war. Heieiei. Mach ich das alles helfen, richtig gemacht. Alles ja, richtig deshalb musste ich letzte Woche das mit dem Safdie-Bruder erwähnen. Das habe ich dann vorne wieder vergessen. Einfach, weil ich versucht hatte, dich zu triggern und mal gucken, was passiert. Aber hast nicht richtig drauf reagiert. ist nicht steil gegangen. Ja, aber Uncut Gems also, war auch überhaupt nicht mein Film, ja. Also das sind so Filme, die bei mir hier in der niedrigsten Kategorie drin sind. Also, da kommt einiges. Mhm. Das meine ich mit, deswegen bin ich auch froh, noch abstufen zu können, so ab einem Stern oder anderthalb abwärts, da gehen wirklich so die moralischen Red Flags los. Das ist ein Problem, gegen den habe ich auf ethischer Ebene etwas. Den finde ich nicht nur langweilig, sondern das ist wirklich abstoßend, Das ist wirklich abstoßend, ja. Ja, gut, was Tokyo Drift angeht, würde ich wahrscheinlich auch
überhaupt nicht mögen, weil ich ja gar keine Autoverfolgungsfilme mag. Oder mich das einfach langweilt. Deswegen, wir haben in einer der kommenden Wochen haben wir Double Feature Autoverfolgungsfilme. Also ihr könnt euch freuen. Freu mich. Ja, das wird super. Dürfen wir das noch nicht verraten? Nein. Wie bitte, was dürfen wir nicht verraten? Was das für Filme sind? Nee, ich weiß gar nicht, ob ich das, darf ich jetzt natürlich nicht verraten, weil es das uns mitgebracht wird. Ich weiß es selber noch nicht. Ich gucke gerade, nee, ich kann es aber am Ende dieser Sendung verraten, denn es kommt nächste Woche schon. Ah, na okay. Juhu. Also, juhu. Geil, ich habe ja auch gar kein Thema mit Autos, aber ich durchlebe jetzt, wie ihr wisst, meine maskuline Phase gerade. Ich trinke jetzt Bier und ich spiele jetzt auch so Rennspiele und so. Ich lebe jetzt für Autos. Oh Why? Why? Nur so aus Spaß. Ich würde sagen, es gibt auch gute Autofilme, es gibt auch gute Fast and Furious Filme. Diverse sogar. Ja, ist eine Phase, geht auch vorbei. Aber Tokyo Drift gehört nicht dazu. Ja, hör mal, jetzt lass mich das doch nachholen in meinem Leben. Ja, vielleicht, das ist so mein letztes großes, also so Fußball. Neulich saß ich in einer Kneipe und da lief ein Fußballspiel. Und das heißt, wir haben uns schon unterhalten, wir hatten was zu tun und das Fußballspiel lief nur nebenbei. Das hat mich trotzdem noch gelangweilt. Ich weiß nicht, also. Ist so langweilig. Erstmal, ich gucke doch keinen Sport, der 0-0 ausgehen kann. Ja, genau. Also, ach komm, diese Amerikaner-Argumente wieder. Ach komm. Okay, aber vielleicht ist irgendwann soweit. Vielleicht kommt irgendwann noch der Fußball. Aber es gibt doch ganz viele Sportarten, die 0-0 ausgehen können. Ja, die gucke ich halt. Die schaue ich alle nicht. Aus dem Weg denn? Ich erkläre es dir. Oder sag erst, welche Sportarten. Ja, im Grunde alles, was theoretisch. Also, ja, aber wann geht Basketball 0-0 aus? Ja, ist das schon mal passiert? Richtig. Basketball oder nicht, Handball. Aber Eishockey vielleicht schon mal. Basketball aber viel doch, geiler. Nein, doch auch Eishockey nicht. Hör mal, dieses Eishockey, wo ist das, dass irgendwie, wenn es lang unentschieden steht, wird ein zweiter Puck reingeworfen? So, das will ich sehen, Mann. Action. Zum Beispiel, also in meiner WG, ein Hit lange Jahre lang, war ja das Mario-Fußballspiel auf dem Gamecube. Und genauso will ich Fußball. Da müssen Bomben und Bananenschalen rumfliegen und dann kippt das Stadion so nach links und rechts manchmal, wenn Bowser da drauf steht. Dann würde ich es auch schauen, ja. Wenn Bundesliga so wäre, dann würde ich das auch gucken. Sofort, ja, genau. Sofort. Das erinnert mich an, ich hatte ganz früher mal auf dem PC so ein Spiel, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das war so ein Ballspiel, wo man irgendwie so Sachen reinprügelt und dann waren aber alle bewaffnet und irgendwie durften sich gegenseitig umschießen und so weiter. Das war so eine dystopische, so Running Man war so ein bisschen so die Idee dahinter. Da gibt es ein paar. Wie heißen dieses? Ich glaube, ich weiß es, oder da gibt es wahrscheinlich etliche. Ja, wahrscheinlich, aber, und das fand ich damals schon irgendwie immer so eine Perversion, so nach dem Motto, mehr Action da reinbringen und mehr Tod und Blut und alles. Es ist Unterhaltung am Ende, also bring mehr Action. Weiß nicht. Das ja, oder mehr Gefühl. So, von mir aus auch das, aber irgendwie mehr, du weißt schon. Wenn sich verlieben auf dem Platz. Das ja? muss, das ist auch so eine Sache, das erfordert Leidensfähigkeit vom Fan und Leidenschaft, auch ertragen zu können, dass das halt alles nicht so läuft und dass man dann am Ende mit so einem 0-0 gehen dann halt beide Seiten so ein bisschen bedröppelt vom Platz und ich finde, das hat auch was. Das muss es geben. Ich weiß ja nicht. Nee, auch, dass es unentschieden ausgehen darf, da kommen ja die Amerikaner auch nicht so richtig drauf klar. Es ist zwar theoretisch technisch möglich in ihrem American Football, glaube ich, aber, oder? Eigentlich schon, ja. Ja, aber ich hab mich jetzt in Ted Lasso diese Woche auch gewundert, dass er sich da so drüber wundert, aber ja. Aber musst du eigentlich diese Woche schon über Ted Lasso sprechen oder kommt das noch in Zukunft? Ich habe erst einen Abend und dann noch eine halbe Folge geschaut. Aber das heißt, du hast jetzt Apple TV Plus? Ja, ja, ich habe an einem Abend sieben Folgen direkt. Flower Moon picken? Ich habe direkt sieben Folgen gebinged und dann am nächsten Tag ist meine Frau leider in der ersten schon eingeschlafen. Das ist kein gutes Zeichen. Nee, es lag aber nicht an Ted Lasso. Ich wollte gerade sagen, meine Frau ist nie bei Ted Lasso eingeschlafen. Nee, sie ist gar nicht eingeschlafen, sondern sie hat dann gesagt, also sie war halt sehr müde von der Kommunion, gell, und dann hat sie schon gesagt, nee, wir schauen nicht auf dem Fernseher, wir gehen gleich ins Bett und schauen da. Und dann lief es irgendwie 20 Minuten und hat sie gesagt so, mach mal hier diese Polizeiserie an. Da meint sie Brooklyn 99. Und da habe ich gesagt, ja, aber da schläfst du doch nach 5 Minuten ein. Da hat sie gesagt, ja genau. Sehr gut. Nee, aber Ted Lasso ist grandios. Also das kann ich nicht anders sagen. Ich lache mich dauernd kaputt und es ist große Liebe zu allen Protagonisten und es ist eine fantastische Wohlfühlserie. Aber du bist noch in der ersten Staffel, oder? Ja, ich bin noch in der ersten Staffel. Ist Danny schon da? Fußball ist unser Leben? Ja, okay. Fantastisch. Ich wusste gar nicht, ob der in der ersten Staffel schon kommt. Ich habe es nee, der kommt, ja. Ich glaube, eine fünfte Folge oder so. Ja, okay. Sehr gut. Fantastisch. Ja, ja.
Ich möchte unbedingt eine Filmempfehlung zu dem Thema raushauen, nämlich The Salute of the Jugger. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nein, nie gehört. Australischer Film. US-Titel The Blood of Heroes. Gefällt mir auch sehr gut. Ist genauso, wie du es eben beschrieben hast, da wird so ein postapokalyptisches Ballsportspiel gespielt. Irgendwie mit. Ich weiß gar nicht, ob es den irgendwo gibt gerade, sonst bestimmt. Das könnte auch so einer sein, der auf Archive rumfliegt, weil niemandem mehr gehört, sonst irgendwie auch. Irgendwo wird das auch sein. Das sind 80er, 90er wahrscheinlich. Wann ist der? Okay. 89. Wie heißt der? Salute of the Jugger. Und Jugger ist dieses Spiel, das fiktive. Und Jugger wird auch inzwischen auf so LARP-Veranstaltungen zu Schaumstoffwaffen gespielt. Das ist fantastisch. Ach, das kenne ich irgendwo her. Und das mit Joan Chen und mit Rutger Hauer. Und das ist einer der geilsten Filme, die ich kenne. Das habe ich auch mal gespielt. Ich wusste nicht, dass es auf einem Film doch, passiert. Genau. Das habe ich genau. Also mit so Q-Tips. Auf der Roleplay-Convention. Ich mag ja auch, dass es so verschiedene Rollen gibt. Der eine hat so ein Schild, der andere hat so eine Zweihandwaffe, irgendwie so. Und dann wird das ein bisschen Ballsport betrieben. Großartiger Film, liebe ich. Lustig. Also fantastisch. Aber ey, wenn man die Fotos anguckt, Rutger Hauer sieht halt einfach mal typisch Rutger Hauer-mäßig aus. Ja. Das ist alles sehr 80er. Oh mein Gott. Und Joan Chen ist super. Delroy Lindo, den ich auch total gern mag, ist dabei. Also schon so ein kleines Star-Aufgut, aber toller Film, wirklich. Also den liebe ich wirklich. Das ist ja lustig. Ja, und wenn ich mich mit dieser Ästhetik beschäftigen möchte, dann cool. Ist das auf jeden Fall was. Das habe ich auf eine Erlebnispädagogik-Fortbildung war das an einem Nachmittag ein Projekt, was man machen konnte, juggern. Und da hat man sich mit so Q-Tips verdroschen. Das war sehr lustig. Also genau, auf Deutsch heißt er auch, glaube ich, einfach nur Jugger, der Film, und auf dem basiert das, dieser fiktive Sport. Ich habe die Fotos angeguckt und Josef. I have seen things. Ich habe das auf der Roleplay-Convention mal gespielt. Da gab es so zwei Teams, und die hatten ihr Zeug dabei, und dann konnten halt so Leute aus dem Publikum spontan ein Team bilden und gegeneinander antreten. Natürlich haben wir da verkackt, aber es war mega witzig. Die Jugger, Kampf der Besten ist das, gell? Genau, Kampf der Besten heißt der auf Deutsch, ja. Geil, this is the blood of super heroes cheesy. Ja, wirklich fantastische Namen. Ich finde aber Salute of the Jugger auch einfach einen guten Titel. Okay. Die beste Inspiration für die Sportler-Jugger, ja, aber findet man nicht. Ja gut, muss man mal suchen, ob man den irgendwo findet, ja. Ja, das ist auch, also das macht schon Spaß, das ist wirklich ein schöner Film. Gut, ja, und soll ich mal gucken, was der auf der Jan-Skala hat? Bin ich eh dabei. Ja. 5,5. Wahrscheinlich 4, schätze ich. Also auf der Letterboxd 5er-Skala hat er hier eine 4 von mir bekommen. Das ist eine 8 von 10. Oh, wow. Hab ich gesagt. Ja. Das ist eine 8 von 10. Okay, dann schließen wir das Jan-Skala-Thema an dieser Stelle damit und kommen, jetzt wird's spannend, ich nehme an, das hast du hier reingeschrieben, Jan, Linkstein in Bayern. Oh. Kommt das jetzt als Antwort auf das Thema, wo Becky uns davon erzählte, wie das jetzt ist, wenn man politisch aktiv ist? Natürlich. Nein, tatsächlich, also das war die Inspiration. Also danach hatte ich so gescherzt oder so. Ist ja witzig, dass die beiden jetzt gerade in die Partei eintreten, wo ich gerade aus ihr raus bin oder so. Das fand ich wirklich spannend. Also auch das Gespräch mit Christopher, das ihr hier hattet, hat mich da wirklich nochmal ein bisschen, oder mit Becky habt ihr auch drüber gesprochen, glaube ich, ne? Ja. Und du bist auch hier ausgetreten, weil Wagenknecht ausgetreten ist. Genau, vor allem aus dieser Wagenknecht-Sache. Und ich finde es ganz spannend. Inzwischen, also ich bin jetzt parteilos und ich war noch nie so lange in meinem Leben parteilos wie jetzt. Gerade, ich habe das Gefühl, gerade im Moment sollte man zumindest irgendwas machen. Und klar kann ich irgendwie auf die Straße gehen und hier lokal Zeug machen, aber auch so irgendwie, ja, weiß nicht, Flagge zeigen, mich organisieren, fehlt mir irgendwie im Leben. So ein Verein halt, ihr wisst schon, was ich meine. Und ich finde die Perspektive so spannend, weil ich war jetzt halt länger bei der Linken dabei oder habe es so verfolgt und war so, ja, das ist eigentlich der ganze Diskurs, der da drin passiert, der hat mich so aufgeregt und so fertig und wütend und traurig. Ich meine, ich musste irgendwie, ich will nur noch verschwinden oder so. Und das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Das heißt, jetzt die Idee, wir nehmen die Trümmer von dem, was da ist, und machen das neu und reclaimen das als wirklich eine linke Partei oder so, finde ich auch spannend. Gerade wenn es sonst aber, keine linke Partei im Spektrum mehr gibt. Um das gerade richtig zu stellen, weil das eben vielleicht falsch rübergekommen ist, du bist nicht ausgetreten mit Wagenknecht, weil Wagenknecht ausgetreten ist, oder? Nein. Das sollten wir vielleicht wirklich nochmal richtig sagen. Das sollte man wirklich nochmal sagen. Nein, ich bin raus wegen des Diskurses um Wagenknecht, als sie noch drin war. Als auch sich es in der Partei so anhört, organisierte, als seien signifikante Bestandteile der Partei da auf dieser Seite und würden sich dazu schlagen, was sich dann auch bewahrheitet hat. Also das neue Bündnis von ihr oder um sie setzt sich auch durchaus aus Ex-Mitgliedern zusammen und so weiter. Ja. Und einfach wie wenig rigoros mit diesem Problem innerhalb der Partei, von dem, was ich mitbekomme, habe ich wirklich nicht mehr so tief drin, aber von dem, was ich mitbekomme, verfahren wurde, war für mich als letztes Zeichen zu sagen, ich gehe jetzt wirklich raus. Und dazu kommt das Thema Bayern, das ich anbringen wollte. Ja.
ich war die letzten 4 Jahre jetzt quasi, wenn ich ehrlich bin, auch überhaupt nicht mehr aktiv. Weil für mich halt, weil das Schöne immer lokal auch was machen zu können, wie Beck und Christopher auch meinten, ne? So wirklich so, ja. Ja, in Bayern ist halt. Man kann es verändern. Ja, hier gibt es keine Linke. Es ist so eine, eine einzelne Verlegerin irgendwie so und ein paar Leute und dann kommt man halt auf so 0,% oder so. Und das ist schon die linke, queere Hauptstadt von Bayern hier so. Ne? Also es ist eigentlich, du kannst es vergessen. Ich war halt lange wirklich so heimatlos, habe versucht, einen anderen Verein was zu machen, habe ja auch den CSD mal mitorganisiert oder so. Aber irgendwie fehlte mir so ein bisschen die politische Organisation dahinter, weiß nicht, wirklich so auch Parteipolitik macht. Und das Spannende finde ich ja, dass so die ganzen Leute in meinem Umfeld, die ich als links beschreiben würde, die sind bei den Grünen. Was so in meinem Kopf irgendwie überhaupt nicht zusammengeht, weil es für mich halt so die Partei für Hausbesitzer und nicht Hausbesetzer. Also ich bin in NRW aufgewachsen mit den Grünen als die klassisch konservative Partei. So, also in meiner Heimatstadt und so, ja, in Köln, wo ich lange gelebt habe, hat die Grüne zusammen mit der CDU ganz lange die parteilose Bürgermeisterin gestellt oder so. Das ist halt der konservative Saftladen gewesen. Ich find's ja schon spannend, wie so auf Europaebene müssen ja irgendwie die Grünen aus Norwegen mit den Grünen aus was weiß ich wo Frankreich und aus Deutschland irgendwie kooperieren oder so. Aber auch innerhalb von Deutschland finde ich das einfach krass. So, das ist irgendwie schon, weißt du, die Kölner Linke mit der Nürnberger Linken irgendwie zusammengehen muss oder die Grünen oder was auch immer. Das finde ich so spannend, weil die Unterschiede doch so krass sind. Am derbsten fand ich es, als du, Christoph, erzählt hast von den Freien Wählern, die ja wirklich nur so als Verbund gestartet sind und ne, uns halt als irgendwie so Neonazis bekannt sind, aber eben halt auch manchmal linke Politik machen, also in manchen Regionen. Genau. Das ist also komplett absurd eigentlich. Weil sie eigentlich so gedacht sind, gar keine Partei zu sein, gell? Sondern halt frei. Ja. Und bei uns ja der Problem mit den Grünen auch, die ja bei uns auch die einzige linke Partei sind, die halt, muss man sagen, die Egoistenpartei sind, weil sie halt hier alleine nicht mal stark genug sind, sondern sich halt mit so einem Interessenbündnis gegen die Umgehungsstraße vereint haben, was halt dann über über grüne Argumente versucht wird eben, also wo die Grünen einfach instrumentalisiert werden, wo aber einfach krasser Egoismus von ein paar wenigen Hausbesitzern dahinter liegt, die halt die Umgehungsstraße nicht hinter ihrem Haus lang geführt haben wollen. Gell? Also da geht's halt nicht um grüne Politik, sondern da geht's halt um reinen Egoismus. Einfach, das Leid vieler gegen das Leid mancher, ja? Also das ist die vulkanische Sache. Sache? Ja. Ja, also genau darum geht es hier und da sind die Linken halt, die Grünen halt lassen sich da instrumentalisieren, vielleicht weil sie alleine einfach völlig zu schwach wären, weil, wie du ganz richtig sagst, wir sind halt in Bayern und da ist halt wenig prozentuale Möglichkeit für linke Parteien. Gell? Ich finde ja gerade an Parteipolitik schon generell die Frage spannend, so hey, wer kooperiert mit wem oder unter welchen Umständen bist du bereit, mit wem irgendwie ins Bett zu gehen? Und dann kommen halt noch so lokale Sachen zu, ja, denen gehört halt hier die ganze Innenstadt oder so, ne? Und da musst du irgendwie Das war auch in Köln nochmal sehr krass zu beobachten, wo irgendwie 3 Familien die ganze Stadt gehört oder so. Ne? Obwohl, also innerhalb in Würzburg ist es ja einfach, da gehört es entweder in der Kirche oder im universellen Leben. Also. Nein, hier Weinberge, unterschätzt nicht Weingüter, das ist total krass. Wie gesagt, also das war in der Organisation zum CSD vor ein paar Jahren, wir wollten eine Wiese haben, wo es dann so, also irgendwo, also wir wollten einfach eine Wiese haben und es gab so 3, 4 zur Auswahl und ja, die eine ist irgendwie bei der Uni, die geben es nicht her, so, weiß nicht, und dann der Rest sind halt Weingüter, denen gehört hier irgendwie auch alles und da muss halt jemand zufällig die eine lesbische Winzerin kennen, die es gibt oder so, ne, also irgendwie also Weingüter sind ein großes Thema, sehr, sehr viel von der Stadt gehört auch der Weinindustrie, sage ich mal, nein, obwohl aber ich genau. Ich sagen muss, wenn ich mir die Kirche und das universelle Leben als Alternativen vorstelle, finde ich die Weinindustrie sogar noch die sympathischste. Auf jeden Fall. Nee, spannend ist auch, wir haben jetzt auch so ein Crossover zwischen Universität und Kirche, wir haben ein neues Projekt, dessen Gebäude sind untergebracht bei den Erlöserschwestern in der Innenstadt, was auch super spannend klingt. Ist. Oh Gott. Das ist halt so schlimm. Du kommst da rein, schon so ein bisschen andere Welt irgendwie. Da laufen überall diese Nonnen rum, auch in der Kantine sitzen die halt und so, weiß nicht. Und ich glaube, die beobachten auch die Universität mit so einem gewissen Argwohn, wenn da die ganzen Studierenden kommen und so. Das ist ein bisschen. Neumodisches Zeug. Also schon, es passt thematisch auch irgendwie zusammen. Die Theologie sitzt da auch oder so. Die haben auch Teile der Räume, aber schon witzig, dass man sich das jetzt so teilt und ich habe heute das Seminar bei den Erlöserschwestern. Wenn du bei uns Altpersisch machen würdest zum Beispiel, dann wäre das immer montags bei den Schwestern. Wie passend, das ist fantastisch. Ja. Altpersisch, okay. Aber ich glaube, wenn du den Altpersisch-Kurs siehst, dann machst du dir auch keine Sorgen mehr, dass du irgendwie, weiß nicht, komische Sachen
in auf deinem Gelände passieren. Ich weiß nicht. Der Altpersischkurs ist vielleicht doch eher gesittet. Weil da werden ja schon, also ne, wir lesen auch magische Texte und so, ne, also durchaus auch mal wirklich heidnisches. Nein, das ist jetzt fiktiv. Ich glaube, die sind cool mit allem, das ist schon okay. Aber es ist ein witziges Gefühl halt so, okay. Ein Kollege meint, ja, wenn man hier sitzt manchmal, dann hört man halt so die Orgelmusik im Innenhof. Das ist ein bisschen nervig. Ich wäre auch so, hey, schön. Ist doch besser als die scheiß Hauptstraße zu hören, ganz ehrlich. Dann spielt halt jemand Orgel da im Innenhof. Voll cool. Ja. Tja, was wollte ich eigentlich sagen? Links sein in Bayern. Ich weiß nicht. Also eigentlich, genau. Ich fühlte mich durch dieses Gespräch, das ihr hattet hier inspiriert und auch durch das, was Becky und Christopher gerade zu teilen, durch ihren Eintritt. Vielleicht ist es doch eine Option, jetzt so zurückzugehen, weiß nicht, aber halt nicht in Bayern. Also es ist, ich will auch nicht sagen, ich gebe die Partei auf, die Linke hier irgendwie so, aber es ist deskriptiv, halt ein komplett anderer Standard. Es ist halt quasi hier nicht existent. Man ist dann auch, also ich weiß nicht, man fühlt sich ja eh schon nutzlos, wenn man in einer Partei unter 5% ist, so, ne? Oder die ist auch Piraten demnächst nicht. Da war ich auch mal, also ich habe auch eine interessante Parteikarriere vielleicht. Ja, ich habe angefangen bei der Grünen Jugend, die hatten tolle Partys, wo Claudia Roth aufgelegt hat, aber konnten sonst wenig. bei der Linken war ich, bei der Piratenpartei war ich lange und hab dran geglaubt und auch bei der Partei Die Partei war ich und das ist mir auch fast peinlich heutzutage. Weiß nicht, aber so ein inzwischen fühle ich zumindest den Druck, dass ich gerne wieder irgendwo wäre. Also auch wenn ich dann halt doch nur ein passives Mitglied bin, wie ich auch lange bei der Linken dann war. So, hey, ich hab halt hier meinen Ausweis und gebe da hin, aber gerade ne, bei einer Partei, die vielleicht vor allem von Spenden lebt, wäre es zumindest schön, sich irgendwie auch zu beteiligen und vielleicht auch auf die Straße zu gehen mit dem Gedanken, ich stehe hier auch noch für irgendwas, außer ich bin eine Einzelperson, die schreit Nazis raus oder so. Ne? Also das hat für mich schon mal irgendwie noch eine andere Qualität. Und auch wenn ich, glaube ich, nicht denke, dass meine eigene Zukunft irgendwie in der Parteienpolitik ist, ne, in irgendeiner Art von Amt oder Funktion, zumindest mitzuhelfen. Und da hat mich dieses Gespräch, fand ich so spannend, weil die beiden wurden irgendwie rekrutiert und waren instant am nächsten Wochenende da und sind von Haus zu Haus gegangen. Ja, total Einblick auf einmal in so lokalpolitische Phänomene oder Probleme, die es gibt. Und verstehen auf einmal auch den eigenen Kiez, sagt man, das eigene Fädel, ihr wisst schon, sehr viel besser. Also das finde ich total spannend, dass man da wirklich im Kleinen auch viel bewegen kann. Es ist gerade in einer Stadt wie Würzburg. Also dadurch, dass es keine linke Szene gibt, kann man auch als Einzelner total viel bewegen. Also ne, als ich in diesen CSD-Verein reinging, hatte ich auch direkt irgendwie 3 Ämter, als ich nach dem ersten. Also das ist natürlich nicht geil, weil es einfach nicht genug Leute gibt, aber es ist irgendwie umgekehrt auch zu merken, ich bin halt nicht ein stummes Kästchen in einem Skype-Call von 400 Leuten, die es machen, sondern wir sind halt zu 8 und wir brauchen jeden, der mit anpackt oder so. Klar, man steigt schneller auf bei sowas, aber da kann man auch selbstwirksam werden, ja. Aber dass es so wenig sind, der Grund liegt halt darin, dass es halt die Nachfrage vielleicht auch nicht so groß ist. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja schon, das merkt man auch. Das reitet dann auch wirklich nieder, komplett. Also in den wenigen Ämtern oder Sachen, die ich da gemacht habe, war ich halt auch komplett davon geschunden, so in meiner Freizeit, mehr als ich das überhaupt erwartet hätte. So, weil man halt, ne, also gerade wenn es um solche Themen geht, halt von überall noch diskriminiert wird oder Steine in den Weg gelegt bekommt. Von öffentlichen Stellen ist immer so, da können wir mal drüber reden, ob sie hier dieses Gebäude bekommen oder so. Ach so, das ist hier für diese schwulen Scheiße und dann aufgelegt oder so, ne? Also das passiert. Krass. Sowas passiert. Und ich glaube, man hat es da echt nicht leicht. Wir kommen in Bayern. So, das war jetzt überspitzt, aber diese Situation gab es immer wieder. Und das ist wirklich, wirklich schwierig, da Fuß zu fassen. Auch so, also ich weiß nicht, ich möchte jetzt auch immer niemanden herziehen, aber teilweise hier die lokalen Antifas, die machen das, was in meiner Erinnerung in NRW die SPD macht. So irgendwie, ne? Also es gibt einfach eine große Lücke dahinter noch, wo es einfach, einfach viel zu wenig Gruppe, Lobby, Personenkreis gibt, die sich irgendwie damit befassen kann oder so. Die SPD bei uns hier, die sind halt wirklich alle über 70, gell? Also das ist wirklich so. Also es ist halt eine Opa-Partei. Wir dachten ja neulich noch, ich saß neulich mit einem Freund zusammen und wir haben überlegt, was könnte man denn so für eine Partei von innen heraus übernehmen, wenn das schon mit der Linken nichts mehr wird. Und die SPD war eigentlich ein guter Kandidat, weil die Leute sterben denen eh weg. Gleichzeitig stimmt aber der Gründungsmythos. Also die Selbsterzählung von der Partei SPD ist ja, das ist eine Arbeiterpartei. Also da könnte man, da sehe ich eine Zukunft. Nicht. Aber wer hat uns verraten, gell? Ja, also, ich wollte gerade sagen, der Gründungsmythos ist umgefallen. Also. Genau. Ja. Also ist jetzt natürlich alles nur Spielerei irgendwie so, aber der Gedanke, der dahinter steckt, ist irgendwie real. So, man braucht irgendwie eine Heimat für linke Leute, vielleicht auch so in Bayern, vielleicht auch so gesamtparteipolitisch, weil, weiß nicht, also wenn man die Linke als die große linke Strömung begreift, dann hat auch überregional die ganze Wagenknecht-Sache der Partei einfach heftig zugesetzt. So, ne? Und ich glaube auch,
die Glaubwürdigkeit, die vorher eh schon umstritten war, ist gar nicht so einfach wiederzubekommen. Ja, stimmt. Also am einfachsten zu übernehmen müsste wirklich tatsächlich die Linke sein und gefolgt von der, FDP, weil allein die haben nur 50.000 Mitglieder und die FDP hat 70.000. Insofern in der SPD musst du dich mit 365.000 schon mehr anstrengen, um da Wucht zu entfalten. Die FDP von innen auszuhöhlen würde am meisten Spaß machen. Schwierig, aber, schwierig. Schwierig, aber Die sind doch alle schon innerlich leer. Ja, aber du brauchst faktisch nur 36.000 like-minded people und das Thema ist erledigt. Geil. Nee, also natürlich ist irgendwo jetzt Quatsch und Spielerei oder so, aber ich fand, wie gesagt, euer Gespräch immer sehr spannend und gleichzeitig fühle ich mich auch seit jetzt 4 Jahren oder so in Bayern irgendwie politisch heimatlos, was ich auch mir nochmal eine neue Perspektive fand für mich im Leben so. Ja gut, dann wird es spannend, wo du hinkommst als nächstes, ob das von da an ist. Das ist ja das Gute an der Universität, das hatten wir auch schon, ich weiß ja gar nicht, wie lange ich hier noch bleibe und ob überhaupt, das heißt, wir gucken mal. Ja, ist trotzdem, also auch so, selbst wenn ich hier mal nicht mehr wohne, ist trotzdem halt noch etwas, was man irgendwie mit einem gewissen Concern betrachten kann. So, ja, man guckt auf die Wahlergebnisse aus Bayern und die erste nicht offen rechtsradikale Partei ist auf Platz 4. So, ne, also schon, so, wenn ich da in die Zukunft gucke, ich weiß nicht, wohin das führt, ne, also das ist schon, das kann man mal kritisch beobachten. So, ne? Ja, das ist wirklich, wirklich unschön. Ja. Ich habe auch diese ganzen Segregationswitze so, es gibt Deutschland, es gibt Bayern, die Bayern würden sich ja eh abtrennen. Das kannte ich vorher als Konzept, aber wenn man hier lebt, jetzt fühle ich das wirklich. Ich weiß, was dahinter steht, der Geist. Der Geist ist wirklich da, so, ja. Wir sind was anderes und was Besseres, ja. Ich kriege als Angestellter im öffentlichen Dienst, kriegst du einmal im Jahr so einen Brief von Markus Söder. Und da steht immer mit dem Weihnachtsgeld natürlich. Und da steht wirklich nicht nur drin, Bayern ist gut, sondern da steht wirklich drin, Bayern ist besser aufgestellt als andere. Oder so. Mhm. Und das ist denen sehr wichtig, irgendwie. Ich weiß nicht, also da ist einiges los. Bayern. War mir gar nicht klar vorher. Bayern ist so Lost Cause, das ist wirklich unfassbar. Erstaunlich, ne? Erstaunlich. Ja. Auch was sie jetzt da mit der Pott-Legalisierung da machen. Ja, hör mal. Das direkt anzukündigen, aber das so hart wie möglich durchsetzen und irgendwie sich 1000 Dinge aus dem Arsch ziehen, wie man das möglichst unangenehm. Ja, es gibt Jubel dafür, ja? Also für diese Aussage wird applaudiert. Wie, was für eine Aussage? Dass die Legalisierung von Marihuana jetzt quasi in enge Grenzen gepackt wurde. Und dass diese Grenzen in Bayern so eng, wie es nur irgendwie geht, von der Polizei ausgelegt werden sollen. Wir werden das so schwer wie möglich machen. Genau, so viel wie möglich irgendwelche armen Kiffer dran zu kriegen. Und ich verstehe dieses Mindset von Leuten nicht, für die diese Aussagen gemacht werden. Da gibt es ja offensichtlich eine Klientel, die das hört. Männer. Das Klientel ist riesig. In diesen Kopf komme ich nicht rein. Also bei jemandem, der irgendwie Angst vor dem braunen Mann, der aus Marokko hier rüberkommt, hat, da so abstoßend ich das im Fall von Flüchtlingen, die vor irgendwas fliehen, finde, da kriege ich noch irgendwie den Griff zu verstehen, wo derjenige herkommt. Auch wenn ich mit ihm nicht übereinstimme, das kann ich greifen, aber... Nee, das ist in Bayern, musst du nicht mal, das ist nicht mal Fremdenfeindlichkeit, sondern das ist einfach nur Patriarchat und Dominanz und so, ja, den zeigen wir es alle und so diese Grundtenor der Missgunst und nicht mal so dieses Angst vor dem Neuen, sondern so dieses Hass auf das Neue eher so. Nee, und das finde ich spannend. Wollen wir nicht, weil wir wollen das nicht. Genau, und das, da komme ich so wenig dahinter und deshalb macht mich das so machtlos wütend. Aber ich finde das, also eigentlich, ja. Meine Geschlechtsgenossen einfach gerne mit dem Kopf vor eine Treppe hauen zu wollen an der Stelle. Ja, und Bayern ist halt, ich meine, wir scheren es jetzt sehr über einen Kamm, aber so das, was ich so fühle, die letzten 46 Jahre minus 13 Jahre im Exil. Wäre schon mal hier geblieben. Genau. Wir haben auch CDU-Regierung, also von daher. Ja, aber das ist nicht zu vergleichen. Ist halt so dieses, das ist wirklich konservativ in Bayern, gell? Also, und konservativ bedeutet nicht, Angst vor was Fremden zu haben, sondern einfach das zu propagieren, einfach nur als Selbstzweck. Einfach nur
Wir wollen das so haben, wie das immer war. Nicht, weil wir Angst vor was Neuem haben, sondern weil wir das so haben wollen, wie das immer war. Ja? Und das ist der spannende Punkt. Also ich fand das krass, wie du es gerade zusammengefasst hast. Genauso ist es. Es geht nicht um Fremdenfeindlichkeit. Ich finde es bemerkenswert, wie normalisiert das ist. Das ist Kultur. So, du bist einfach, wer du bist, wenn du sagst, ja, Ausländer raus oder so. Das ist einfach, das ist Tradition, deshalb macht man so. Ich glaube, die wenigsten Leute machen sich Gedanken darüber, ob sie Angst vor dem Mann aus Marokko haben. So. Ja, also natürlich, genau. diese Art von Hetze spielt eine Rolle. Weil es auch eine Kultur ist, setzt das auch so stark fort. Also die Leute sind eben nicht alle über 60. Du siehst hier 14-Jährige, die das nicht nur nachplappern, sondern komplett als Teil ihrer Kultur umarmen, fremdenfeindlich zu sein. Ja. Und da geht es gar nicht darum, ob sie sich irgendwie selber bedroht fühlen oder ob man dafür irgendwie einen Geist hat, sondern es geht darum, dass man das ablehnt, dass man sagt, wir sind christlich, wir sind weiß, Das finde ich echt ein krasses Sentiment. Deswegen, ich verstehe auch, wenn du sagst, du kommst da gar nicht mit. Das geht mir genauso. Ich verstehe den Gedanken schon davon nicht. Also es ist nicht, ich sehe nicht mal mehr die natürliche Angst, die vielleicht dahinter steckt. Auch wenn die kommen natürlich auch aus Propaganda, das ist meistens Quatsch. Aber selbst diese Angst sehe ich ganz oft nicht. Sondern ich sehe ganz oft wir sind halt so. Das war schon immer so. Was natürlich eine Konstruktion ist, aber auch bemerkenswert. Wir sind halt konservativ. Genau, aber gerade an dem Beispiel mit Pott jetzt verstehe ich es halt nicht. Weil es halt null, irgendwie. Null. Wir wollen das nicht. Genau. Ja, aber. Das ist anders als sonst. Genau, aber. Wir wollen, dass das so bleibt, wie das immer war. Aber. Nicht, weil wir Angst davor haben. Nein. Wir wissen auch, dass wir davor keine Angst haben. Aber wir wollen das nicht. Weil das war noch nie so. Ah, ja. Natürlich ist das alles Zirkelschluss. Jeder weiß das auch. Maßlos aggressiv und kriegt Gewaltfantasien. Ganz, ganz. Jeder schlimm. Weiß auch, dass dieses Früher einfach ein Konstrukt ist. Also dieses Früher ist einfach nur etwas, weiß nicht, das ist immer die Generation, die das gerade so random in ihrer Kindheit vor Ort ist. Es gibt keinen U-Bayern, in dem alles immer so war, ne? Klar, aber trotzdem gehört es dazu, sich sehr krass an so einem Früher festzuhalten. Was ich noch weniger verstehe, ist, wenn du Leute kennst, wo du genau weißt, so wie die zu Abi-Zeiten waren. Naja. Und dann so 180-Grad-Wendungen hinlegen und dann zu so CSU-Wählern werden mit so den dazu passenden Ansichten. Du meinst Ursula von der Leyen? Da gibt es viele Beispiele, aber bei der sind doch die Toten Hosen im Wohnzimmerkonzert aufgetreten. Okay, siehst du, das wusste ich gar nicht und das wollte ich auch eigentlich gar nicht wissen. Vielen Dank dafür jetzt, mit diese Bilder in meinem Kopf. Nee, aber so Leute aus der persönlichen alten Schulvergangenheit, wo man so denkt, du argumentierst gerade gegen dein eigenes Selbst von vor 25 Jahren. Mhm. Wie hättest du dich vor 25 Jahren gefühlt, wenn du dir jetzt zuhören müsstest als dein 16-jähriges Ich? Ja, dann zitieren die immer diesen Quatsch. Wer als junger Mensch, ich weiß nicht, kennt Alter nicht. Ja, aber da kannst du auch nur reinschlagen. Also das ist ja nicht, wirklich... Nicht links ist, der hat kein Herz und wer als Erwachsener nicht konservativ ist, der hat keinen Verstand. Was erstaunlich ist, weil bei mir geht es halt genau andersrum. Ich werde immer linker, je älter ich werde. Aber ich habe halt weder Herz noch Verstand. Das ist natürlich der Spruch, was aber der kommt gerade her. Oh Mann, also warum soll man denn kein Herz haben, wenn man älter wird? Also ich verstehe das. Verstehe diesen ganzen Spruch nicht. Aber daher kommt der. Verstand. Der kommt genau aus dieser Welt, diesem Sentiment. Das finde ich schon bemerkenswert. Aber das ist doch, also diese Argumentation ist dann wieder nur so eine Selbstrechtfertigung. Das hat mir mein Vater auch schon so oft gesagt. Der ist ja auch CDU-Mitglied. Meiner ist sogar CSU-Mitglied. Ja, da hat er auch. Die haben ja beide keine andere Wahl. Ne? Also, ja, stimmt. Von daher. Ja, bald ja schon. Kommt ja die 5%-Hürde. Oh Gott. Hätte es mein Vater mal hören sollen. Das ist der Untergang der Demokratie. Dass die CSU, für die jetzt auch die 5%-Hürde gilt bei der Bundestagswahl. Das ist wirklich ein Angriff auf die Grundfesten der Demokratie. Ich habe nicht ganz verstanden, warum, aber ja. Dass Trump sich jetzt vor dem mit diesem Gerichtsverfahren wegen Stormy Daniels verdingsen muss, hat er ja auch, was hat er gesagt? Das ist ein Angriff auf Amerika. Ja, genau. Und das ist ein Angriff auf die Demokratie in Amerika und deshalb sei er stolz, hier zu sein. Weil er immer stolz ist, wenn irgendwo die Demokratie angegriffen wird oder so. Ich weiß es nicht genau. Also immer mit dabei. Fantastisch. Ja, das ist immer, und das Lachen noch vergehen. Immer wenn zwei von euch die Demokratie angreifen, dann bin ich unter euch. Nein, so geht das doch. Irgendwie so, ja. Genau. Aber er hat da irgendwas falsch verstanden, aber das ist in seinem Kopf ja eh alles so ein bisschen so. Man, da ist auch wieder einiges TV los. Ja. Und so weiter, ihr wisst schon. Ja, gut. Irgendwie müssen wir ja mit unseren Kapitelmarken noch weiterkommen. Ich finde es gerade schön. Schönes Geplauder. Mein Gin ist nur gleich leer, was mich beängstigt, weil die Flasche vorhin fast halb voll war. Schau mal durch diese Flasche durch, von oben oder von der Seite. Vielleicht siehst du einen Wanderfalken.
Oh Gott. Was? Ja. Dann nicht. Okay, Moment. Das ist ja interessant, das war mir nie bewusst, wenn man von oben in diese Tag-Retent-Flasche reinschaut. Was? Ich habe eine hier, ich gucke mal. Die neue? Wenn du wirklich Wanderfalken siehst, würde ich mal Gedanken machen. Dann sieht man unten eine Zitronenpresse drin. Das ist wahr, aber die Flasche ist auch einfach unten eine Zitronenpresse. Also ist jetzt nicht weiter, also wenn du sie kappen würdest. Umdrehen würdest. Ja, dann wäre es eine, von daher ist es jetzt nicht verwunderlich. Ja, okay, Jan, hattest du noch ein Thema zum Thema Linke, außer Dystopie? Nein, eigentlich machen nicht. Machen wir zu. Ich wollte das nochmal vorgebracht haben, dann war hiermit das politische Geplänkel abgeschlossen. Ich mache mir jetzt noch einen Gin und du erzählst mal, was mit den Wanderfalken auf sich hat. Ja, ich erwähne nebenbei noch, ich habe mir jetzt das zweite Glas von diesem Tawny Port hier eingeschenkt. Ich glaube wirklich nicht, dass es so mein Getränk wird. Es ist entsetzlich süß. Vielleicht wird es auch nochmal besser, wenn man einen nicht ganz so billigen Portwein trinkt. So ein bisschen, so sehr süß und so ein bisschen wirklich so hefig. Ich weiß nicht, ob das mein Thema wird. Ja, wir haben es ja vorhin erklärt, wenn du da Alkohol reinschüttest, dann beendest du die Umsetzung von Hefen. Also das ist schon irgendwie alles nachvollziehbar. Aber ja, ich bin auch eher jemand, der den Portwein eher vermixt, ja, und nicht pur trinkt. Mit was denn? Da gibt es Cocktails, also du kannst zum Beispiel in den Whisky Sour so ein bisschen Portwein reinfloaten, was ganz gut funktioniert. Kann man auch mit Rotwein machen, wenn man keinen Portwein da hat. Ist dann halt ein bisschen was anderes, aber nicht viel. Ich frage, weil ich habe ja jetzt noch hier eine Dreiviertelflasche, mit der ich irgendwas machen muss. Okay, der nächste Stichpunkt heißt Wanderfalkenbeobachtung. Ja, so ist es. What? Und da wollte ich euch einfach nur einen Tipp geben oder ein also für meine schönste neue Freizeitgestaltung ist Tierbeobachtung. Und zwar so mit so Tierkameras so nebenbei. Bei mir auf der Arbeit läuft immer auf dem zweiten Monitor laufen jetzt die Wanderfalken. Und das ist komplett großartig. Das ist auch gerade Saison, ganz wichtig. Wir sind inzwischen in einem Zeitalter, wo man einfach so Livestreams gucken kann. Mhm. Und es gibt zum Beispiel, ihr googelt das jetzt mal, oder es gibt hier den Lebensraum Burg. Das sind die Wanderfalken aus Nürnberg. Ich kann uns auch einen Link schicken. Und die laufen bei mir gerade immer bei der Arbeit auf dem zweiten Bildschirm. Total süß. Das sind so ein Wanderfalkenpärchen, das hat gerade vier Junge bekommen oder so. Und man muss da, das ist ein Livestream, der läuft bei mir so den ganzen Tag. Man muss da gar nicht ewig hingucken. Aber es ist so eine Kamera außen, eine innen in dem Nest oder in dieser Nische, wo die sitzen. Und ab und zu schaut man einfach rüber, ach, was machen die Wanderfalken gerade? Und zumindest mich entspannt das extrem. Da holt das irgendwie so runter bei der Arbeit, ab und zu so rüber gucken, hey, das sind die Wanderfalken. Und dann zwischendurch, also meistens sitzen die halt nur. Und jetzt sind gerade diese Jungen da und wärmen sich gegenseitig in ihrer süßen Wärmepyramide, wo sie so gegenseitig ihre Bäuche schützen, die noch ganz ohne Federn sind. Oder so. Und dann zwischendurch kommt noch einfach mal so ein Elternteil vorbei und bringt einen ganzen Eichelheer vorbei und dann zerlegen die den. Oh, so. Das ist ja auch gerade klein. Krass. Gerade heute Nachmittag auf einmal brachten die den. Und das ist also ich glaube nicht mal, dass es mich ablenkt, wenn ich das bei der Arbeit gucke, sondern eher, es fokussiert mich noch. Es gibt mir zwischendurch wieder so einen kleinen Boost, ich weiß nicht, total schön. Also Wanderfalken sind ein Thema, deswegen habe ich die auch hier vorbringen wollen, total schön. Ein ganz großes Thema sind auch die Storchenkameras. Es gibt bestimmt 2 Dutzend Storchenkameras allein in Bayern. Ich gucke manchmal rein bei... wo ist das? Höchstadt? Ich weiß gar nicht, es liegt ja auch irgendwo in der Nähe. Die haben das eine sehr schöne Storchenkamera. Ja, ja. Genau, die haben eine sehr schöne Storchenkamera. Da beobachte ich immer den Storch Jerome, wie er halt so gerade brütet. Und wie er halt so, gerade heute, der hat trotzt einfach dem Wind und Wetter. Der sitzt da eisern auf seinen Eiern, ja. Jedenfalls wird es da dann... Mach ich da auch immer. Den konnte ich nicht liegen lassen. Ich wusste es halt schon. Also okay. Halb jedenfalls hoch reingeschossen, ja. Da wird es bald nochmal spannend, wenn dann die Kleinen auch schlüpfen oder so. Ist einfach, also ich habe einfach gemerkt, ich weiß nicht, warum das Jahre vorher, war das mir nicht bewusst, aber Tierbeobachtung ist einfach ein wichtiges Hobby in meinem Leben und gerade so eine schöne Nebenbeibeschäftigung, die man auch so einfach immer am Tag anhaben kann und sich mal ab und zu halt bei den Wanderfalken reinguckt, hey, was machen die gerade? Die leben da so ihr Leben. Vielleicht ist es das einfach so gucken, hey, die machen da gerade irgendwas. Das geht so, die Zeit bewegt sich unveränderlich. Nein, ich weiß nicht. Ich gucke total gerne diese Wanderfalken an. Ich gucke jetzt mal rein, es ist natürlich gerade dunkel. Und wo findet man das? Die Wanderfalken gibt es auf einfach mal Lebensraum Burg Wanderfalken gucken. Ich schicke es uns auch einen Link. Ich habe eben gerade schon 5 Minuten, so lange nicht, aber die Zeit, die du geredet hast, hier auf Vollbild dem Wanderfalken da beim Sitzen unten in der Ecke zugeguckt. Genau, ah ja, das ist eins von den Babys sitzt da, ist noch irgendwie aktiv, die anderen sind da so eingemummelt irgendwie gerade. Ja. Genau, das ist auch nachts immer schön. Genau, am meisten geht es so irgendwann mittags, nachmittags ist immer die Fütterung, dann kommt einer von den beiden Elternteilen
Ich bin auch nicht so gut daran, die Geschlechter zu unterscheiden. Einer von den beiden Elternteilen kommt immer zurück und hat irgendeine Beute dabei. Und heute war es halt mal ein ganzer Eichelheer. Das ist schon spannend. Da schreiben sie auch so Geschichten. Das eine Kind kam zu spät, das ist noch ein bisschen schwächtig, das hat nicht genug zu essen. Das wird dann von den Eltern immer noch so ein bisschen versorgt, aber von den anderen oft weggestoßen. Dann erobert sich doch zurück. Nein, das hat es geschafft. Also es scheint, inzwischen erobert sich auch noch. Und dann das erste, das ganz kecke von denen, das pickt auch schon mal selber an dem toten Eichelheer dann rum. Das kriegt nicht immer nur die Sachen verabreicht. Du merkst richtig, wie die sich auch so weiterentwickeln über die Wochen. Und du verpasst halt nichts. Du musst halt auch nicht immer reingucken. Aber wenn du halt mal das eine Stunde anhast, dann siehst du, ach geil, da sind sie, meine kleinen Wanderfalken. Und jetzt haben sie sich wieder irgendwie, jetzt sehen sie ja schon, sie werden so schnell groß, ja? Werden so schnell groß. Sehr schön. Das ist einfach so als Tipp. Das ist eine schöne Sache, die man nebenbei laufen lassen kann, weil ich einfach immer empfohlen habe. Das wurde mir auch angetragen im Freundinnenkreis. Ich weiß gar nicht mehr, wer ursprünglich damit angefangen hat. Ich glaube, es fing mit dieser Fischtürklingel an. Aber inzwischen werden viele Tiere beobachtet und auch inzwischen bei mir im Büro sind Wanderfalken Thema und in der Kaffeepause wird sich unterhalten über, was die Wanderfalken wieder gemacht haben. Das ist auch geil hier, so die praktisch die aktuellen Informationen von den Machern. So, 11.04.24, Spinnennetz vor Innenkamera. Vielen Dank für die Hinweise zur umwobenen Innenraumkamera. Für eine Reinigung müssen wir jedoch auf den Innenraum des Nistkastens zugreifen, was eine erhebliche Störung der Wanderfalken zufolge. Deshalb ist es aktuell leider nicht möglich, die Kamera vom Spinnennetz zu befreien. Das ist so geil. Sehr gut. Genau, aber auch, also das ist schön hier, die geben auch so praktische Infos, was gerade die halt so machen und was bei denen so, ne, die Wärmepyramide habe ich eben erwähnt und so weiter, der Kropf. Ja. Und vor allem, aber geht mal auf die Seite mit den Sichtungen, das ist oben irgendwo verlinkt. Da können halt so BeobachterInnen, die das halt gucken, machen so Screenshots und machen so besonders bemerkenswerte Ereignisse im Leben der Wanderfalken oder so, werden dann das so als Sichtung eingetragen. Wie halt, also jeder Schlupf ist da verzeichnet, wenn halt irgendwie ein großes Beutetier geholt wird, so kommentieren das halt die Menschen. Das ist total süß. Also es ist wirklich auch so eine kleine Community. Wirklich schön. Also das ist irgendwie so eine schöne kleine Nebenbeschäftigung, die zumindest mein Leben sehr bereichert hat jetzt seit dieser Saison eigentlich. Da muss ich jetzt auch noch kurz die Elche reinwerfen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon mal erzählt habe. Kommt mir nicht bekannt vor. In Schweden gibt es irgendwie so eine, ich nenne es jetzt mal fast schon Tradition, das hat sich so über die letzten Jahre eingebürgert, dass da irgendwelche verrückten Menschen, die Elche offensichtlich gerne haben, massenhaft Kameras, und mit massenhaft meine ich irgendwie so Größenordnung 40 oder sowas, keine Ahnung, Kameras mit entsprechend Mengen an Mikrofonen auch, ferngesteuerte Kameras einfach in so einen Wald reinspaxen, an Stellen, wo halt bekannt ist, dass die Elche dort bei ihrer jährlichen Elchwanderung, die halt zu einer bestimmten Jahreszeit, da fehlen mir jetzt die Details, das war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, darüber zu reden, lang wandern, und dann, glaube ich, geht es auch um eine Flussüberquerung, die da gemacht werden muss. Und da in der Gegend spaxen die halt die Kameras irgendwie an die Bäume und haben auch 360-Grad-Kameras. Und wie gesagt, die Kameras sind fernsteuerbar und Mikrofone sind aufgebaut und so weiter. Und dann wird das auf einer Webseite übertragen und du kannst zwischen diesen Kameras hin und her schalten. Und das ist genauso ähnlich, wie du das gerade erzählt hast, Jan, dass dann auch die Community so Dinge markieren kann. Du kannst also in der Zeit zurückspulen und kannst halt sehen, irgendwie jetzt ist es 14 Uhr, aber heute um 12 war auf Kamera 4 dann zu sehen, wie der eine da irgendwie durch den Fluss gegangen ist oder so. So kleine Highlight-Reels. Genau, und manchmal werden dann auch völlig absurd andere Dinge. Also ich weiß, dass ich das, als es das letzte Mal stattfand, mit meinen Kids geguckt habe, und es passiert halt stundenlang gar nichts. Du schaust halt einfach in so ein Waldstück rein und hin und wieder ist dann ein Rabe und der frisst irgendein Stück Kadaver und dann guckst du dem Raben dabei zu, weil irgendwer hat das markiert als hier passiert was und dann hast du es dummerweise angeklickt und dann guckst du dem Raben beim Kadaverfressen zu. Kein Elch weit und breit. Du wartest eigentlich auf den Elch, aber jetzt guckst du diesem Raben halt zu. Und irgendwo Bären sind dann so das Einhorn, was dann auch hin und wieder mal durchs Bild läuft. Geil, wo, das brauche ich auch in meinem Leben. Wo finde ich das? Genau, ja, muss ich raussuchen. Habe ich jetzt spontan nicht zur Hand. Aber kann ich sicherlich wieder finden. Ich möchte auch übrigens jetzt dringend den Krimi lesen, in dem jemand auf einer Storchenkamera im Hintergrund ein Verbrechen beobachtet. Oh, das geht dann wird gut. Ihm nicht geglaubt, aber dann treffen sich die OrnithologInnen und lösen dann zusammen den Fall. Durch die verschiedenen Storchenkameras in Höchstadt oder so. Ja. In der Stadt, wo meine Schwiegermutter im Allgäu wohnt, nämlich in Memmingen. Ah ja. Gibt es tatsächlich. Da kam eine Ex-Mitbewohnerin von mir her. Ja, das ist ja nicht verkehrt. Die hat mal in höchsten Tönen von Memmingen erzählt.
Das tun alle Memminger, habe ich das Gefühl. Ja. Das stimmt. Also alle, die ich kenne. Die eine. Die eine. Du kennst zwei, oder? Egal. Ach stimmt, ich kenne deine Schwiegermutter ja auch. Ja. Eben, wollte ich gerade sagen. Also ich kenne ein Dutzend Memmingerinnen, halt diese Mitbewohnerin und Freundin von ihr, die haben alle immer von Memmingen geschwärmt. Schönster Ort der Welt. Ich war nie dort. Ich war einmal dort, ist wirklich ganz schön. Genau. Also was sie auf jeden Fall haben ist, sie haben innerstädtisch Storchennester und zwar auf verschiedenen großen alten Häusern. Unter anderem eins dieser Storchennester kann man direkt vom Marktplatz aus sehen. Also wenn du am Marktplatz sitzt, wo eine sehr schöne Eisdiele ist, dann siehst du den Störchen dabei zu, wie sie da oben halt so ihr Business nachgehen. Und da das eine Haus am Marktplatz gerade von einem Gerüst ummantelt ist und da auch ein Kran steht, kann man dann auch sehen, wie der Storch hin und wieder einfach mal denkt, dass dieser Kran jetzt auch zu seinem Nistplatz dazugehört. Und dann läuft er da oben auf dem Kran rum und so, ist alles sehr pittoresk und sehr natur irgendwie mäßig. Und überhaupt auch so. Cool. Störche haben auch einfach mehr wieder zugenommen, oder? Also ja, habe ich auch so voll. Ja. Weil in meiner Kindheit kann ich mich quasi nicht erinnern, jemals einen Storch gesehen zu haben. Und jetzt muss man wirklich nur, also bei uns hier auf die Wiesen rausfahren, und das sind auch so Nistplätze, sieht man sofort welche. Und ich war heute im Vogelsberg zum Ortstermin und da habe ich auch mehrere Störche gesehen. Also, und die stehen auch einfach so auf dem Feld rum, so drei oder so. Genau. Also, Störche sind auch wirklich geile Tiere, ich gucke die einfach gerne an. Ja, ne? Und ich habe jetzt gerade nochmal die Höchstadt Storchencam gepostet, das ist meine Lieblingsstorchencam. Das sind gerade beide da, es ist auch gerade dunkel natürlich. Jerome und seine Partnerin, wie heißt sie? Anna ist die Verstorbene, Frieda ist die. Wo hast du das denn hingepostet? In unser Doc, ich habe es euch gerade WhatsApp geschickt. Das war das Ding, was man gerade, glaube ich, auf meinem Mikrofon hören konnte, weil mein Handy nicht stumm war. Bei mir kommt also Jerome und Frieda. Jerome, weiß ich jetzt nicht, ob das ein guter Name für einen Storch ist, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ja, bei Jerome frage ich mich, ob er aus Frankreich oder aus Thüringen kommt, aber. Ja, genau. Zweiteres war jetzt mein Gedanke irgendwie. Jedenfalls, wenn ich mich entscheiden muss, sind das meine Lieblingsstorchen, die beiden. Die gucke ich immer gerne. Cool, der ist ja auch toller Hintergrund und so. Das ist ja wirklich. Genau, da steht sogar, dass links ist die Kreissparkasse, steht nochmal extra in der Beschreibung. Wirklich pittoresk. Ja. Schön. Ungefähr so müsste das von dem Memminger Storchennest auch herabschauend aussehen, ungefähr so ähnlich. Ja, das sind halt echt auch beeindruckende Viecher, ne? Das muss total, man total. Sagen. Eigentlich müsste ich da überall mal hinfahren, ist ja total viel in Franken auch, ne? Bisschen live Storch-Spotting. Ich habe das gerade für ein Foto gehalten, das ist ja ein Video, die bewegen sich einfach nur. Das ist ein Video, genau. Es gibt viele Kameras, die machen nur so alle 5 Sekunden ein Bild oder so, deswegen ich gucke gerne, wenn es auch wirklich durchgehendes Video ist. Live, genau, und jetzt hat er gerade einmal kurz gezuckt, da hat man wirklich gesehen, dass es auch genau. Und da war ein Wind heute Nachmittag, sage ich euch. Holy shit. Da hat sie ihm die Federn verpustet. Ja, ja stimmt, hier war auch Wind, ja. Ja, sehr gut. Das war die Wanderfalken. Wanderfalken. Genau. Wanderfalken gehen gerade steil, wegen der Kids natürlich. Ja. Sehr gut. Cool. Dann mogel ich mich mal mit einem Thema dazwischen. Mhm. Ich habe jetzt angefangen, ein Computerspiel zu spielen und zwar. Jetzt hat er den Kopf geschüttelt. Sehr gut. Und zwar habe ich angefangen, das Telltale-Game zur Serie The Expanse zu gucken. Zu spielen. Mhm. Wobei gucken ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, man spielt gar nicht so viel. Das ist natürlich eins von diesen Quicktime-Event-Spielen, die der Stefan so hasst. Mhm. Ich finde das jetzt auch nicht den besten Spielstil. So Kämpfe sind oft nur so, drück im richtigen Augenblick die Taste, die dir angezeigt wird und dann machst du schon den richtigen Move, um den Kampf zu gewinnen. Aber es ist halt sehr cinematisch und man steuert natürlich so ein bisschen die Entdeckung und man kann halt mit den Verhalten, das man so an den Tag legt, wie man auf andere Personen reagiert, wie man gewisse Dialoge gestaltet, kann man halt ein bisschen Einfluss auf die Story nehmen und demzufolge auch unterschiedliche Ausgänge am Ende des Spiels erreichen. Allerdings ist es jetzt natürlich nicht so ein Shooter, wo irgendwie jetzt krasse Skills gefragt sind oder so, sondern es ist mehr so ein... Was ja auch nett ist, weil es eigentlich niederschwellig ist. Ne? Ich habe vorhin von einem Mario-Fußballspiel gesprochen und glaubst gar nicht, wie schwer es war, etwas zu finden, was wir so als WG gemeinsam machen können mit Leuten, die sonst nicht so zocken oder so. Und für die ist, glaube ich, so cinematische Sachen total geil. Einfach so, da geht es viel mehr um Story, da geht es viel mehr um Entscheidungen treffen auch. Deswegen, ich mag dieses Spiel auch. Ich habe, glaube ich, von den modernen Telltale-Spielen nur Walking Dead gespielt, aber das Prinzip sagt mir zu. Genau. Also ich habe von den moderneren jetzt, glaube ich, gar nichts gespielt. Ich habe diese Telltale-Sache so zuletzt, als sie Monkey Island gemacht haben, wahrgenommen.
dazwischen halt so ein paar Testvideos und sowas gesehen, aber nicht selber gespielt. Sam & Max nicht auch von denen so? Daran erinnere ich mich. Ich glaube ja, die sind ja dann auch mal irgendwie pleite gegangen und weg gewesen oder galten als tot und dann sind sie irgendwie wieder aufgetaucht und unter neuer Besitzerschaft und so. Und dieses Expanse-Spiel ist, glaube ich, das erste und, wenn ich nicht fehlinformiert bin, auch einzige im Moment unter dieser neueren, seit sie wieder da sind sozusagen. Aber man möge mich in den Kommentaren korrigieren, falls ich da jetzt irgendwie alten oder falschen Informationen aufgesessen bin. Jedenfalls ist das letztes Jahr erschienen und ich habe ja dieses, habe ich hier schon öfter dargelegt, dieses Cloud-Gaming-Abo von Nvidia, dieses GeForce Now. Und da ist dieses Spiel halt leider nicht drin. Das heißt, ich konnte das nicht spielen, als es rausgekommen ist. Und habe dann so die ganze Zeit so ein bisschen grummelig vor mich hin überlegt, wie ich das jetzt mache. Und irgendwann werde ich vielleicht mal irgendwie einen PC haben, auf dem ich das spielen könnte. Und dann ist mir neulich gewahr geworden, dass mit den letzten macOS-Updates es ja dieses Game-Porting-Kit, GTP, GPTK, was auch immer, komische Abkürzung, wo Apple so ein bisschen versucht, irgendwie Leuten, also Entwickler, Studios, die Möglichkeit zu geben, Windows-Spiele auf den Mac zu portieren. Und Leute haben eben Wege gefunden, das Ding so auf Spiele anzuwenden, zusammen mit Windows-Emulatoren, dafür zu sorgen, dass quasi der Windows-Emulator das Windows-Zeug emuliert und dieses Game-Porting-Toolkit emuliert dann das, dieses DirectX-Schnittstelle oder diese Grafikschnittstellen. Und zusammen kann man dann, da gibt es mittlerweile Tools dazu, zum Beispiel Whiskey.app ist ein so ein Ding, was man sich da installiert. Und dann ist das wirklich nur noch eine Klicklösung. Also du installierst dir diese App und dann musst du dir eine, so, ja, man würde es im Wesentlichen sagen, so ein Environment konfigurieren. Das nennt sich dann in diesem Whiskey-Ding einfach eine Bottle. Und dann installierst du dir da rein dein Steam und in deinem Steam kaufst du dir das Spiel und installierst dir das Spiel und dann läuft das. Und wenn es nicht läuft, dann musst du vielleicht noch an ein paar Settings irgendwo ein bisschen tweaken, die es da so in so einem Menü gibt. Da klickst du da so ein bisschen rum oder du googelst halt, was man einstellen muss, um dieses Spiel zum Laufen zu bringen. Ich musste jetzt in dem Fall gar nichts machen. Und dann läuft dieses Windows-Game auf meinem Mac einfach so in dieser emulierten Version tatsächlich in brauchbarer Auflösung, in irgendwie 1700 Mal hast du nicht gesehen, also so die ich glaube, das ist die Hälfte von der nativen Auflösung von dem Display, in vollen Details auf meinem M1 Max. Und wenn man jetzt einen von den neueren M2, M3 hat, dann sicherlich sogar noch besser wahrscheinlich, kann man vielleicht da noch höher rangehen mit höherer Auflösung oder so. Und dann kann man das so spielen und man spielt in dem Expanse-Game, also für die Leute, die die Serie gesehen haben, man spielt die wahrscheinlich coolste Figur, die es da gab, nämlich Kamina Drummer. Und cool. Die Geschichte spielt etwas weiter vorne, also man erfährt sozusagen oder man durchspielt die Backstory von Kamina, wie sie da hingekommen ist. Sie war ja mit Anderson Dawes relativ dick und hier erleben wir sie halt als XO auf einem Schiff und ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler, weil es absolut im ersten Kapitel ist. Relativ schnell ist der Captain nicht mehr der Captain und sie ist dann Captain Kamina Drummer und du darfst dann eben für sie oder spielst sie halt und triffst die Entscheidungen. Und ich erwische mich halt ganz oft dabei, wie ich so zwei Dinge in meiner Brust habe irgendwie. Entweder zu denken, ich entscheide jetzt, was ich für richtig halte in dieser Situation, oder spiele ich das so, dass ich denke, was würde Kamina tun? Das ist halt oft nicht deckungsgleich und ich frage mich dann, wie soll ich mein Spiel gestalten? Und vielleicht muss ich es zweimal spielen, einmal so, wie ich es machen würde und einmal so, wie ich denke, dass sie es machen würde oder wie ich es am passendsten für die Figur, so wie ich sie in der Serie kennengelernt habe, empfinde. Das ist nicht deckungsgleich und ja, vielleicht macht es das sogar nochmal interessanter, weil man es dann zweimal spielen kann und gucken kann, was kommt bei beiden Versionen raus. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ja auch ein Zeichen von einem guten Spiel eigentlich. Ich habe neulich erst einen schönen Video-Essay gesehen, wo es darum ging, dass du halt, dass deine Verkörperung, wenn deine Verkörperung der Figur, der Gestalt so weit geht, das ist eigentlich, dann spielst du sie auch wirklich. Ja, so das Beispiel in diesem Video war Sonic, der rennt sehr schnell. Und er bewegt sich ja schnell durch die Level und das heißt, wenn ich irgendwie verkacke, wenn ich da irgendwie auf so eine Spitze laufe und verliere all meine Ringe und stolper so, weißt du, dann ist nicht nur eine Bestrafung, weil ich gerade das Level schlecht mache, sondern auch, weil ich Sonic schlecht performe. Also ich werde nicht dem Selbstbild oder dem Bild dieser Figur gewahr oder so. Und gerade in einem Spiel, wo es vor allem um Erzählung geht, finde ich es zumindest reizvoll zu sagen, okay, ich gehe jetzt aus mir raus und zeige quasi Entscheidungen, die ich dieser Figur geben würde, die ich aber verkörpere so. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, das ist eigentlich so eine schöne Sache eigentlich. Das klingt ganz geil. Hatte ich tatsächlich bei den Telltale-Spielen, die ich kenne, auch so ähnlich. Ja,
Genau, also ich bin noch nicht so wahnsinnig weit. Vielleicht werde ich meine Meinung noch irgendwie anpassen oder ändern oder was auch immer. Das wird sich zeigen, wenn ich weiterspiele. Aber das war mal so mein erster Eindruck und überhaupt erstmal so diese Experience, dass ich das überhaupt zum Laufen gebracht habe. Sehr gut. Und jetzt sehr froh bin, dass ich dieses Spiel, was ich so beobachtet habe, bevor es rausgekommen ist und als es dann rausgekommen ist, darauf gehofft habe, dass es zu GeForce Now kam und dann kam es halt nicht und dann saß ich da und war so ein bisschen sauer mit der Welt, dass ich das nicht spielen kann. Jetzt hat es seinen Weg auf meinen Rechner gefunden. Wenn du unter Windows unterwegs wärst, würde ich noch den Xbox Game Pass empfehlen, weil es finde ich sehr spannend. Also ich habe keine neue Xbox, sondern eine alte und ich kann einfach sehr viele Spiele gerade streamen, so die nicht auf meiner Konsole verfügbar sind. Also im Game Pass sind eh etliche Spiele drin, ich habe das schon länger abonniert. Und es funktioniert erstaunlich reibungslos, auch gerade so mit meinem schäbigen Würzburg-Internet, das einfach, ja okay, Spiele von der neueren Konsole einfach so für mich dann ne, auch ohne große Latenz irgendwas gestreamt werden. Das ist schon ganz geil. Also unter Windows geht's auch, aber ich weiß nicht, wie das so... Ja, also jetzt, tatsächlich hat GeForce Now mit dem Game Pass auch irgendeine Kooperation. Ah, tatsächlich. Das heißt, also, wenn man Game Pass hat, kann man auch sehr viel über GeForce Now quasi diese PC-Version. Weil dann schau mal, also Microsoft hat halt sehr viel Kohle. So, die haben richtig viele Spiele und noch richtig viele so große Namen dabei. Und da sind im Game Pass sehr viele Spiele, die immer wieder rein und rauskommen. Wenn das irgendwie läuft, ich habe keine Ahnung leider, wie es ist, wenn man nicht mit einem... Wenn man da mit einem Mac sitzt oder so, aber an sich. Aber sag doch mal, schon Zeit, du empfehlen würdest. Aus dem Game Pass? Ja. Ja, was weiß denn ich jetzt? Weiß ja gar nicht, was da alles drin ist. Ja, eben, das ist so. Ich habe nämlich auch schon ein paar Mal geguckt und ich habe es vorhin halt erst durchgeschaut. Ich habe vorhin erst ein paar Sachen runtergeladen. Ich habe halt sehr wenig mit zwei Kindern und ja, klar. Dings, wenig Zeit zum Spielen und bin deshalb enorm picky, was ich anfange, weil ich immer Angst habe, dass ich reingesaugt werde und dann irgendwie entweder wenig Zeit für die Sachen habe, die ich eigentlich auch noch machen müsste, oder aber halt einfach so das Gefühl habe, ich werde dem nicht gerecht, ich fange das lieber gar nicht erst an, weil ich nicht die Zeit haben werde, es gebührend weiterzumachen, was eigentlich das ist, was meistens passiert. Okay, dann ich gucke gerade einfach auf die Startseite, dann ist für dich perfekt A Short Hike, wenn du es noch nicht kennst. Nee, das ist das beste Spiel der Welt und das geht 1,5 Stunden. Das kannst du einer Sitzung so nebenbei geil durchspielen, das ist... Moderne Open-World-Spiele wünschen sich, sie wären so gut wie A Short Hike und würden so gut ihre Gameplay-Elemente einbinden, um so ein Gesamterlebnis von so einer offenen Welt zu bieten wie das. Also, das, also sehe ich gerade hier, ist drin. Was hat denn das für eine, also wo spielt denn das? Also du bist Open ein World kleines Ziel ist, gell? Open World kann Western sein oder ja, du bist ein kleines Pinguin-Mädchen auf einer Insel und eigentlich möchtest du nur Empfang haben, um oben auf der Insel mit deiner Mutter zu telefonieren. Das ist alles. Das ist wirklich, das ist, ich hab geheult bei dem Spiel. Das ist so wunderschön, da ist alles drin, das macht diese Progression, diese Art von, ich erkunde diese Welten, alles ist irgendwie sinnvoll im Hinblick auf ein späteres Ziel, macht es perfekt. Also ich wünschte mir, die modernen Zelda-Spiele wären so gut wie A Short Hike. Ich wünschte mir, die modernen Elder Scrolls-Spiele wären so gut wie A Short Hike. Das ist wirklich, das ist die Open World für mich am Gipfel ihres Seins und das halt in einem Spiel, das 90 Minuten geht. Oder wenn du möchtest, auch 2,5 Stunden. Aber es verspricht auch nicht mehr und ist genau das. Das ist wirklich eines der schönsten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Ich würde sagen, Top 5. Das sehe ich, ist gerade drin. Ich weiß gar nicht, was genau so ein Game Pass ist. Da braucht man übrigens tatsächlich, glaube ich, gar nicht groß was emulieren oder Game Passen oder so. Das kostet 6,60 Euro auf Steam und läuft nativ auf dem Apple. Wenn man sehr das, gut. Wenn man das möchte. Auf dem Windows natürlich ebenfalls. Ich scroll hier gerade durch. Pentiment ist auch ein 5-Sterne-Spiel von mir. Lieb ich. Wirklich eins der besten aller Zeiten. Was so komplett diesen mittelalterlichen Manuskript-Look verfolgt. Irgendwie und auch so. Also auch ohne irgendwie Ballern und ohne Skill, sondern komplett ein. Ich treffe Entscheidungen und gucke, wie sich auswirken Spiel ist. Fantastisch. Ja, gut. Ich spiele gerade die ganzen Need for Speed-Teile. Das interessiert euch eher nicht. Deine Autophase, verstehe ich. Meine Autophase. Need for Speed habe ich ja gespielt. Da war ich. Wie alt? Keine Ahnung. Sehr viel jünger. Ja, ich auch. Und deswegen hole ich gerade die neuen Teile nach. Ihr könnt auf meinem Backlogged-Profil die ganzen Rezensionen lesen. Streamst du das denn auf Twitch, wie sich das gehört heutzutage? Oh Gott, hör bloß auf. Ist das Sendungsbewusstsein aber noch nicht ganz ausentwickelt? Nee, natürlich, ich mache das ja zur Entspannung für mich, aber so eine Rezension schreiben hinterher geht schon. Also ich gucke halt hier so durch, sind tolle Spiele dabei. Psychonauts 2 ist mein Lieblingsspiel aller Zeiten, ist aber weiß nicht, ob man das einfach so empfehlen kann. Okay. Und das kommt, also das Schöne ist, da kommen auch wirklich mal in Game Pass, kommen wirklich auch mal so kleine Sachen rein. So Indie-Spiele, die du einfach mal anspielen kannst. Da guckst du eine halbe Stunde, wenn es für dich ist, was für nix nicht, dann schmeißt es wieder raus oder so. Und das finde ich gerade an dem Format so gut. Und diese, weiß nicht, 10 Euro, die es im Monat kostet, haben sich für mich schon so wirklich vielfach gerechnet oder so. Also das, eigentlich ist der Game Pass mit dafür verantwortlich, dass ich heute wieder moderne Videospiele spiele, weil ich halt
mal kurz in viele Sachen reingucken kann. Und gerade hier so, gerade weil Microsoft Fantasy halt schon ihre Kohle haben, auch preisgekrönte und prämierte und geile Sachen, auch große Entwicklerstudios und so. Also Game Pass ist schon, ich werde jetzt nicht von denen bezahlt oder so, das ist wirklich einfach eine schöne Sache, die ich selber gern nutze. Ja, ich weiß nicht, Epic Games verschenkt ja auch dauernd Spiele. Ach stimmt, das für stimmt. Ume. Und da habe ich mir also alleine über diese Verschenkungsaktion, die sie da haben, da gibt es ja irgendwie quasi faktisch immer irgendwas kostenlos, eine sehr große Library so zusammengeklickt, möchte ich sagen. Da ist aber auch viel Grütze einfach dabei. Das ist halt natürlich, einfach, das meiste ist immer Grütze, egal ja, wo. Also genau. Ja, klar. Und das ist halt so, wurde dann auch jedes Mal das anklickst und manchmal sind halt so Sachen dabei, da schaust du so ein paar Bilder an und dann denkst du auch, ich könnte jetzt auf Free Game Claim Now klicken, ich glaube, ich möchte aber nicht. So, dann ist ja, das aber auch da, weißt du, auch da, also Vampire Survivors sah für mich genauso aus, auch im Game Pass, sah für mich genauso aus wie so ein scheiß hier Flash-Spiel und so weiter. Das Ding ist der Hammer, das hat mich 20, 30 Stunden bei der Stange gehalten, super Teil. Also gibt's auch, aber ich verstehe, was du meinst, das meiste ist kürzer, das ist ja immer so, also wenn du ins Kino gehst, guckst, was da läuft, ist meiste Grütze. Wenn du in den Buchladen gehst, ist auch 90% Grütze. Also das ist natürlich so gedacht. Ja. Aber umso schöner ist es für die Titel, die das trotzdem wert sind und das halt schaffen. Klar. Ja, also im Moment zum Beispiel ist Ghost Runner auf Epic Games kostenlos. Und es hat irgendwie hier eine Bewertung von 4,6 von 5, wo man denkt, das müsste ja mega sein. Mhm. Und dann schaust du so einen Trailer und also ich habe den Trailer einmal geguckt, der geht irgendwie 65 Sekunden und danach hatte ich keine Lust auf Get zu klicken. So, komplett egal. Das ist ein gutes Zeichen, dann kannst du es auch sein lassen, ja. Also wir möchten es dir schenken, so, ja, nein, danke. Das ist ein stärkeres Nein, weiß ich nicht. Naja, ja, okay, ja. Also. Ja. Gut, dann. Da sind wir fast beim nächsten Gaming-Thema, wenn ich hier die Liste anschaue. Die Liste sagt, dass jetzt da Boomer-Shooter drankommt. Der Boomer-Shooter. Also ich bin ja, wie gesagt, ich bin schon Videospiele-Mensch, ja, habt ihr jetzt rausbekommen. Und wir sind die Boomer, also von daher. Nein, genau, ihr seid die Boomer. Nein, und ich habe ein neues Lieblingsgenre. Sie mir und ja gar ich hab gelernt, das ist der sogenannte Boomer-Shooter. Das ist zumindest der Name, der sich gerade durchsetzt. Ich finde es immer spannend, wenn sich so neue Genrebezeichnungen entwickeln. Aber auch das Protokoll, wir sind Gen X, ne? Also wir sind nicht Boomer. Okay, also meine Studierenden haben mir neulich gesagt, ich müsste keine Skinny Jeans tragen, man würde auch so erkennen, dass ich Millennial sei. Das fand ich schon ziemlich fies. Vielleicht haben sie aber recht, ne? Seitdem, ganz ehrlich, ich habe jetzt noch eine Skinny Jeans und die trage ich nicht. Ich habe jetzt seit einer Woche zum ersten Mal so ein Relaxed Fit am Start und ich werde andauernd darauf angesprochen, weil es für mich so unüblich aussehe. Jan, immer wenn ich dich bisher getroffen habe, war ich begeistert, was du getragen hast. Oh, das ist lieb, das bedeutet mir viel, ja. Ich gebe mir Mühe, ich habe jetzt auch, weißt du, also ich glaube, andere machen das, andere Dozierende auch so. Ich weiß, ich habe jetzt 12 Sitzungen, dann plane ich jetzt schon 12 Outfits auch für die 12 Sitzungen in meinem Seminar. Ja, das merkt man aber auch. Ja. Das ist, okay, ich versuch's. Danke. Ja, das ist wirklich. Irgendjemand muss es ja auffallen. Immer thrilled. Ich denke immer, ah, wo hat er diese Hemden her? Ich will auch diese Hemden. Ich okay, will auch nicht, die, gut, nicht flashen, und auch die Hosen. Ja, die Hosen auch, ja, beide. Die Hemdenmarke, so die ihr schon kennt, ist Twisted Tailor. Ich glaube, die kommen aus der Türkei oder so. Die haben immer schöne Hemden. Das ist, also die zwei, drei Hemden, die ihr wahrscheinlich meint, die ich in eurer Gegenwart schon mal anhatte, sind von dort. Mhm. Ja gut, und wir sehen natürlich bei wenn wir nicht gerade oben ohne Bilder auf dem Balkon sehen, sehen wir dich ja auch bei Duschen. Balkon, Dusche. Yeah. Was, wo? Ach so, ja. Ja, jetzt ist auch mein Be Real. Ich mache mein Homeoffice auf dem Balkon. Ich mache alles auf dem Balkon. Ich lese da, ich trinke da. Das ist, also das wird jetzt mein Lebensmittelpunkt. Für irgendwas wirklich. Muss Würzburg ja auch gut sein. Ohne Witz, ich bin gerade bei Twisted Tailor, die haben ja auch richtig geile Anzüge. Ja, richtig ich hab mir schon gedacht, das ist eine Geldvernichtung. Ich habe das beste Jackett. Ich habe ein wunderschönes Blumenjackett, das ich auf der Hochzeit von Becky und Christopher anhatte. Oh, das klingt so gut. Das ist mein Lieblingskleiderstück. Man trägt es leider so selten. Wann soll ich dieses Jackett nochmal tragen? Ich hatte zweimal an in meinem Leben. Das ist doch selbst im Jackett, oder? Ja, schon. Ja, ich habe also. Stimmt schon. Wenn man nicht gerade im Kontext unterwegs ist, wo man jeden Tag Anzug trägt. Ich glaube, selbst da, also selbst in so einem Geschäftsführer-Business-Kontext wäre halt dieses Jackett halt schon. Boah, ultra geiles Jackett. Ah, oh, geil. Ja. Wie, das mit den Rosen hast du? Nee, oder? Ich kann nicht, es gibt mehrere mit Rosen. Ich habe hier, ich muss, das klären wir mal. Ich schicke mal ein Bild. Ich will diesen hellblauen Anzug. Diesen hellblauen Samtanzug, das ist genau mein Ding. Ja.
Also gibt es wirklich schöne Sachen. Also ich hatte, ja genau. Also ich habe gemerkt, also. Ach, dieser schwarze Brokatanzug ist so Porno. Aber geil, Porno. Jetzt habe ich euch einen Flow ins Ohr gesetzt. Ne? Ich gebe jetzt 1000 Euro aus heute Abend. Das ist, genau. Also das ist eine Scheiß-Jackett. Das Scheiß-Jackett kostet irgendwie alle 200 Euro so und dann hast du es zweimal an. Was soll das so, ganz ehrlich. Ja, aber die Frage ist ja eigentlich, ich meine, ich verstehe das warum? Total. Warum hat man es genau, warum hat das nur zweimal an? Was wir ja, genau. gesagt hat, man soll viel Geld für ein Kleid ausgeben und das dann immer anhaben. Ja. Ja, ich habe auch irgendwie jetzt so 2-3 Mal in den vergangenen Jahren meinen Hochzeitsanzug einfach weitergetragen. Ja, why not? Genau. Also klar, Stefan und ich könnten sagen, weil wir nicht mehr reinpassen, aber ich bin in der glücklichen Lage, noch reinzupassen, aber es ist halt auch immer so, meistens scheitert es dann daran, dass du in den Schrank guckst morgens und in dem Augenblick, wo dir der Gedanke einfällt, ich könnte den heute anziehen. Dann guckst du, dann brauche ich ein Hemd dazu, ist nicht gebügelt. Ich habe noch 8 Minuten, bis ich los muss. Fuck! Dann findet das wieder nicht statt. Dann denke ich mir, naja, dann eben doch Engelbert Strauß. Eher so ungefähr, genau. Ich habe halt einen anderen Beruf, ja. Also bei mir sind es witzigerweise oft auch die billigen Sachen. Ich habe so ein 6-Euro-Leinenhemd. Und das trage ich irgendwie jeden Tag, weil es so geil ist. Ich hätte gern mehr von denen. Also manchmal auch genau umgekehrt. Ja, aber dann, ja. Dann kauf sie einfach. Ja? Mach halt, dass du kauf sie einfach. Hast, ja. 6 Euro kann man ja nicht viel verkehrt machen, oder? Okay, also Boomer-Shooter. Jetzt genau, jetzt könnt ihr zum eigentlichen Thema zurück. Noch eine Empfehlung, die ich eigentlich rausgeben wollte. Ich habe ein neues Lieblingsgenre, das ist der sogenannte Boomer-Shooter. Es gibt offenbar einen großen Bedarf danach, eine große Menge an Leuten, die sich nach dem sehnt, was früher so Quake oder Doom oder sowas war. Ja, ein Shooter, ein First-Person-Shooter in der Zeit, als es auch noch neu war, der vor allem dadurch geglänzt hat im Nachhinein, dass er simpel ist und so, ja. Genau, Duke Nukem 3D und so weiter. Und ich habe gemerkt, diese Art von Shooter liegt mir total. Und es gibt gerade so eine Renaissance davon. So Shooter, die auch so oft so eine Art von Pixel-Grafik haben, super simpel. Ja? Männlichkeit und Maskulinismus erfordert. Deswegen passt das natürlich. Das war deswegen auch der Ego-Shooter, das Neue. Aber ich kann dieser ganze Kram so auch fucking Call of Duty und bleib mir weg mit Crysis und irgendwelchen taktischen Shootern. Ich möchte also selbst, ganz ehrlich, selbst Doom. Ich bin ja auch nach Doom. Also Doom ist ja nicht mehr meine Generation, sondern ich bin schon danach nachgeboren eigentlich. Ich wollte gerade sagen, selbst, weil das wär, ja. so alt bist du doch noch gar nicht. Nee, eben. Von wann ist denn Doom? Ich weiß es gar nicht. 90er. Anfang 90er. Ja, aber ich bin auch, ich ja, bin Mitte auch Anfang 90er. Ja. Aber jedenfalls Mitte war ich nicht nee, ich, aber in dem ich, Alter. Ja. Genau, also ich habe das gespielt 94 bis 96 oder so. Ist jetzt dünnes Eis, aber so ungefähr. Bei uns war das im Computer, im Poolraum von unserer Schule damals. Okay, also Doom ist jünger als ich, aber nicht viel. Punkt ist, ich mag total gern diese Art von Shooter, die einfach so Hirn aus, ich baller hier ein bisschen rum ist. Also ich spiele total gern Serious Sam zum Beispiel. So große Arena, lustige Feinde, lustige Waffen, da gibt es so einen Papagei, den du abfeuerst, so völlig überzogene Raketenwerfer, ja. Und es geht einfach darum, so ein bisschen Spaß zu haben. Ich glaube, diese Art von Shooter. Wann bist du geboren nochmal? 92. Okay, du bist gerade so, du bist nämlich von 93. Ich bin ein bisschen älter als Doom, genau. also auch ganz, da bin ich auch ehrlich, Doom gefällt mir gar nicht mal so sehr. Doom und auch Quake sind mir ein bisschen zu, da ist viel zu viel erkunden, viel zu viel in irgendwelche Gänge laufen, da komme ich da doch nicht, weil viel zu viel Karte. Ich möchte eigentlich einen Shooter in meinem Leben, der ist hier, schau mal, eine Arena, ja, gerade dieser Serious Sam Teil, der mit Zeitreise funktioniert, hier ist das Kolosseum in Rom oder so, ja, da hier ist vielleicht ein Hindernis in der Mitte. Wie hieß denn das, was wir zur Jahrtausendwende immer gespielt haben? Oder kurz danach? Unreal Tournament. Nein. Nee, das meine ich nicht. Aber so ähnlich, wo immer zwei Mannschaften gegeneinander, wo man immer Terrorist oder Polizist war. Counter-Strike, genau. Und das ist doch so Arena, oder? Ja, klar, aber Counter-Strike ist mir zu real. So, ich möchte keine scheiß Terroristen, ich möchte keine scheiß Vermummungen tragen, ich möchte keine Bomben da ablegen, ich möchte Comic, ich möchte einen Papagei abfeuern. Und irgendwie dann so eine riesen Bombe werfen. Weißt du, Team Fortress auf der Xbox 360 wird immer noch gespielt. Großartig. Hat Team Fortress gefeiert damals. Und irgendwie, ich möchte, also das ist eigentlich das Spiel, das ich mir wünsche. Und auf einmal sehe ich, okay, der Boomer-Shooter ist da. Der Boomer-Shooter bietet mir eine Nische. Und also viele von denen sind auch gar nicht meins Teil. Ich habe jetzt kürzlich Warhammer 40k Boltgun mir im Game Pass runtergeladen.
Und das zum Beispiel Boomer-Shooter, ja? Immer, dass ein Boomer erschießen muss. Aber, Also die Boomer-Angabe ist natürlich auch Quatsch. Boomer steht einfach so alter Mann. Ich bin einfach die ganze Zeit. Und er ist so, wenn ich an Boomer denke, die spielen doch sowas gar nicht. Genau, das ist ein verdammter Gen-X-Shooter. Nicht mal das, in dieser Genrebezeichnung bin ich mit 32 als Boomer gemeint, was schon Quatsch ist. Aber die Idee von, es gibt Shooter, die wieder dahin zurückgehen, zu sagen, wir machen es ein bisschen simpler. Das liegt mir irgendwie im Moment sehr. Ich probiere gerade sehr viel Boomer-Shooter aus. Wo machen wir denn da die Unterscheidung? Also jetzt müssen wir mal so zurückgehen in die Game-Geschichte. Ja, also mein erster Shooter war Wolfenstein. Damals schön im Index, wie sich das gehört. Wow. Und da konnte man nur rechts, links. Ja, da gab es kein Hoch und Runter. Also rechts, links, vor, zurück natürlich, aber es gab kein Hoch und Runter. Es gab keine, es war nicht wirklich 3D. Also die Optik, die du gesehen hast, war 3D, aber du hattest nur eine 2D-Plane, um dich zu bewegen. Und ja, Wolfenstein war schon ein besserer Beta-Test eigentlich für die echten Shooter, die dann kamen, oder? Was heißt Beta-Test? Es war halt das Ding, was dieses Genre gestartet hat, ja. Ja, also das haben wir hoch und runter gezockt. Das war ein sehr langer Beta-Test. Ja, und dann kam Doom und da konntest du hoch und runter gucken, aber das konnte ja auch noch nicht. Du konntest dich nicht übereinander bewegen, zum Beispiel. Es gab keine Ebene, die über einer anderen Ebene war. Und ich glaube, was vielleicht auch dieses, was du sagst, so, es muss simpler sein, geht das auch so weit, dass du sagst, also die Art, die Menge an Bewegungen, die ich ausführen kann, muss simpler sein, damit ich dann nicht überfordert Einerseits werde? Einerseits ja, andererseits auch gar nicht. Das ist ja die Magie der modernen Boomer-Shooter. Die schaffen es, dich zurückversetzen in irgendwie diese Art von 90er-Shooter, aber es ist trotzdem das aus modernen Spielen alles da, was du kennst. 3D-Grafik, schnelle Bewegungen, schnelle Ladezeiten, du kannst auch irgendwie moderne Komfort-Sachen und so. Ich glaube, es geht nicht mal immer nur um 2D oder so oder um Einfachheit, aber diese Art von Einfachheit ist eine Möglichkeit, Begrenztheit zu schaffen. Also ich würde sagen, sowas wie, weiß nicht, die späteren Quake-Teile oder Unreal Tournament, da bist du ja schon 3D, da kannst du auch hoch und runter. Da ist alles genau. Das waren die ersten, die quasi alle Freiheitsgrade hatten, die wir heute haben. Und Vertikalität spielt eine große Rolle. Trotzdem bist du halt irgendwie in einem kleinen, schnellen, abgeschlossenen Kosmos zu Hause oder so. Und ich glaube, das können moderne Boomer-Shooter wieder ganz gut. Ich glaube, entfernt vom Genre Shooter hätte ich mich so in den späten 90ern, also der Taktik-Shooter ganz groß wurde. Also irgendwie Ghost Recon Rainbow Six. Also dieser Kram. Und dann, als es auch so dann 2000er, musste alles düster sein und so weiter. Ja, auch geil. Finde ich gar nicht. Also ist gar nicht mein Thema. Und ich habe gar nicht gewusst, dass ich diesen Bedarf in meinem Leben habe, dass so es eine Sehnsucht nach dem Boomer-Shooter gibt. Also seit ich so ein paar ausprobiere, Proteus habe ich gespielt vor kurzem, fantastisches Teil. Es gibt so ein paar echt, also das kitzelt irgendwie einen Itch in mir. Und deswegen möchte ich auch so ein bisschen, also einerseits Empfehlungen rausgeben, andererseits auch sagen, wenn ihr noch, also ihr da draußen oder auch ihr beide noch von Boomer-Shootern hört und noch welche kennt, die so diese Nische bedienen, bin ich auf jeden Fall dabei. Weil es oft auch so, ja, so Pick-up and Play, das geht 5 Stunden, dann ist es auch vorbei. Man hat irgendwie seinen Spaß, man ballert ein bisschen rum, kann nebenher einen Podcast hören, hat einfach Vergnügen. Und das ist irgendwie eine Art von Spiel, die mir neuerdings sehr, sehr nah ist. Deswegen, seit ich den Genrebegriff Boomer-Shooter gelernt habe, bin ich da sehr, sehr hinterher. Den unpassenden Genrebegriff Boomer-Shooter? Natürlich ist der Quatsch, aber man findet damit die Sachen. Also ich weiß nicht, es gibt so ein paar. Also viele haben mir auch nicht gefallen, weil sie mir auf dieses Karten erkunden, Schlüsselkarten sammeln hinwollen. Also auch dieser frühe Star Wars Shooter Dark Forces ist gar nicht so mein Thema. Und auch viele Moderne, die darauf hinaus wollen, gar nicht so. Die haben sie gerade neu aufgelegt, ne? Ja, genau, deswegen komme ich drauf. Ich habe den damals gespielt und habe jetzt die Neuauflage gesehen und gesehen, dass die Grafik im Grunde nur so. Also ich dachte so, ey geil, remastered und so. Also, oder ich dachte, ey, redone mehr oder weniger, aber es war dann doch nur remastered. Und ich glaube, Duke Nukem 3D würde ich nochmal remastered. Das ist aber nicht Jedi Knight, oder? Nee, ist Dark Forces. Das ist der Nachfolger davon, das ist dieselbe Reihe. Schließt direkt daran an, ja. Genau, also Duke Nukem 3D würde ich vielleicht nochmal irgendwie remastered spielen. Bei Dark Forces hatte ich irgendwie keinen Bock. ich habe auch früh aufgegeben. Ich habe jetzt, also mir gerade im Game Pass habe ich mir hier, wie heißt das, Slayer X runtergeladen, der sehr krass ist, überzeichnet und so. Wie gesagt, ich schau mal. Viele von denen sind gar nicht mein Ding, weil sie auch so darauf hinaus wollen, ja, es ist total schwer, du musst es irgendwie schaffen. Das ist gar nicht mein Thema. Ich möchte einfach vor allem irgendwie Spaß haben. Ja. Aber das Genre und die Nische gibt es auch, deswegen. Ich bin sehr gespannt. Iron Fury habe ich mir gerade geholt auf der PS4 auch noch nicht gespielt. Gibt, glaube ich, noch viel zu entdecken, deswegen, ja. Das Genre Boomer-Shooter war so. Sehr gut. Ich habe gerade Boomer-Shooter gegoogelt und so einen Artikel gefunden in irgendeiner wahllosen Online-Postille. Und
die erste Überschrift ist No Boomers Involved. Tatsächlich, das glaube ich davon. Ja, das trifft es. Gut, dann haben wir den Boomer-Shooter auch geklärt und damit sind wir durch mit unseren Themen auf unserer Liste. So. Natürlich bleiben die beiden üblichen Kategorien und die erste davon von den jetzt neuen Standardkategorien wäre der Jazzwitz. Nein, ich mache einen Scherz. Das verlorene Wort. Oha, oha. Oh, ich bin hart angeschlagen. Ich mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Hast du denn, andere erste Frage, um das zu überbrücken, bis du deine Zettel findest, hast du diese Woche eins untergebracht? Ja, natürlich. Sehr gut. Ich habe es wieder nicht gemerkt. Ich habe es auch nicht gemerkt. Jedes Mal das Ich merke es eigentlich immer, aber diesmal habe ich es überhaupt nicht gemerkt. Wer löst es mal auf in den Kommentaren? Wie bitte? Frau Nachti hat viel, aber hat jetzt in letzter Zeit ein bisschen geschwächelt. Okay. Also, ich zähle auf sie. Also diesmal sehr früh, das ist mein Tipp. Okay. Okay. Letzte Woche habe ich Prinz Andrew als doppelherzig bezeichnet, was so viel bedeutet, von falscher Gesinnung sein. Genauer kann ich es euch allerdings nicht sagen, weil ich das Buch verlegt habe, kurz vor der Sendung. Und das gibst du hier in der Sendung gegenüber dem zu, der es dir geschenkt hat. Wie ich das antiquarisch gejagt habe. Ja. Ich hab's ja vorhin schon, aber ich werde es wiederfinden. Genauso wie das die piepsende Stoppuhr, habe ich euch schon erzählt, jetzt einmal die Stunde heute Nacht piepsen wird. Naja. Hoffentlich nicht im Schlafzimmer. Wo ist sie denn? Ich habe keine Ahnung, irgendwo im Haus. Ich habe sie vorhin piepsen hören, aber die piept nur einmal. Aber Größenordnung, Keller, Wohnzimmer oder Schon oben bei den Schlafzimmern. Okay, ja, das ist geil. Und sie piepst halt einmal und es reicht so gerade so nicht, um sie zu orten, vor allem wenn man schon so ein bisschen im Halbschlaf ist. Ich möchte übrigens noch das Schönste an dem Exemplar des Buches, das dir geschenkt habe, hervorheben. Das war, wie gesagt, antiquarisch. Ja. Und das wurde offenbar schon mal verschenkt, weil hinten drauf war so der D-Mark-Preis mit so einem Glitzerstern überklebt. Sau gut. Du bist dann wieder irgendwie in so einen Bücherschrank gewandert. Von so, was soll das liebe ich am meisten. Also ich sammle ja auch gerade ich lese ja gerade chronologisch alle drei Fragezeichen-Bücher, müsst ihr wissen. Das ist total geil, diese auf Flohmärkten zu kaufen oder halt auf Ebay oder so. Du kriegst das Buch und da ist vorne so eine Widmung drin oder so zum 7. Geburtstag für meinen Neffen irgendwie. Ist auch großartig. Wir haben auch so Kinderbücher, auch die irgendwie aus dem Bücherschrank sind, wo ich dann unseren Kindern vorlese. Und jedes Mal, wenn ich das aufblätter und dann irgendwelche Widmungen von deinem Onkel sowieso. Und genau, dann so rein, so, wir haben gar keinen Onkel sowieso. Ach so, das war eins von diesen Büchern, was irgendwie auf anderen Wegen zu uns gekommen ist. Ja, fantastisch. Ja, ich glaube auch, dass das Buch, was du mir geschenkt hast, wahrscheinlich bei dem letzten nicht so oft gelesen wurde wie hier, weil hier wird es wirklich wöchentlich, lese ich viel darin. Es sah auch noch sehr frisch aus, dafür, dass es irgendwie 30 Jahre alt ist. Ne? Also, ja. Ja, ja. Nee, es wird stark gebraucht. Sehr gut, das gespannt, freut mich wirklich sehr. Das ist, wie lange wir das durchhalten können. Ja, genau. Ja. Das macht großen Spaß. Du hast mich da sofort direkt verstanden. Das ist sehr gut. Sehr gut. Wunderbar. Also, verlorene Wort der Woche. Diese ist Woche sehr früh und von Jan und mir komplett unbemerkt. Tatsächlich. Ich bin gespannt, was du nächste Woche auflöst. Ein bisschen Spoiler jetzt, wie das normalerweise so hinter den Kulissen läuft. In den letzten Wochen hatten wir oft, dass du es uns vorher, also den Leuten, die dann jeweils teilnahmen an der Sendung, vorher verraten hast, weil wir ein paar Mal den Effekt hatten, dass die Leute, die Teil der Sendung sind, dann darauf einsteigen und darauf sozusagen irgendwie reagieren und es dadurch irgendwie besonders obvious machen. Diesmal haben wir das vergessen, vorher zu klären. Echt, habe ich es nicht gesagt vorhin? Ich dachte, ich hätte es gesagt. Also ich habe es dann... Vielleicht habe ich es vergessen, das kann sein, ja. Uns ist aber beide nicht aufgefallen. Ich muss aufhören, dass ich jetzt nicht sage, weil ich bin wirklich ein bisschen angeschlagen. Okay. Lass uns aufhören, darüber zu reden. Okay, das Wort wird weil es steht hier vor meinen Augen. Okay. Ist ehrlich, dass ich es einfach ablese. Tu den Zettel weg. Und verkünde uns lieber, wer denn nächste Woche bei uns zu Gast sein wird und welcher Film damit einhergeht. Welche Filme natürlich. Achso, wieder mehr, oh Gott. Natürlich. Kommen jetzt die nächste Autos? Woche. Oh, ja, natürlich. Ja, jetzt kommt das mit dem Auto. Ja, Christiane. Lass mich raten. Ford versus Ferrari, heißt das so? Und nein? Das könnte sein, dass es dieser Film ist, aber der heißt nicht so. Okay. Warte mal, ich gucke gerade. Also Christiane kommt mit Autos? Christiane kommt nächste Woche alleine übrigens, damit sie auch mal zu Wort kommt. Ja, ja. Burn. Dafür hat deine Mutter keine Muskelspannung. Fantastisch. Weil deine Muskelspannung gleich.
So völlig spastisch gelähmt. Sehr gut. Okay, also Ferrari oder Ford wie Ferrari, eins von beiden. Also Ferrari auf Prime, okay, ist der Hauptfilm. Ferrari. Und der zweite Film ist auf Netflix Gran Turismo. Oh, der ist gar nicht schlecht. Der ist gar nicht schlecht. Ich bin gespannt. Du wirst es hassen wahrscheinlich. Das sieht sehr so aus, als ob du das hassen wirst. Aber Ferrari, ach hier, Michael Mann, das ist doch der Heat-Typ. Oh Gott, das ist der Heat-Typ, ja. Transformers vor allem, oder? Adam Driver, also, Penelope Cruz, was ist denn da los? So unerträglich maskulinistischer Mist, aber... Ja, und Gran Turismo von Neil Blomkamp, also hier der District 9-Typ. Also ich fand Gran Turismo erstaunlich unpeinlich. Ich fand ihn wirklich gut. Also schon. Ja, aber du erforschst halt auch gerade Maskulinismus, gell? Also. Ja, aber halt nicht, indem ich mich der Sache anbiete, sondern ich versuche es auch zu hinterfragen. Gran Turismo war schon interessant. Aber Adam Driver in so Ferrari, das kann nur gut werden. Also ich meine. Adam Treiber. Ja gut, das ist schon so ein bisschen Gucci Teil 2. Patrick Dempsey ist da dabei. Nice. Ach. Ich meine, ist ja auch nicht so, also ich glaube eigentlich nicht, dass ich das hassen werde. Sondern das Wahrscheinlichste ist schon, dass es mich einfach langweilen wird. Also, du hast es nicht so mit Autos, ne? Das ist wieder so ein Film, den gucke ich auf jeden Fall in Vorbereitung für nächste Woche. Geil. Sehr gut. Also Autos haben bei mir ja durchaus irgendwie, ich mag ja Autos, aber von daher, ich bin sehr gespannt. Also Grüße an Christian und Kompliment für die Filmauswahl. Der Ferrari-Film klingt so schlimm, es tut mir leid. Ich finde, sie hätte Ford wie Ferrari auch noch picken sollen. Ja. Damit wir das. Ja, aber die, ne, Christiane, die traut sich was. Es laufen zwei Ferrari-Filme momentan. Der war letzte vor zwei Jahren, glaube ich. Ford wie Ferrari ist schon, ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ist länger her. Ja, aber Christiane, die traut sich was. Sie kommt einfach mal mit Roadhouse rein, dann irgendwelche Autofilme. Und dieser, über den hier, der mit dem scheiß Mond, der auf die Erde fällt, ihr wisst schon. Die traut sich was. Also Respekt. Ja. Und ich glaube, mit Ford wie Ferrari hätte sie sich insofern noch abgeholt, als dass es Matt Damon und Christian Bale sind. Super. Ja, von James Mangold. Oh Gott. Boah, Michael Mann, das kann doch nichts werden. Michael Mann, Heat, großartig. Aber das ist 30 Jahre her. Ja, seitdem aber hat er schon so viel Transformer-Filme gemacht. Es steckt vielleicht noch in ihm. Das ist Michael Bay. Wollte gerade sagen, das ist... Okay, na dann geht's. Nachdem übrigens ein Goblin in World of Warcraft benannt ist, Michael Bay. Sehr schön. Ja. Okay, na gut, dann habe ich verwechselt, das tut mir leid. Nee, ja, okay, dann ist der andere, sonst der andere Michael. Okay. Collateral zum Beispiel hatten wir, glaube ich, in der Sneak. Ja, der Miami Vice-Film. Okay. Nee, das ist okay. Ja. Ja, das ist schon besser. Manhunter, ganz wichtiger Film. Letzte Mohikaner, okay, ist auch schon ein paar Jahre her. Ach nee, war auch nur Public Enemies mit Johnny. Oh ja, den haben wir auch mal gesehen. Es ist so, vom Stil ist es schon alles ein bisschen ähnlich, ja. Alles ein bisschen entsättigt und cool. Das macht ihr dann schön nächste Woche. Sehr gut. Ja, das machen wir nächste Woche mit Christiane. Freuen uns drauf, selbstverständlich. Und ja, danken dir, Jan, dass du da warst. Das war. Ja, danke euch, dass ihr es nochmal ausgehalten habt. Also der Portwein setzt mir auch zu. Ich habe auch noch einen zweiten von diesen Gin-Dingern getrunken. Diesmal habe ich keinen Wermut reingemacht. Das ist alles nicht richtig in so einer Arbeitswoche. Aber manchmal muss es einfach sein. Genau, ja, wie gesagt, danke, dass du da warst. Danke, dass unsere Gästewochen hier so fantastisch laufen. Wir könnten uns das gar nicht besser wünschen. Und auch wenn Poor Things diese Woche eine kontroverse Sache war, das könnt ihr gerne bei uns auf sneakpod.de so soll es sein. Unter der 824 fortsetzen in den Kommentaren. Wir würden das gerne lesen. Und vielleicht möchte sich Becky da äußern. Warum hier alle... Ich bitte um eine Replik. Ja, ja genau, das fände ich fantastisch. Entweder springt ihr den Jan und Christoph zur Seite oder ihr springt mir zur Seite oder ihr ordnet euch irgendwo dazwischen ein, aber das möchten wir alles lesen in der Kommentarspalte, die in den letzten Wochen auch ein bisschen zum Leben wieder erwacht ist, was ich sehr, sehr zu schätzen weiß. Ja. Genau, ansonsten gerne nächste Woche wieder einschalten, wenn wir mit Christiane über Autos und Autos, die im Kreis fahren, reden. Und wer weiß, worüber wir noch sprechen werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Sehr gut, ja, sehr gut. Ich warte auf dich. Das kennt er so nicht, dass er da... Das kenn ich so nicht.
Tschüss. Tschüss. Der Jan hat mich betrollt. Leute. Erfolg dabei gehabt. Erfolgreich, sehr gut. Erfolg, wie wir im Rheinland sagen.